recherchieren, formulieren, reklamieren, diskutieren. Das alles beim Kneipenquiz. Kneipenquiz. Herzlich willkommen zum Kneipenquiz. Ausgabe Nummer 11. Das Dutzend ist fast voll. Live aus Studio 15. Was für informierte Leute hier vor mir sitzen. 5 Teams haben sich hier heute wieder zusammengefunden, um die hellste Leuchte an sich zu reißen. Letztes Mal hat das Ultimate Quiz Machine geschafft bei unserer Spezialausgabe. Da waren wir ein bisschen draußen, da haben wir die Leute in die Kälte geschickt, ganz Hamburg unsicher machen. Heute nicht. Heute gehen wir rein, heute machen wir es uns sicher schön muckelig. 30 Fragen habe ich mitgebracht, 30 Antworten müsst ihr finden. Heute ist es wirklich mal back to knowledge. Keine Spirenzchen, kein Quatsch, wirklich straight to Wissen. Na gut, vielleicht ein bisschen Bullshit zwischendurch, aber das macht ihr natürlich wie immer. 5 Teams sind da. Schön, dass ihr am Start seid. Zum einen sehe ich hier Ultimate Quiz Machine. Nils, du bist wieder da als Titelverteidiger und hast ein brandneues Team zusammengestellt. Absolut. Wen hast du denn am Start? Ja, ich mache das so, dass ich nach jedem Sieg das Team komplett austausche, dann sind die verbrannt und die Herausforderung ist auch nicht mehr gegeben. Deswegen habe ich heute ein ganz, ganz neues Team. Das ist natürlich hier Tobi, auf den ich mich sehr freue. Ein kluger Kopf, ein Buchautor. Und wir werden ja viele Fragen aus dem Themenbereich Fußball bekommen. Daher freue ich mich sehr, dass Tobi da ist. Antje ist natürlich auch da. Antje, ein Filmgenie, aber auch gut in nicht Biologie, nicht Mathematik, nicht Chemie, nicht Physik, aber sonst alles. Also all die Dinge kommen ja heute nicht vor. Stattdessen, Flo ist wieder da. Hi Flo. Hey, na? Gut, wir haben dich vermisst. Flo, übrigens im Intro haben wir gerade festgestellt. Ja. Du bist ja seit, ich glaube, 8, 9 Jahren nicht mehr hier gewesen und trotzdem immer noch im Intro, was damals mit dir gedreht wurde. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind da, um den Titel zu verteidigen. Sehr gut. Ob das euch gelingt, das werden wir heute noch rausfinden. Ein Team, was auf jeden Fall versucht, das zu verhindern, ist natürlich Wissen ist macht Spaß. 5-mal hier schon die Wissenskrone geholt. Wer traut sich? Wer greift sich da das Mikrofon in diesem ego-beladenen Team? 3 Moderatoren, wenn man das schon moderieren nennt. Kannst doch auch mal das Mikrofon leeren, aber dann lass es Florentin. Ladies first. Lisa, willst du nämlich was zum Florentin sagen? Lars, komm. Die Leute wollen dich sehen. Leck mich doch mal, Florentin. Die, weißt du, 10 Podcasts, aber dann ja hier die Schnauze halten. Ja, ja, hallo. Cool. Okay. Ja. Also, dieser Sketch wurde Ihnen präsentiert von Rocket Beans TV. Florentin, wie sind denn heute die Siegchancen? Wie schätzt du es ein? Ultimate Quiz Machine hat sich das letzte Mal geholt. Was habt ihr an der Taktik verändert? Also wir sind voller Ehrgeiz, voller Wiedergutmachungsdrang, denn wenn ich mich das rechte Mal erinnere, dann haben wir das letzte Mal nur nicht gewonnen, weil es irgendwelche komischen Regelfragen, Unstimmigkeiten gab, Formulierungsschwierigkeiten mit Dore, Mi, Fa, So. Ich erinnere mich natürlich, die Hashtags sind immer noch in Benutzung, na so ist es nun mal einfach, wenn da ungerecht gehandelt wird, muss das auch geahndet werden. Und deswegen, ich habe heute ein Wörtchen mit Andreas geredet, er meinte, das kommt heute nicht mehr vor und deswegen ist der Sieg uns sicher. Ich meine, Ultimate Quiz Machine ist verbrannt, da geht nichts mehr. Ich glaube, wir können heute durchmarschieren. Sehr gut. Ja, gut, diese eine Regelunsicherheit in 10, 11 Folgen, das kann natürlich mal passieren beim Kneipenquiz. Wird heute sicherlich nicht passieren. Ein Team, das auch immer dabei ist und den Sieg zum Greifen nahe auch schon war, ist Game Too Schlau für diese Welt. Heute in neuer Konstellation. Matthias greift schon selbstbewusst zum Mike. Wen hast du heute mitgebracht und warum klappt es heute endlich? Heute klappt es endlich, weil wir so viele Folgen lang so viele Erfahrungen sammeln konnten, dass es, wir waren so oft so nah dran wie kein anderes Team zuvor, also muss das ja heute auf jeden Fall klappen. Deswegen habe ich auch mir den alten Veteran Markus an die Seite geholt, zusammen mit der wunderbaren Esther und der allerliebsten Miro. Und ich meine, Videospiele bilden ja auch das ganze Wissen der Welt ab und wir kennen uns in Videospielen bestens aus, also muss das heute sein.
Das ist ein bisschen ein Problem, aber Ruhe da vorne auf der ersten Reihe. Das ist ja. Weil, haben wir heute Videospielfragen dabei? Ich fürchte nicht. Ne? Eine ganze Runde hatte ich eigentlich bestellt. Ja, die muss irgendwie verschütt gegangen worden sein. Naja, gut, aber ihr seid ja insgesamt auch ein cleveres Team. Lasst euch nicht immer so auf Videospiele reduzieren. Nein. Das ist so ein bisschen der Grundsatz dieser Firma. Aber heute werdet ihr das ablegen und werdet hier vielleicht heute den Sieg davon holen. Für mich nicht weiter zu beachten, weil ich sie den Großteil der Sendung nicht sehen werde. Das ist das Team aus meiner Sicht rechts, die Games-Freunde. Jammer. Ja, guten Tag, wir sind ein neues Team. Eine neue Teamkonstellation, die Games-Freunde. Wir brauchen kein Wortspiel und wir wollen hier einfach nur neue Rekorde setzen. Wir wissen allerdings noch nicht genau, in welche Richtung. Und ich bin hier Team-Captain, weil ich, jeder weiß das, ich bin eine Wissensmaschine. Falls ihr einen Fun-Fact braucht, ich weiß jetzt, dass zum Beispiel Creepypasta nichts mit Nudeln zu tun hat. Also ich glaube, ich bin qualifiziert für diese Sendung und mein Team sowieso, denn ich habe die wunderbare Sam an meiner Seite, die sowieso quasi alles aus dem Internet immer aufsaugt. Deswegen haben wir da schon mal alles abgedeckt. Sarah ist sowieso ein wandelndes Games- und Lebenserfahrungslexikon. Und der gute Anton ist in Sachen Struktur und Organisation quasi eine wandelnde Datenbank. Deswegen glaube ich, haben wir hier alles versammelt, was man hier braucht. Das stimmt, das ist das beste Menschenmögliche, was ihr da zusammengesucht habt. Aber von der niederen KI könntet ihr locker wahrscheinlich besiegt werden. Aber ob das heute von den anderen vier Teams passiert, das finden wir raus. Ein Team fehlt noch, last but not least, Team Prost Hawaii ist da. Einige Newcomer, einige Leute, die wir hier schon ein paar Mal gesehen haben. Max, wen hast du da heute am Start? Okay, wir haben die fantastische Kata mitgebracht. Kata organisiert dir alles. Wir haben Lydia, Lydia ist wahnsinnig kreativ. Und Alex, Alex hat Style, Alex hat die freshesten Styles am Start in diesem Raum. Ja, und ich bin Producer, Punkt. Sehr gut. Alex hat Style und das Geld, ob das heute auch mit dem Wissen klappt, finden wir raus. Aber natürlich muss ich durch diesen Mammutabend nicht alleine führen, denn an meiner Seite ist die wunderbare Johanna heute. Ja, das stimmt. Herzlich willkommen, Johanna. Vielen Dank. Hinter dem Tresen, sonst immer hinter der Kamera in der Regie. Stimmt. Und kannst dich schön davon wieseln und sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Sieh zu, wie du es löst. Ciao, ich bin raus. Heute werde ich sofort an dich verweisen, sobald die kleinste Ungenauigkeit in der Recherche aufkommt. Hast du so eine Lieblingsfrage, ohne schon zu teasen? Gibt es eine Sache, auf die du dich richtig freust? Ja, im zweiten Block freue ich mich auf was besonders. Zweiter Block, aber also im YouTube-Video eine Stunde nach vorne jetzt. Erster Block hat nicht viel zu bieten. Das stimmt nicht. Das wird tipptopp. Das wird sehr schön. Also 30 Fragen. Diese junge Dame ist auch sehr heavy beteiligt an diesen Fragen. Ich würde sagen, wir legen los mit Runde 1. Also, und möglich macht das Ganze hier heute World of Sweets.de. Gedankenderweise wird diese Sendung unterstützt und das heißt auch, dass wir hier komplett mit Snacks eingedeckt werden und sind. Ihr habt es teilweise auf den Tischen. Ihr seht es hier, ist alles voller Snacks. Und ihr könnt natürlich sofort losrennen und euch auch Snacks holen, euch da bedienen im Laufe der Sendung. Also danke an worldofsweets.de. Über 9000 Snacks, die ihr da online bestellen könnt. Retro-Süßigkeiten sind auch dabei und könnt das Ganze direkt nach Hause liefern lassen. Wie geil ist es? Checkt das gerne mal aus auf worldofsweets.de. Und das Geile ist, ihr kriegt auch noch einen kleinen Rabatt. RBTV10 ist euer Rabattcode und dann könnt ihr bestellen auf worldofsweets.de. Geil oder nicht? War eine rhetorische Frage, ist geil. So, wir fangen an. Ich muss die Handys noch einsammeln. Ich weiß, niemand mag das. Ich brauche eure Handys, dann kriegt ihr die Arbeitsblätter. Einmal die Taschenkontrolle und Handys, im Austausch gibt es die Arbeitsblätter. Was ist da? Also, das kennen wir natürlich. Viele Moderatoren inzwischen 4, 5 Handys gleichzeitig. Alles nur fürs Kneipenquiz. Nur fürs Kneipenquiz. 5 Handys. 6, 7, 8 Handys haben die Leute. Danke. Es fehlt noch ein Kugelschreiber, das wird natürlich sofort nachgereicht. Und mit sofort meine ich, dass ich das mache. Scheiße, ich muss los, ey, krass. Das im Tausch gegen das.
So. Also, ach, das wird heute richtig schön. Sehr, sehr viele unterschiedliche Themenbereiche. Gaming ist nicht dabei. Biologie haben wir eben nochmal rausgefiltert. Und da sehen wir es. Einige sind die Repressalien, sind die natürlich einfach oben drauf, bitte. Da wird der Browser auch deinstalliert. Da gehen wir komplett auf. Oh mein Gott. Sicher. So. Also. Hier stelle ich die hin. Sehr gut. Dann haben wir die Handys alle eingesammelt, wie immer. Bitte ein kleines Auge auf eBay Kleinanzeigen halten. Da werdet ihr viele dieser Modelle sehen auf eBay auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Frage Nummer 1. Okay, gut. Ihr seht die Fragen wie immer eingeblendet. Ihr zu Hause könnt auch mitspielen, könnt auch noch auf Twitter gehen, da findet ihr die Fragebögen. Im Forum auch, da könnt ihr euch die Fragebögen, die die Teams jetzt hier auch haben, runterladen, ausdrucken und mitspielen. Geil. Soll ich nochmal Frage 1 einfach anmoderieren? Ja. Frage 1 lautet, bitte, im alten Buchstabieralphabet hieß es bis 2022 Ö wie Ökonom und Ä wie Also, das eine Minute läuft, hast du die Uhr? Zeit läuft eine Minute, das kennen wir alle, A wie Anton, B wie Bertha. Aber wofür stehen denn die Umlaute, beziehungsweise standen sie? Brandheiße Frage, heute erst reingekommen die Frage, sofort verarbeitet. Und wir hören mal ein bisschen. Gesichter gesehen, ja. Ratlose Gesichter. Bitte, im alten Buchstabieralphabet hieß es bis 2022 Ö wie Ökonom und wie? Die liegen. Denkt gerne an die Mics und flüstert da ein bisschen rein. Lasst uns teilhaben an euren Gedanken. Genau, nehmt die Coin mal in die Hand, dann hören die Leute zu Hause, was ihr denkt. David zum Beispiel wurde rausgenommen, soweit ich weiß. Ja. Aber nee, ja. Bis 22, genau, das wurde ausgetauscht zu Doris. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr so, also, oh, das Zeit ist nationalsozialistisch. Läuft, stimmt. Hups. Sanduhr läuft. Erste Frage ist da. Alle sind komplett durcheinander. So mögen wir das hier beim Knackenquiz. Ja, es geht gut los. Ich habe ein gutes Gefühl. Wieso? Der Raum, die Leute haben Bock. Das wird. Das stimmt. Ich muss hier ja gleich klicken. Ne? Ja, stimmt. Kannst du gerne schon machen. Deswegen okay. Besser wird's nicht. Frage Nummer 2. Achtung. Royale Kindheit. Welche Frage des 13-jährigen Charles hätte Queen Elizabeth wohl mit Ja beantwortet? Ihr seht A, B, C, also Multiple Choice, nur eine Sache ist korrekt. Welche Frage des 13-jährigen Charles hätte Queen Elizabeth wohl mit Ja beantwortet? A. Mama, fliegen wir zusammen in den Urlaub? B. Mama, spielen wir Monopoly? C. Mama, fährst du mich in die Stadt? Nur eine Sache könnte sich so zugetragen haben. Zeit läuft, eine Minute. Queen, da war doch irgendeine Schlagzeile auch dieses Jahr mit der Queen. Ich habe es nicht mitbekommen, hat die Geburtstag irgendwas? Ich habe lange nichts mehr gehört. The Crown Season 5 ist, glaube ich, die drehen wieder. Ja, ne? Ja. Aber sonst, glaube ich, nichts. Still, ne? Still geworden. Still. Mhm. Ruhig geworden um die Queen. Totenstille. Totenstille? Flo, Nils, nehmt gerne das Mikro noch, tuschelt ein bisschen, dann können wir das hören. Danke. Für die Leute zu Hause. Nehmt sie mit. Und für die anderen Teams, damit die auch hören. Ja, ne? Was man will ja auch ist. Wissen, was man richtig ist. Man kann ja nicht alles wissen. Man muss ja auch ein bisschen ablauschen bei den anderen. Das stimmt. Zeit läuft. Frage Nummer 2. War schon meine Lieblingsfrage ab jetzt. Die Idee, dass sie nicht zusammen fliegen dürfen, ist halt klar. Ja. Bin ich nicht mehr emotional attached. Der Führerschein ist ja auch gefahren. Sie hat ja auch Kfz-Mechatronikerin gewesen. Bist du ein Royals-Fan? Nee. Du machst doch eigentlich so Trash-TV, aber Royals? Ja, nee. Da bist du nicht drin. Das ist Royals zu real, ne? Ja, nee. Das ist mir auch zu weit weg. Ja? Ich muss auch Leute, die nahbar sind. Nicht so die da oben. Glocke läutet, würde ich sagen. Dann war's das. Dritte Frage. Unsere allererste kleine, aber feine Aktionsfrage. Und dafür kriegt ihr ein Arbeitsblatt. In diesem Arbeitsblatt findet ihr
die Autofahrer werden es kennen, einige deutsche Autobahnen. Das ist die letzte Folge, wo wir diese Frage machen können. Ja. Also, ganz wichtig. Ihr habt Buntstifte vor euch und eigentlich habt ihr nur einen Try, weil sonst blicken wir durch das ganze Farbengewitter nicht durch. Die Frage lautet wie folgt. Benennt und markiert die folgenden Autobahnen: A7, A2, A9 und A3. Also, da sehen wir es auch für euch zu Hause. Das sind alles Autobahnen, die ihr da seht an den Strichen. Die größten, genau. Die größten, wer fährt durch Deutschland, wer kennt sich aus, wer kann nicht nur die Autobahn nachmalen, sondern eben auch dran schreiben, was ist A7, A2, A9 und A3. Zeit läuft. Das Blatt, kann ich sagen, ist A4. Stimmt. Ausgedruckt. Sehr gut. Mehr Tipps gibt's nicht. Bei der Frage ging ja in der Redaktion so die Meinung auseinander, ne? Da war ja wirklich die einen gesagt, viel zu leicht, die anderen, das kriegt man nicht. Naja, also man muss natürlich sagen, in der Redaktion, und ich habe das ja auch gemerkt, als ich mit dem Lexus gekommen bin und den abgestellt habe, dass viele das gar nicht so machen jeden Tag. Ja. Über die A2, A4, A7 fahre ich ja jeden Tag so eine kleine Runde, bevor ich in die Redaktion reinkomme. Um warm zu werden, um morgens ein bisschen wach zu werden. Genau, den Motor auch heiß laufen zu lassen. Oh, ja. Ja. Bestimmt irgendwo. Ja. Warte mal. Also ich kenne nur meine persönliche Heimatautobahn, die mich nach Haus bringt. Genau. Mehr habe ich nicht drauf. Da ist die Frage, also, eigentlich ist die Frage, wie Ost- und Westdeutsch sind, dann, sind die Teams aufgestellt. Ja. Wer kennt wen? Ich weiß es aber nicht. Aber wenn dem so ist, dann ist es die. Aber so ein bisschen weiß doch jeder, ne? Es sind doch mal vier Gehirne am Tisch. Scheiß man doch. Vier Gehirne kriegen doch mal vier Autobahnen da zusammen. Sind ja auch ein paar Stauherde dabei. Das weiß man. Ja, echt. Eine ist ein bisschen tricky. Ja, genau. Eine, muss ich sagen, ist straight unfair. Nicht lösbar. Kann man nicht wissen. Die gibt's eigentlich gar nicht. Gut. Alright. Frage. Frage. Ihr könnt auch noch weitermachen. Ich kann nichts tun. Ihr könnt es auch weiter bearbeiten, ne? Trotzdem gebe ich euch schon mal die vierte Frage an die Hand. Denn ich möchte Folgendes wissen. Wofür steht das L in RTL? Zeit läuft. Lull. Vier. Wofür steht das L in RTL? Man guckt ja immer drauf, aber was bedeutet das denn eigentlich? Ich habe ja jetzt wieder RTL. Ich habe jetzt einen neuen Fernseher mir gegönnt. Glückwunsch. Und jetzt habe ich wieder die ganze RTL Group, die ich jetzt kriege. Was schaust du da? Nix. Das sieht mich alles. Du musst einfach nur laufen. Ja. Ich wollte kurz Bauer so Frau gucken, dann gab es da wieder den nächsten Nazi-Skandal. Man kann ja gar nichts mehr gucken. Man kann gar nichts. Den Fernseher anzuschalten. Ja. Ja. Da lasse ich ihn aus. Dann mache ich schön die Systemmedien an, gucke mir die Nummer an. Aber okay, die sind ehrgeizig, die Teams, das liebe ich natürlich auch. Heute, die Ellenbogen werden wieder ausgefahren. Ist ja geil. Es ist, ja, es ist auch wieder mehr Competition. Heute sind 5 Teams, hat man schon länger nicht. Ja. Da sollte zumindest rein rechnerisch mehr Wissen auch im Raum sein. Ja, brauchen wir auch. Ja. Also ich brauche mal wieder hier ein bisschen Wissen. Gut. Dann ist die Zeit, glaube ich, vorbei. Ja, wie Ärger. Das ist auch sowas, das weiß man, aber man weiß es nicht. So, das Glas. Das Glas für die nächste Folge, für die ja. Sweets. Ja, aber was ist denn ein positives Wort mit der? Frage Nummer 5. Für mich nochmal die Möglichkeit, euch hinzuweisen auf World of Sweets, unseren Partner, der uns hier dieses nette Süßigkeitenglas auch zur Verfügung gestellt hat. Hast du eine Ahnung, wie viele Jellybeans da drin sind? Nee, keine Ahnung. Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, fragen wir euch doch. Schätzt doch mal, wie viele Böhnchen sind in diesem Glas? Und ja, ich gebe es auch rum. Ihr könnt das vermessen. Steht es irgendwo drauf? Nein, ich hoffe nicht. Steht nirgendwo drauf. Gut. In meinem Kopf ist die Antwort. Bitte schön, könnt es einmal rumgehen. Zeit wird nicht reichen, um es händisch zu zählen, aber... Sie wurden händisch da reingezählt, das kann ich schon mal sagen. Jetzt habe ich natürlich wieder so nonchalant das Glas gegeben, ohne vorher zu determinieren, wie lange kriegt jedes Team das Glas. Das war schon wieder der erste Fehler. Aber Tobi ist fair.
gibt es weiter. Also 8 mal 18, 64. Ne? Und dann ist die Zeit auch vorbei. Mach mal hier mit Quadrate. So, wie viele Jelly Beans? Das kann man nicht wissen. Sind heute bei Rocket Beans. Soll man auch nicht. Das kann man schon wissen. Nee, das soll man weil einfach nur mal grob zum Beispiel, ja, ich habe es heute erst in der Redaktion gesagt. Also, ich erinnere mich nicht daran. Ja. Ich kann das schon wissen. Ne? Was wird da gemessen? Was sind die beiden an? Ah, die beiden sind ja unsere Schätzmeister eigentlich. Eigentlich schon. Ne? Mal mehr, mal weniger gut, das kann man sagen. Da gibt es genug Beweise im Internet, aber... Das stimmt. So auf eine Zahl wird man kommen. Schweren Herzens wird sich da getrennt. Oh, hey. Die ersten Übergriffe sind da. Also das Glas geht rum. Und selbst unsere Kameramänner sind so verliebt, dass sie sich gar nicht trauen, ja, von Lars und Flo und den runterzuziehen. Spüren das einfach. Ja, da nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Drittes Team. Aber Andreas, sind Bohnen nicht zum Abonnieren da? Ich glaube das auch, ja. Ja. Und okay, einmal weitergeben. Das Glas. Entschuldigung. Zu Game 2. Ist es okay, wenn wir welche essen? Nein. Nee. Okay. Es verfälscht das Ergebnis. Ausspucken. Ihr könnt auch an die Snacks gehen. Die Snackbar ist eröffnet, ihr Lieben. Das sind sogar fast 50 pro Schicht. Und einmal weitergeben. Ja, das ist doch gut, das ist doch, das wollen wir doch sehen. Ich weiß nicht, da muss ein Euro reinstecken. Ach, der ist, okay. Sicher? Ja, erstmal kurz alles Rätsel. Ja, also wie viele Bohnen? Und auch die Games-Freunde sollen natürlich die Chance haben, das Glas hier zu inspizieren. Ich kann meinen Kopf rechnen. Ich bräuchte mein Handy, sonst habe ich keinen Plan. Unten zu, sagen wir mal 10. Gut. Klingel mal. Alright, und das Glas wandert einmal zurück. Ja, ich hol mir das einfach mal. Ich bereite hier schon mal was vor. So, einmal zurück, das Glas, bitteschön. Ja, ihr hattet sehr, sehr lange. Kannst du doch. Ihr lasst noch mehr Zeit verstreichen. Danke, mein Lieber. So. Okay. Also, für eine Schätzfrage war das insgesamt auch sehr lang, muss man auch mal sagen. Ja? Gut, das war Frage Nummer 5. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. So. Ganz kurz, wer hat sich alle Snacks geholt? Die Kasse ist bei Johanna. Ja, ich habe das genau gesehen, wer hier was hat. Ja. Gut. Das war, okay. Das mache ich nicht. Ich bereite nur schon mal vor. Frage Nummer 6. Was würde Menschen einer Umfrage zufolge in der ersten Nacht neben einem neuen Partner stören? Nennt 4 der Top 10 genannten Antworten. Also, gerne einfach umdrehen, euch Platz machen. Umfrage, 10 Top-Antworten. Ihr müsst einfach nur 4 davon nennen. Was stört einen Partner neben einem neuen Partner in der ersten Nacht? Wir sind großzügig. Ja. Vielleicht. Da sind schöne Antworten dabei, da kann man was treffen. Was würde Menschen stören? Eine Minute Zeit läuft jetzt. Und dann schauen wir, was von den Top 10 Antworten dabei ist. Mal gucken, ob ihr 4 habt. Ist schaffbar. Was würde dich stören? Mich stört tatsächlich nicht so viel, weil ich selbst sehr tief schlafe. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein kleiner Vorteil, aber Schnarchen ist schon fies. Schnarchen ist schon bitter. Schnarchen ist fies, ja. Aber ja. Jetzt ist noch die Frage, ob es wirklich um die Situation im Bett geht, weil vielleicht geht's auch. Was würde Menschen einer Umfrage zufolge in der ersten Nacht neben einem neuen Partner stören?
schreiben und davon sind dann 4 richtig. Gelöffelt wird erst nach der Hochzeit. Naja, nennt 4. Naja, aber das heißt ja nicht, nennt nur 4. Das will man da vielleicht noch. Könnt mehr aufschreiben. Was? Kannst mehr aufschreiben. Ich kann mehr aufschreiben. Wow. Dann können wir alles aufschreiben, was wir bisher. Auch nochmal für alle anderen Teams, ihr könnt auch mehr aufschreiben. Theoretisch, ihr könnt auch mehr als 4 aufschreiben, wir gucken dann, ob was dabei ist. Aber nicht 100. Nicht 100, das ist so die Range. Die Zeit so. Hast du umgedreht? Ja, ist die vorbei, würde ich sagen. Zeit ist vorbei. Frage Nummer 7. So, und da bin ich doch mal gespannt. Da einmal eure Aufmerksamkeit, wir sind hier vorne und das, was ist das? Ist das World of Sweets, die Dama Edition? Ja. Was genau bereitest du davor? Ich mach dir, du musst mal hier wieder ein bisschen zu Kräften kommen, deswegen habe ich dir ein paar schöne Drinks gemacht, nämlich ein köstliches Ei. Wir haben ein Ei mit Zitrone, Backpulver. Cola, Rohrreiniger und Urin. Hä? Dein Ernst? Das ist was ganz Normales, Etienne, bitte. Ja. Hör auf. Das ist komplett natürlich. Und ist noch nicht abgelaufen. Die Frage, die wir davon wissen möchten, ist welche, Johanna? Hast du es zufällig das schon da, was wir gleich brauchen? Ja, guck mal da unter deinen Tableau. Ah ja. Das sehe ich, aber sind das... Ah ja. Also, wer kennt das hier noch aus der Schulzeit? Die guten alten Lackmusstreifen, inzwischen geflügeltes Wort für eine Reifeprobe von der Sache. Aber der Lackmustest, den mussten wir alle einmal machen zu Schulzeiten. Die Frage, die ich euch stelle, ist, wir haben hier 6 Produkte. Welche Produkte sorgen dafür, dass sich das Lackmuspapier blau färbt? Durch was wird sich der Lackmustest blau färben? Nein. Auf keinen Fall. Das ist Basiswissen, Chemie, das, 7. Klasse. Und der Begriff, mit dem Begriff Basiswissen könnt ihr vielleicht schon was anfangen. Ah ja. Frage Nummer 7. Durch was wird sich der Lackmustest blau färben? Urin, Rohrreiniger, Cola, Backpulver, Zitrone, Ei. Alle Sachen aufschreiben, durch die sich der Lackmustest blau färben wird. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Aber ich glaub, das ist mir zu still bei der Frage. Die Leute nehmen das inzwischen einfach hin. Ja. Ja? Na klar. Ei, Zitrone, Backpulver, Cola, Rohrreiniger, Urin. Diese 6 Produkte werden wir gleich dem Lackmustest unterziehen. Was das genau bedeutet, weiß man natürlich, oder? Rohrreiniger, Cola, Backpulver. Ja, wir haben Ei, test, das Urin? Zitrone, der Urin. Backpulver in Wasser aufgelöst, das Urin? Cola, Rohrreiniger und handelsüblichen Urin. Danke nochmal, Andreas, das war stark. Nein, meiner ist ganz sicherlich handelsüblich. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Gut. Zeit ist um? Zeit ist um. Nee, noch nicht. Komm, die 10 Sekunden kriegt ihr. Ach so. Ja, gib's ihnen. Also, alle Produkte aufschreiben. Alle Produkte aufschreiben, durch die sich das Blau färbt. Kann 1 sein, können alle 6 sein. Und das war's. Frage Nummer 8. Außer auf Speisekarten, wo findet man noch ein Hamburger-Menü? Außer auf Speisekarten, wo findet man noch ein Hamburger-Menü? Ich weiß, das höre ich da schon. Frage Nummer 8. Geil, ich wusste was. Heute, man merkt, da liegt Anspannung in der Leute Luft. Die Leute wollen heute mal wieder einen Sieg holen. Die wollen gewinnen, ja, genau. Was ich gut finde. Ja, nicht so diese haha, keine Zeit für Gags heute im Kneipkiss. Nein. Ja, Antje hat schon gesagt, na, Chemie, nicht so ihr Ding. Jetzt hatten wir natürlich schon eine klassische Chemiefrage drin. Genau. Aber wie gesagt, man darf nicht unterschätzen, es sind 4 Gehirne am Tisch. Und zu viert kriegt man vieles. Von denen wir wissen. Wir wissen nicht, wer noch ein zusätzliches Gehirn dabei hat. Vielleicht. Stimmt. Hier vorne sind die. Man kennt seine Leute ja kaum. Florentin will nochmal die Jelly Bellies haben. Nee. Nee. Ehrlich gesagt, nein. Hey. Was?
Was, die Bohnen? Nee. Jetzt nicht mehr. Ja, ihr hattet die ganz lange. Und ihr seid die Schätzkönige, by the way. Gut, endlich mal ein bisschen Feuer, sofort. Da steht jemand auf, ja, sofort wird Mogelei geschrieben. Ja, ja, ja. So, das war Frage Nummer 8. Frage Nummer 9. Jetzt wird's interessant. Also, wenn man sich ummeldet, wenn man in eine neue Stadt zieht, dann ist das manchmal mit gewissen Geschenken verbunden. Wir haben ein paar Willkommensgeschenke rausgesucht und wollen wissen, in welcher Stadt bekommt man das quasi zur Einbürgerung geschenkt. Wir haben 4 Städte und 4 Boni, die es dort gibt. Johanna verteilt das Arbeitsblatt. Es geht um Willkommensgeschenke für Bürger, die sich neu bauen. Einmal verbinden, was bekommt man in welcher Stadt als Dankeschön, dass man da hingezogen ist? Genau so ist das. Quasi Willkommensgeld. Also, wir haben 4 Städte, nämlich. Das ist bei mir in der Nähe. Hast du noch ein Arbeitsblatt? Ja, Entschuldigung, klar. Ups. Genau, dann lass uns einmal drauf gucken auf die 4 Städte. Wir haben Weiterstadt, Solingen, Frankfurt am Main und Hamburg. Als quasi Goodies gibt's die Zöpkenmesser, Radtour mit dem Bürgermeister, 12 Euro Bearbeitungsgebühr und Neubürgerempfang im Kaisersaal. Oh. Denkt dran, lasst uns gerne an euren Gedanken teilhaben, indem ihr das Mic in der Hand habt. Jetzt profitieren natürlich die Leute, die schon viel umgezogen sind. Stimmt, die Leute, die eigentlich auf der Flucht leben, sind im Vorteil. Ja. Dann machen wir jetzt so, so, so. Das, was bekannt ist für etwas. Es gibt wohl einzelne, finde ich, für die. Ja? Mhm. Weiter. Dann machen wir das so, ja? Mhm. Aha. Ja. Also ich finde, also Willkommensgeschenke, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, hast du irgendwie in Leipzig was bekommen? Was gab's da was? Ja, in Leipzig habe ich einen Flaschenöffner bekommen und ein Ticket für RB Leipzig Fußballstadion. Nie eingelöst? Liegt immer noch wahrscheinlich irgendwo rum, wäre wahrscheinlich heute interessanter für den einen oder anderen, aber das mir stimmt. Damals komplett egal. Dafür mit dem Flaschenöffner natürlich komplett deinen Geschmack getroffen, der ja, ist doch heute noch. Der ist schon komplett abgenutzt. Ja. Wie viel maximal Benutzung kann man mit so einem Flaschenöffner haben? Ja. Was ist hier los? Leichte Unruhen. Okay, gut, würde ich sagen, also, klingeln wir und hören wir auf. So schwer ist es nicht. Und wir kommen zu Frage Nummer 10. Und dafür haben wir euch was mitgebracht mit dem großzügigen Budget dieser Sendung. Johanna hat es, oder? Ja. Möchtest du das? Ja, ja, ja. Vorsicht. So, Sebastian, komm einmal vorbei. Ich nehme das mal raus. Komm ruhig mal hier. Ja. Denkt bitte dran, eure Teamnamen auf die Arbeitsblätter zu schreiben. Das ist wichtig. So. Danke. Komm mal her, dann zeige ich euch nämlich das und möchte einfach wissen, was misst man mit diesem Gerät? Was müsste man sehen, wenn das einmal... Ja, ihr kriegt es... Also, nee, haptisch kriegt es diesmal nicht. Nur hier kriegt Dreh's es. Dreh's mal um. Weil es draufsteht. Aber wir haben es abgeklebt. Ihr könnt natürlich gerne nach vorne kommen, ganz klar. Doch, könnt ihr alle machen. Was misst man mit diesem Gerät? Also, wenn die erste Reihe dann mal weg... Ja, gleich. Das ist sehr gut. Was misst man mit diesem Gerät? Jetzt doch umgeben sollen. Dreh es auch nochmal um. Das wissen wir nicht. Was ist denn da unten? Ja. Was misst man mit diesem Gerät? Ja. Was misst man mit diesem Gerät?
Die Leute, ahnungslose Gesichter. Analytische Blicke. Ist das da unten? Ist das eine Probe? Das ist jetzt gerade leer. Das ich sag da nicht mehr dazu. Nee, ach so, ob was drin ist, nee. Roh ist das. Wenn du das umdrehst? Ich mache alles, was du möchtest damit. Fast alles. Kannst du mal warm machen? was für eine Dingsbums hat das da oben? Skala? Ja. Und was steht da hinten? Okay, das wird ganz genau unter die Lupe genommen. Gut! Ach toll. Ja, rumgeben wäre doch nicht so schön gewesen. Schön wie die Äffchen, die man so anfüttert. Ja. Die Quokkas in Australien. Ja, wirklich. Guck mal, selbst zwei Kameraleute hat es angezogen. Es ist nur ein, keine Ahnung was. Ach, sehr, sehr schön. Einmal die Frage vorlesen. Ja, was misst man mit diesem Gerät? Das möchte ich wissen. Das muss ich wissen. Das möchte ich nicht missen, was man dort mit misst. So, das waren die... Denn bei der Skala, kann man das sehen? Was ist anzeigen aktuell? Nee, hat es noch nicht, weil noch keine Probe hinzugefügt wird. Wir werden es gleich versuchen zu testen. Es gibt eine Skala von 0 bis 100, das kann ich euch sagen, aber ansonsten... So. Gut, dann würde ich sagen, das waren die ersten 10 Fragen. Unsere kleinen Rechercheschweinchen werden jetzt hier reingeprügelt mit einem Klaps auf den Hintern. Die Arbeitsblätter einsammeln. Werden hier alles, alles zusammenzählen. Dann werden wir gleich zurückkommen, die ersten 10 Fragen durchgehen. Und es wird richtig, richtig geil nachher. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Werbung. Einmal durchatmen. Bis gleich beim Kneipenquiz. Kneipenquiz. Willkommen zurück beim Kneipenquiz. Hier werden noch fleißig Punkte zusammengetragen. Also hier wird noch still vor sich hingearbeitet in dieser lauten Atmosphäre. Das ist natürlich gar kein Problem. Für mich die Chance, einmal die Teams zu fragen. Nils ist als Einziger aufmerksam und hört dem Lehrer zu. Deswegen an dich die Frage. Wie war der erste Block, die ersten 10 Fragen? Was hast du so für ein Gefühl? Ich muss sehen, ob das 5 sind. Ja. Sehen wir, ob das 5 sind. Sehr gut, das ist eine Ansage. Wie ging es den anderen Teams? Max, Prost Hawaii, wie waren die ersten 10? Das Instrument, wir sind ein bisschen unentschlossen, ob es Bratensaft oder Luftdruck war, keine Ahnung. Ja, interessant. Fand ich sehr schön, dass ihr alle so nah gekommen seid und euch das mal ganz in Ruhe angeguckt habt. Wie ging es Game 2? Wird das heute was mit dem Sieg nach den ersten 10 Fragen? Ja, gut, das steht ja außer Frage. Ja. Insofern, da denken wir gar nicht mehr bewusst dran. Ja. Aber wir hatten einen guten Start, glaube ich. Mhm. Gegen Ende hat es so ein bisschen dann doch der Zweifel Einzug an diesen Tisch gezogen, hat sich dazugesetzt und sich bequem gemacht. Insofern schauen wir mal, was die Auswertung nachher so bringt. Wie war es bei den Games-Freunden? Zwischendurch habe ich gehört, das weiß ich, das schreibe ich schnell auf. Ging das im ganzen Block so? Wusstet ihr viel? Ihr hattet das Glas ein bisschen kürzer, muss man sagen, zu eurer Verteidigung. Ja, also ohne meine tollen Teammates wäre ich auf jeden Fall lost. Ich glaube, wir haben 10 von 10 richtigen, aber ich bin völlig falsch in diesem Format. Niemand wird 10 von 10 haben. Was ist das hier? Ich bin seelische Unterstützung und das ist auch wichtig. Wolltest du nicht gerade noch tief stapeln? Ja, ich habe gesagt, ich hab ne Mischung gemacht. Wir sind sehr krass, aber ich habe damit nichts zu tun. Sehr gut. Ja. Hast du schön rausgerichtet. Ja, genau. Gut, sehr gut. Ja, stimmt. Wissen, es macht Spaß. Florentin, an dich mal die Frage. Du wolltest das Glas sogar nochmal haben. Was sind da so die Berechnungen? Hat da irgendeine Variable nicht funktioniert? Wie habt ihr das gemacht? Höhe, Breite, Umfang? Was waren so deine Gedanken? Nee, das war einfach das Einzige, was noch so ein bisschen offen war. Alles andere war super klar. Erste Antwort fertig. Und natürlich, ich habe das an Lars weitergegeben, unseren Meisterschätzer. Ist mir dann in Erinnerung gekommen, dass er eigentlich überhaupt nicht schätzen kann. Deswegen wollten wir nochmal nachhaken, aber ging nicht. Du hast uns verwehrt. Trotzdem sehen wir uns klar vorne. Muss fair sein. Sobald du aufgestanden bist, kam schon das Wort Mogelei von rechts. Es ist noch gar nicht klar, was hier gibt es ja 8 Argus-Augen, die direkt nur auf uns gerichtet sind. Ja.
Ja, wenn du nicht bescheißen würdest, müsst ihr nicht gucken. Hm. Und wenn du das Mikro genommen hättest, hätten wir das auch gehört, tatsächlich. Das ist nur für Spaß. Das stimmt. Gut, da sieht man, dass Flo Hart nie weiter als bis zum Intro geguckt hat, die Sendung. Sehr gut. Wie sieht's denn bei unseren fleißigen Recherche-Wühlmäusen aus? Die brauchen noch ein bisschen, glaube ich. Die Frage, dass wir gesagt haben, die dürfen so viel hinschreiben, wie sie wollen, bei Frage, was stört neben den... Das ist natürlich für mich ein Riesenproblem, ey. Das war definitiv mutig. Also da sind einige Antworten zusammengetragen worden. Gib mir noch eine Minute. Das ist nicht angekommen, dass man mehr hätte. Oh, habe ich tatsächlich super laut nochmal gesagt. Also, aber es ist nicht schlimm. Ja, die erste Reihe wieder, ne? Die wird wieder bevorzugt. Können Sie das nochmal sagen, Herr Moderator? Bei der Frage mit der Umfrage nach, was stört Leute am neuen Partner, konntet ihr auch mehrere Sachen schreiben und wir gucken, ob da vier richtige dabei sind. Wir haben ganz viel auf die Rückseite geschrieben. Kann das mit? Ja. Okay, cool. Okay, könnt ihr dann aber bitte das, was da durchgestrichen ist, doch mit bewerten? Ja. Ach du, was, hier sind ja nur die Rückseiten. Ach so, weil ihr rausgenommen habt. Ja. Was? Wurde aus den, sie haben einige Sachen rausgestrichen. Oh. Schauen wir uns gleich im All Detail. Ich möchte da mal Partei ergreifen. Ich bin ja normalerweise immer. So stimmt. Ich kann als jemand, der in Fairness und so weiter arbeitet. Und ich bin dafür, dass wir die Punkte gut geschrieben bekommen. Das machen wir gleich on the fly. Das ist tatsächlich bei uns untergegangen. Und warum soll dieses Team nur, weil es das nicht mitbekommen hat, darunter leiden? Das finde ich eine komplett staatsmännische Geste, finde ich das von dir. Und wird so auch berücksichtigt und in die Tat umgesetzt. Ja, das machen wir hier on the fly, das kriege ich irgendwie hin. Okay, dann fangen wir doch mal an mit der allerersten Frage, würde ich sagen. Denn da wollte ich wissen, bitte, im alten Buchstabieralphabet hieß es bis 2022 Ö wie Ökonom und Ä wie? Wirklich? Wisst ihr, es macht Spaß, Eddie? Wir haben lange überlegt und dann haben wir gesagt, Ägypter. Die Begründung? Die kann ich nicht. Naja, also uns war zumindest, wir haben zumindest schon mal gehört, dass die Wörter geändert wurden, weil im Rahmen des Nationalsozialismus wurden einige dieser Abkürzungen geändert, weil da viele jüdische Begriffe auch mit dabei waren, ich glaube D wie David oder so, und das hat man dann jetzt wieder zurückgeändert und das war zumindest unser einziger Hinweis, den wir hatten, also ja, vielleicht hat es ja gereicht. Super richtig, was du sagst. Vorher möchte ich mir aber noch ein bisschen Quatsch anhören. Prost Hawaii, was habt ihr denn gesagt? Oder? Hier steht viel bei euch. Ja. Wisst ihr es noch? Wir haben uns für Äquator entschieden im Endeffekt. Okay, Game 2. Wir hatten kurzzeitig wie Äpfel im Gespräch, dachten dann, Plural ist es wahrscheinlich eher nicht und waren dann bei wie Ärger. Die Games-Freunde sagen? Auch Ägypten. Ultimate Quiz Machine sagt? Wir haben Ägypten. Also, das, was Lars gesagt hat, war in der Tat der Aufhänger. Diese Buchstabier-Tafel oder das Buchstabier-Alphabet war in der Tat, wurde in der NS-Zeit umgeschrieben. Einige jüdische Vornamen wurden rausgenommen. Wir kennen es ja mit A wie Anton, B wie Bertha, C wie Caesar und so weiter. Dann wurde das geändert und jüdische Namen sind wieder zurückgekommen. Dann hat man aber gesagt, naja, das funktioniert irgendwie auch nicht so, dann machen wir es doch neutral. Und inzwischen ist alles mit Städtenamen. Also die neue Buchstabiertafel ist mit deutschen Städtenamen. Aber bis 2022 waren das eben noch andere Begriffe, Ö wie Ökonom. Und bei E ist es Ärger. Game, das Wort die einzige richtige Antwort ist von Game to Schlau für diese Welt. Und das geht um einen guten Punkt. Alles dieses Mal, Freunde. Alles wird anders. Genau, die Worte würden komplett ausgetauscht. Inzwischen, Fun Fact, inzwischen ist Umlaut Aachen. Das ist inzwischen, ja, aber alles in Städte geändert. Wenn ihr heute noch mal was buchstabieren wollt, dürft ihr nur noch, also werden nur noch Städtenamen genommen. A ist Aachen, ja. S Salzwedel und so weiter. Schön auf. Er ist. Ich will das nicht mehr hören, ja. Diese alten Sachen. Alles schön in Städtenamen. Und er wäre Umlaut Aachen, also richtig unsexy. Ja. Es wäre Umlaut Aachen. Es gibt kein. Ja, wenn du das buchstabieren willst, sagst du Umlaut Aachen. Die Petition läuft. Änderung hat keiner geschrieben, ne? Nein. Gut, sehr gut. Ägypten, Äquator. Alles klar, also sehr schön. War zwischendurch auch mal eine Zeit lang das Wort Änderung. Dann wieder zurück zu Ärger. Ja, jetzt ist es Umlaut Aachen. Gut.
Gut. Und das war Frage 1 für die, die jetzt reinschalten nach anderthalb Stunden. Das war Frage 1. Frage Nummer 2 wollten wir wissen, welche Frage des 13-jährigen Charles hätte Queen Elizabeth wohl mit Ja beantwortet. Multiple Choice, da geht's ein bisschen um die Regeln der Royals. 2 von 3 Sachen wären nicht gegangen unter Queen Elizabeth. Eine jedoch schon. Flo Harten, mein Liebling, nickt. Ja, Tobi, das so. Train hat gesagt, dass die nicht zusammen reisen dürfen. Was habt ihr gesagt? Also ich habe gesagt, die dürfen nicht zusammen reisen, weshalb A und C rausfällt und Monopoly wahrscheinlich relativ problemlos möglich sein dürfte. War unsere Herleitung. Interessant, gibt es da Gegenstimmen? Andere Gedanken dazu? Ja, ich habe einen anderen Gedanken dazu. Ich war mir relativ sicher und habe meinem Team sofort gesagt, ihr braucht euch überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Jetzt sehe ich hier natürlich sehr traurige Gesichter. Ich kenne diesen Fakt auch, dass die nicht zusammen reisen dürfen oder nicht sollten. Die dürfen theoretisch reisen, man versucht es zu verhindern, aber es sollten nicht mehr als X. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die Queen als Kfz-Mechanikerin mehr oder weniger ausgebildet wurde. Also sie wusste, wie man LKWs repariert und so weiter bis zum Schluss. Das heißt, sie konnte durchaus auch fahren, was eigentlich nicht typisch ist. Deswegen war C die richtige Antwort, hoffe ich nach wie vor, um einfach hier den Haussegen am Laufen zu halten. Viel Richtiges schon gehört, aber auch viel Falsches gehört. Gehen wir es mal durch, liebe Johanna. Also, Mama, fliegen wir zusammen in den Urlaub, haben wir hier schon gehört. Wären ja Charles und Elizabeth gewesen, also Thronfolger, in dem Fall Charles und Elizabeth, die dürfen deswegen das 13-Jährige ab einem gewissen Alter nicht mehr zusammen in den Urlaub fahren, aus genau dem, was ihr auch gesagt habt, wenn dann was passiert, dann geschieht vor das mit beiden. Vor Ort treffen geht, aber die steigen nicht ins selbe Flugzeug. Vor Ort treffen ist gar kein Problem. Dann hatte die Queen wohl die Eigenheit, Monopoly zu verbieten am Hof, um eben Familienstreitigkeiten zu vermeiden. Aber und Lars hat es richtig gesagt, die Queen ist nicht nur leidenschaftliche Autofahrerin gewesen, sondern als Staatsoberhaupt darfst du auch umsonst fahren. Also du brauchst nicht einen Führerschein. Und du brauchst noch nicht mal ein Nummernschild. Es gibt auch kein Nummernschild. Es gibt auch einige interessante Fotos von der Queen, die wir nochmal rausgesucht haben, wo man sieht, glaube ich, wie sie... Die Frau fährt einen heißen Reifen, klar. Also die Bilder kennt man. Die ist ständig am Steuer gewesen. Hätte ihn deswegen auch, Mama, fährst du mich in die Stadt? Also in die Stadt wäre okay gewesen, aber außer Landesreisen wäre schon wieder gefährlich gewesen. Ja. Deswegen in der Tat Monopoly verboten, zusammenfahren verboten, aber in die Stadt. Das hätte sie in diesem fiktiven Szenario machen können. Das ist richtig. Wissen, es macht Spaß. Können wir schon mal eintragen. Wissen, es macht Spaß, hat es richtig. Prost Hawaii hat es auch richtig. Prost Hawaii hat es richtig. Die Games-Freunde haben es auch richtig. Games-Freunde, sehr gut. Game 2 hat es auch? Nee. Game 2 hat es nicht? Nee, die haben B. Aber die hätten doch gewonnen, wenn wir nach der Frage Schluss gemacht. Mann, jetzt bleibt es ja richtig spannend. Gewinnen, wenn wir jetzt Schluss machen. Ultimate Quiz Machine hat es. Nein. Ach ja, stimmt, haben wir ja gehört. Gut. Die wollen Monopoly spielen. Aber noch gar nichts passiert. Frage Nummer 3. Wenn die Queen schon mal in Deutschland vielleicht mit dem Auto unterwegs ist. Stimmt. Welche Autobahn hätte sie denn da nehmen müssen? Wir wollten wissen A7, A2, A9, A3. Und da bin ich super gespannt. Gab es da jemanden, der selbstbewusst gesagt hat, yo, kriege ich alles hin? Und was waren vielleicht so Anhaltspunkte? Matthias? Also 3 von 4 war ich mir ziemlich sicher, weil die Strecke Hamburg-Köln fahre ich häufiger. Deswegen war so die 1, die fahre ich sehr viel. Die 7 ist da auch sehr senkrecht. 3 und 4, weiß ich, sind beide bei Köln. Da habe ich ein bisschen überlegen müssen. Aber da die ungeraden Zahlen natürlich eher von Norden nach Süden verlaufen, war die alle auch schnell gefunden. Genau, das ist der Fakt. War dann wieder ein Rätsel. Aber da hat dann Gott sei Dank mein Team mich aufgefangen und ganz klar hat Markus gesagt, das ist die A9, die ist da drüben östlich gesehen, auch von oben nach unten. Super, Hammer. Das ist vielleicht der eine Hack, den man schon mal gehört hat mit den geraden und ungeraden Zahlen. Dass quasi die geraden Zahlen querlaufen und die anderen horizontal. Wenn man das hatte, konnte man zumindest 3 von 4 recht easy lösen. Hat das denn jemand richtig, Johanna? Oder ja, frag mal noch die Games-Freunde. Da habe ich einige Fragen zu dieser Nummer hier. Also wirklich. Oh, die Games-Freunde, was war da los? Wir fahren Bahn. Bahn ist gut. Ja. Vielleicht nicht die deutsche Bahn, aber tendenziell fährt man damit sehr, sehr stressfrei
und eben nicht auf der A54 oder was auch immer. Ja, weil ihr seid das einzige Team, das wirklich alles falsch hat. Also hier stimmt wirklich keine einzige Autobahn. Ja, stimmt hier. Das einmal. Aber das ist falsch, falsch, wir falsch. Wir können das erklären. Sebastian, können wir das einmal zeigen, was wir da haben? Genau. Bitte nicht. Also ich bin bereit, meinem Vater die Schuld zu geben, der mir mal gesagt hat, Sohn, horizontal sind die Geraden und durch Deutschland die Ungeraden. Wahrscheinlich hat er es andersrum gesagt und mein Kopf hat es falschrum abgespeichert. Aber trotzdem, ich blame Herrn Klaasen dafür. Danach haben wir das nicht konsequent eingehalten. Also manchmal war es so, manchmal war es so. Ja. Es gibt immer Ausnahmen der Regel, ist ja klar. Wir haben unser Bestes gegeben. Hat es denn irgendjemand richtig? Ja, komplett richtig haben es einmal Wissen, es macht Spaß. Zeig's mal. Yes. Zeig's mal. Ultimate Quiz Machine hat es auch komplett richtig. Und Prost Hawaii auch. Komplett richtig. Bei Game 2 müssen wir gleich mal kurz schauen. Bei Game 2 schauen wir mal? Ah ja. Weil bei Game 2 euer Problem ist, ihr habt die... Der Fehler bei Game 2, den ihr gemacht habt, ihr habt die zu kurz gemalt. Die sind doch viel länger. Was sind denn das für kleine, was sind denn das nur für kurze? Ja, aber die gehen doch weiter. Das ist doch ganz klar, die eine Linie, die weiter ist. Ja, wir haben die auch nicht ganz ausgemalt. Also das ist zu klein. Das ist ja, ich will ja die ganze, Die anderen haben es halt alle richtig, deswegen. Ich habe sie richtig markiert. Das heißt ja nicht, dass ich die komplette Strecke ausmalen muss. Also, naja. Hätte ich daneben geschrieben, A2, wäre es doch Lisas auch richtig Argument gewesen. Möchte ich aber hören an der Stelle. Naja, die A7 muss ja bis München beispielsweise durchgehen. Stimmt, das ist wichtig. Wenn daneben A7 geschrieben wäre, es okay gewesen, aber weil ich nur ein Stück ausgemalt habe, zählt es nicht, oder was? Genau, ja, das ist doch die richtige. Wir kommen ja gleich zu der Frage, wo es darum geht, 4 oder mehr. Und dann kannst du auch nicht sagen, ja, ich habe halt 2 hingeschrieben und jetzt kriege ich keinen Punkt, weil ich die anderen 2 geschrieben habe. Nee, nee, da kommt ihr nur, ich habe 10 aufgeschrieben, tut euch 4 aus. Also, was soll das andersrum gefragt, was hat euch denn davon abgehalten, zu sagen, na komm, wenn das die Autobahn ist? Nee. Ich dachte aber nicht, dass das ausschlaggebend ist. Wir schauen uns einmal die Lösung nochmal an, für die Zuschauer auch. Ja, wie zum Nachvollziehen, denn, schaut euch das nochmal an. Wie es richtig gewesen wäre, bitteschön. Also, so sieht das Ganze aus. Hier haben wir die A2, Hannover, die A9, die nach Süden geht. Dann die A7 kennen wir auch durch Hamburg-Hannover. Und dann ein bisschen tricky finde ich die A3, weil sie so leicht aus dieser... Ja, seht ihr! Aus da rausbricht, ja. Nochmal? Ja, aber Andreas, die Frage war doch, welche Autobahn welche ist und nicht wie lang die sind. Das stimmt. Ja, aber wenn drei Teams ich sage, haben. Markiert die Autobahn, dann brauche ich schon die ganze Autobahn. Come on, ey, wenn ihr eine Landkarte einzeichnen müsst, was ist Deutschland, dann könnt ihr nicht auch einfach nur Süddeutschland einzeichnen und sagen, ja, den Rest brauche ich ja nicht einzeichnen. Obwohl du das machen würdest wahrscheinlich. Ja. Und man muss sagen, da drei Teams das komplett richtig gemacht haben, müssen wir da streng sein. Haben es die Games-Freunde? Haben es die Games-Freunde? Um wir hier noch nicht gewonnen haben. Na, das möchte ich nur mal ganz klar stellen. Jetzt wollte ich fast den vierten Punkt schon. So, wo sind wir bei Game 2? Ja, da gehen wir einen halben Punkt wie... Keine Chance. Demokratie ist gestorben. Nein. Gut. So. Frage Nummer 4. Wofür steht das L in RTL? Max, da hast du doch bestimmt bei Jobs schon mal geguckt. Klar, DWDL-Jobs macht brrr, aber ich sag Luxemburg. Richtige Antwort. Wer hat das? Alle. Sehr gut. Game 2 auch richtig geschrieben mit OU? Das haben alle richtig, das scheint hier... Sehr gut. Ja, das haben alle haben da schon mal gecheckt, was wird da gerade gesucht, mal Jobs, so, da liest man es dann noch einmal. Frage Nummer 5. Schätzt doch mal, wie viele Böhnchen befinden sich in diesem Glas? Die Schätzfrage. Games-Freunde, ihr hattet es nur wirklich ganz kurz. Habt ihr trotzdem überhaupt eine Zahl aufgeschrieben? Habt ihr überhaupt was geraten oder war ich das zu wenig Zeit mit dem Glas? Nein, also, wir kriegen es aber natürlich trotzdem wunderbar hin und haben verschiedene Zahlen genannt und es in der Mitte getroffen und irgendwas um die 550, glaube ich, genannt. Und es ist natürlich völlig klar, dass so viele Bohnen da drin sind. 550. Stille, alle sind so in derselben Range oder gesagt, habt ihr was komplett anderes? Haben das alle aufgeschrieben. Ja, genau. Aber wer nicht genau trifft, der kriegt dann auch keine Punkte, ne? Will ich nur festhalten. Ey, weil das eigentlich, sagt, das pass auf, ja nicht. Ich mach's noch krasser. Wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. So ist es auch in unseren lieben Chats-Formaten, die auf diesem Sender laufen. Wer am nächsten dran ist, kriegt den Punkt. Lars Florentin, erkennt das. Seid ihr auch bei 550 alle? Das hätte übrigens natürlich einen Volksentscheid geben können. Wenn alle sich auf eine Zahl geeinigt hätten, hätte ich ein Problem gehabt.
Ist ja zum ersten Mal, dass Florentin und ich tatsächlich zusammen was geschätzt haben. Und wir waren uns auch einig zum Schluss. Und das hätte ich nicht gedacht. Und deswegen, auch wenn wir das nicht richtig haben, bin ich einfach stolz und froh auf uns beide und dass unsere Freundschaft heute nochmal ein bisschen gewachsen ist. Wir haben 400 gesagt. 400. Das ist schön, aber hat das was mit der Realität zu tun? Johanna, klär uns mal auf. Hast du noch mal das für mich? Ach so, du musst noch mal nachzählen? Ich muss noch mal kurz nachzählen. Also, ich kann schon mal sagen, es sind nicht 850, wie Team Prost Hawaii gesagt hat. So viel passen hier nicht rein, das ist zu viel. Auch zu viel sind 669, wie Game 2 gesagt hat. Das passt nicht, so viel passt hier nicht rein. 550 haben die Games-Freunde gesagt, das ist nicht so schlecht. 335 haben Team Ultimate Quiz Machine gesagt, auch nicht so schlecht. Aber da hier 444 Bohnen drin sind und ihr 400 gesagt habt, ist Wissen, es macht Spaß am nächsten dran und holt sich diesen Punkt. Hier als Belohnung dürft ihr das haben. Ich möchte auch ganz, ganz kurz nochmal, ja? Games-Fragen komme ich nicht ran, aber Schätzfragen, ja? Vielleicht. Oder eine Fußballfrage. Gut. Gut berechnet. Wir haben noch Scherze gemacht, aber offensichtlich haben sie das richtig berechnet, die beiden Jungs. Punkt 4, Wissen ist Macht. Spaß und danke nochmal an die Kollegen und Kolleginnen von World of Sweets, dass sie uns hier mit Süßigkeiten versorgt haben. Lars ist da schon kräftig dabei. Können wir das einmal einfangen? Ja, der lässt sich das schmecken. Wenn ihr auch Bock habt, geht auf worldofsweets.de und bestellt euch da was mit der WTV10. Das ist euer Code zum Sattwerden. So, das war Frage Nummer 5. Frage Nummer 6. Wollten wir wissen, was würde Menschen einer Umfrage zufolge in der ersten Nacht neben einem neuen Partner stören? Darf ich jetzt erstmal hören? Eine funny answer. Was habt ihr aufgeschrieben? Was sind so vielleicht die Klassiker Game 2? Ja, schnarchen würde ich mal sagen, hat wahrscheinlich jeder. Schnarchen ist dabei. Habt ihr noch was Ausgefalleneres, was Spezielles? Was kam da in euch hervor? Da wir uns ja auf 4 festgelegt haben, haben wir das Schlafwandeln nicht mit aufgenommen. Aber so Klassiker wäre das Rumwälzen, haben wir auch mal genommen. Mhm. Was hatten wir? Ach ja, der klassische, der Trötsound der Liebe, der Furz, Fürze, haben wir auch mit aufgenommen. Kalte Füße hätten wir sonst auch noch mit aufgeschrieben, ja, aber die sind halt hinten übergefallen. Im wahrsten Sinne, Wissen, es macht Spaß, wie sah es bei euch aus? Nervige Angewohnheiten, Eddie, was stört dich so richtig im Also Bett? Ich wurde ausgelacht, weil ich gesagt habe, Löffelchen machen, aber ja Moment, also Löffelchen in der ersten Nacht, mir ist es zu intim, ganz ehrlich. Löffeln erst... Große oder kleine Löffel? Nach der Hochzeit. Nach der Hochzeit. So sieht's aus. Johanna, das wissen weiß, wir wovon doch. Ich rede, ist doch ganz klar. Aber wir haben auch noch ein paar kluge Sachen. Von ja, zum Beispiel urinieren im Schlaf oder was? Das würde mich nur ein bisschen stören. Also so ein kleines bisschen unangenehm. Also. In der zweiten Nacht. Vor allen Dingen, wenn es im Löffelchen passiert, ist es natürlich doppelt unangenehm. Prost dabei, was habt ihr noch? Wisst ihr es noch? Also wir sind natürlich Freunde des Löffelchens, im Großen und im Kleinen. Nee, wir hatten auch kalte Füße, Furzen, Schnarchen. Im Schlafreden hatten wir auch noch. Ja. Das ist unheimlich, das wollen wir nicht. Vielen Dank. Also, dann erlöse ich euch mal und gebe euch die Top 10. Würde ich sagen, haben wir die Umfrage auch zufällig da? Dann helft mir gerne. Ansonsten, schauen wir einmal drauf. Ist ein bisschen klein, ich lese es vor. Lautes Schnarchen haben wir schon gehört. Uneinigkeit, ob der Fernseher zum Einschlafen läuft. Das hat niemand. Schlafwandeln. Mhm. Decke oder Kissenklau. Haben wir hier auch. Uneinigkeit, ob mit offenem oder geschlossenem Fenster. Hässlicher Pyjama. Andere Zimmertemperatur. Hin- und herwälzen, haben wir auch bei Game 2 gehört. Im Schlaf reden. Socken tragen. Nackt schlafen. Das sind die Top Antworten. Ja, das ist nämlich ein bisschen das Problem, muss ich sagen. Die Teams, die nur 4 aufgeschrieben haben, waren richtig gut. Also da stimmen 3 von 4 immer. Übrigens, nackt schlafen wäre gar nicht mehr in den Top 10, ne? Falls das ist hat. Jetzt ein bisschen, wie machen wir das? Hat es jemand drin, nackt schlafen? Ja, nackt schlafen hat Team Wissen, es macht Spaß. Top
Top 10 sind nur Schnarchen. Aber die haben so viel aufgeschrieben, da sind natürlich, mindestens 4 dabei. Ja, deswegen ist jetzt, das ist natürlich ein bisschen schwierig. Alle Punkte. Bei wem? Wer hat richtig viel? Wer hat erstmal. Richtig viel ist Team Business macht Spaß und Prost dabei. Die haben richtig viel und natürlich haben die deswegen die 4 und Top 10 drin. Ja. Okay. Aber die anderen Teams. Ja, und die anderen Teams haben alle jeweils 3 von 4, aber die haben nur 4 aufgeschrieben. Also das Verhältnis ist ein bisschen besser. Alle anderen Teams haben 3 von 4. Ja. Das Minimum machen die. Erstmal schon mal halt Punkt von für Wissen, es macht Spaß. Und wer hat es? Prost Hawaii? Prost Hawaii. Und hier gibt es auf jeden Fall einen halben Punkt für alle anderen Teams. Ja, halben Punkt finde ich super, ja. Sehr gut. Ja. Doch. Doch, das ist fair. Gibt's. Das ist fair, weil alle haben Pupsen aufgeschrieben und das taucht gar nicht auf in der Umfrage. Ah, okay. Pupsen stört niemanden auf sich. Das mögen die Leute sogar richtig gerne. Hören wir eigentlich was? Nö, hören nix. Von was? Frage Nummer 7. Ach so, das ist die Johanna-Frage. Oh, wir müssen ran. Der Lackmustest. Wer konnte damit noch was anfangen? Wer hatte noch ein bisschen Schulwissen präsent? Flo kommt extra rein für den Lackmustest. Was hat's denn damit auf sich? Eddie auf jeden Fall. Ich wusste es nicht, aber erste Eingebung war, dass Säure damit festgestellt wird. Mhm. Ja. Ja. Das war unter anderem, da geht's grundsätzlich um den pH-Wert, den wir damit ermessen mit einem Lackmustest. Und Eddie, du wusstest das auch? Ja, das wusste ich auch. Was ist denn so die Skala in so einem pH-Wert? Also was sind so vielleicht die Bereiche? Weißt du das auch noch? 6 und 6 minus was? Plus 5 und minus 26. Und was sind so die Zustände, in denen sich Zustände, die Stoffe dann befinden? Ja, es gibt toll. Mhm. Und, ja. Nicht, und lecker. Weniger gut. Ja, ja. So verschieden. Also ich will euch jetzt auch nicht mit Naturwissenschaft langweilen. Das stimmt. Wir können ja jetzt schon mal versuchen, die Show zu crashen. Und zwar haben wir, um jetzt schon mal vorzugreifen, wir glauben ja, dieses Instrument später könnte was mit dieser Frage zu tun haben. Mehr sagen wir nicht. Ah, okay, ist falsch, kann ich schon mal sagen. Dann, Johanna, erlöse uns doch mal und mach den Lackmustest. Was wir machen genau den mal, ne? Checkst du da jetzt? Ja, wir gucken jetzt hier rein, ob diese Dinge sauer oder basisch sind. Ja. Das ist eigentlich das Ding. pH-neutral gibt es natürlich auch, das wäre in der Mitte der Skala, sowas wie Wasser ist pH-neutral. Aber wie sieht es mit den anderen Stoffen? Wir fangen mal hier bei dem Ei an und die Frage ist ja, wo färbt sich dieser Test blau? Also ich wollte mal sagen, es kommt natürlich auch auf den Urin an. Ob man vorher gesoffen hat oder... Stimmt. So, wo färbt sich's blau? Fangen wir hier mal beim Ei an und da sehen wir schon. Also, wenn man Rohrreiniger gesoffen hat, dann stimmt, dann würde sich das verändern. Kann ich das da so reinlegen? Ich leg das mal da so rein. So, da sehen wir das Ei. Ja, du kannst aber auch rausziehen. Achso, das dauert eine Weile, ne? Nö, ist schon. Ja, dann zeig's uns mal. Zeig's uns mal. Blau. Das ist ein Blauton. Das habe ich hier irgendwas. Mit dem Hemd im Vordergrund, das ist. Aber ist denn blau jetzt basisch oder sauer? Wir machen gleich, klären wir gleich einmal. Zitrone. Blau, Zitrone. Dann erkennst du nämlich vielleicht schon ein Muster. Autsch! Da sehen wir nämlich schon was. Zitrone ist in der Regel sauer. Der Rohrreiniger. Rohrreiniger. Nee, das ist nicht Rohrreiniger, das ist Backpulver. Das ist natürlich Backpulver. Bei Backpulver sehen wir. Ja, ich habe nicht richtig gut gerührt wahrscheinlich. Aber es ist auf jeden Fall nicht blau. Dann Cola. Blau. Komplett blau. Ja. So, wir haben hier noch. Rohrreiniger haben wir auch noch. Au! Oh. Aber wie? Das mal blau. Und. Rot sehen wir eindeutig. Und um es einmal zu testen, können wir das einmal testen, um zu sehen, ist es wirklich. Nee. Nee, ne? Es ist Urin, es ist der von Andreas, 100%. Okay. Also sechs Produkte haben wir hier gesehen. Ei, Zitrone, doch. Backpulver, Cola, Rohrreiniger, Urin. Ihr habt es schon gesagt, also Zitrone eher sauer, da sind wir im roten Bereich im wahrsten Sinne. Und blau haben wir zum einen hier das Ei.
was blau ist, was also leicht basisch ist. Dann eigentlich das Backpulver. Ja, ich werde nicht gut gerührt, blau, liegt da unten. Bisschen zu niedrig konzentriert. Alles, was man so an Reinigungsmitteln zu Hause hat, in der Regel wird sich das blau färben, weil es eben basisch ist. So also auch der Rohrreiniger. Das haben wir gesehen, diese drei Produkte. Also, man musste einmal wissen, sauer, alkalisch, was ist was. Und es dann Zitrone, Cola, Apfelsaft, alles sauer. Ja. pH-Wertskala noch einmal zur Einordnung 1 bis 14. Und hat das denn jemand richtig? Ja, die Frage ist jetzt, wie streng sind wir? Weil das hat keiner richtig. Naja, keiner hat die drei Dinger genannt, aber es gab ein Team, das war am nächsten dran und das sind die Games-Freunde. Aber was hat... Da kam gerade streng aus der Richtung. Also, okay. Was haben Sie denn? Zwei von drei richtig? Nee, Sie haben vier aufgeschrieben, den Urin zusätzlich noch. Weil der Urin ist... Und genau, da muss man diskutieren. Nee. Doch. Nee. Entscheid das doch nicht einfach hier für mich. Dann ist auch bei all deinem Style, ja? Da kannst du doch auch mal ein bisschen jetzt hier stilistisch freundlich sein. Also jetzt mal ehrlich, kann Urin nicht gesundheitstechnisch auch mal basisch sein? Der verändert sich doch. Zum Beispiel, wenn du eine Blasenentzündung hast. Ist Urin immer sauer? Ist die Frage. Weil ich weiß zum Beispiel, dass du bei Blasenentzündungen auch so einen Test machst. Und der kann unterschiedliche Farben haben. Also mal abgesehen davon, dass wir hier sehen, dass also normaler Urin ist immer sauer. Der Wert von einem normalen Urin liegt zwischen 5,5 und 7. Und wir haben ja nicht geschrieben, das ist vielleicht ein kränklicher Urin. Das haben wir ja nicht gesagt in keinem Wort. Außerdem haben wir das medizinische Wissen habt ihr gar nicht. Es ist doch Apfelschorle. Und bei dem Backofenreiniger, das hat dieselben Werte wie Urin. Moment, jetzt kannst du den Gag bringen. Bei dem Backpulver. Welchen? In Apfelschorle ist Urin? War das der Gag? Oder nochmal die Frage? Wow. Okay. Oh nee. Nee. Also, wir blenden die Tourdaten einmal ein für die Live-Tour. Ich wusste nicht mehr, was du meinst. Gut. Frage Nummer 8. Außer auf Speisekarten, wo findet man noch ein Hamburger-Menü? Was? Da hieß es hier, glaube ich, von den Games-Freunden, das wissen wir. Anton. Burger-Menü. Ja. Ja. Mir egal wer. Haut raus. Naja, auch Websites, primär auf Mobile-Websites. Das sind die drei Striche am Rand, das Menü, das man aufrufen kann. Denn wie Sie, achso, wir haben das, glaube ich, sogar als Lösungsanimation. Ja. Können wir da einmal draufschauen. Genau, das ist die Grundlage. Und das hat jeder von uns schon mal gesehen. Finden wir auf Rocket Beans TV im Forum, sehen wir das oben rechts, Burger-Menü. Ja, können wir mal hier drauf? Ja. Bei uns im Forum sehen wir das natürlich auch, kennt ihr alle. Hier oben in der Ecke steht's, das ist es, hier der kleine Schnibbel. Alles schon mal gesehen. Außer den Games-Freunden, Sams Job ist es natürlich, diese Burger-Menüs sich jeden Tag anzugucken. Haben es entsprechend richtig. Aber keine Games-Runde. Brauchen also gar nicht den Almosen. Wer hat's denn noch? Websites haben auch die Games-Freunde, die haben wir gerade schon. Ultimate Quiz Machine hat das. Wissen, es macht Spaß hat das App-Entwickler, auch. App-Entwickler, ja. Wer hat das noch? Wissen, es macht Spaß? Ja. Team Prost Hawaii hat geschrieben, in Apps Bedienelement. Aber das stimmt ja eigentlich. Ja. Genau das meinen wir. Und Game 2? Naja, was hat ein Game 2? Was habt ihr nochmal? Was habt ihr? Also Möbelhäuser. Wo findet man auch Websites? Möchte ich gehen? Was ja, Möbelhaus. Also ein schönes Hamburger Menü im Möbelhaus gibt's vielleicht auch. Hab ich da letztens gekauft. Ja. Gut. Frage Nummer 9. Jetzt bin ich gespannt. Ordnet diese Willkommensgeschenke der jeweiligen Stadt zu. Wer hat da Erfahrungen? Wer hat da, war vielleicht einer in den einen der vier Städte? Würde mich wundern, bis auf Hamburg natürlich. Erinnert sich jemand? Hat das jemand richtig kombiniert? Ja. Okay, dann haut mal raus. Ultimate Quiz Machine. Was habt ihr kombiniert? Was dachtet ihr? Nun. Also wir hatten die Messer, wir hatten die Radtour. Also das Messer geht nach Solingen, weil das ist eine Mörderstadt. Und da... Ne? Ist einfach so. Ja. Dann die Fahrradtour ist in dieser Kleinstadt. Ja. Dann dieser Kaisersaal ist natürlich in Frankfurt. Mhm. Und in Hamburg muss man 12 Euro zahlen. Und falls ihr das anders habt, habt ihr das falsch tatsächlich. Nips. Haben wir aber nicht. Ihr habt es einfach richtig. Wie wär's damit? Genauso ist es.
Also, ja, ich weiß, ja, ja. Seid auf jeden Fall auf der Hut in Solingen, denn jeder Bürger trägt dort by design ein Messer bei sich. Solingen bekannt für Messerschmiede und dieses Stöpken sind quasi so eine Art kleines Messer, was du in Solingen bekommst. In der Tat, in Weierstadt, da nimmt sich der Bürgermeister noch die Zeit, mit jedem eine Radtour zu machen. In Hamburg muss man blechen und der Kaisersaal in Frankfurt wird genutzt. Genau so ist es. Ist leicht für mich zu konnten. Man sieht es an den Xen, das haben viele Teams richtig. Alle, überall, wo man das X sieht. Prost Hawaii hat das richtig. Die Games-Freunde haben das richtig. Ultimate Quiz Machine hat es eben auch schon richtig gesagt. Sehr gut. Business Macht hat das auch super richtig gemacht. Schade. Game Too Schlau für diese Welt hat sich ein bisschen verzettelt in der Mitte. Es gibt keinen Grund, da so drauf umzureisen hier. Hier ist sowieso naja, die haben das Messer nach Frankfurt gemacht. Und den also erstmal verständlich. Wie lustig. Ja. Abwegig. War das der Hint, den wir eingebaut haben? Ja. Ist verständlich, aber da hat ja jeder schon ein Messer, wenn er nach Frankfurt zieht. Da braucht man nicht noch extra eins bekommen. Aber gar kein Problem. Neunte Frage. So, eine haben wir noch in diesem Block. Zwar die Frage, was misst man mit diesem Gerät? Alle waren hier, alle haben sich detailgetreu angeschaut. Und da würde mich natürlich interessieren, was eure Gedanken sind. Alex, Prost Hawaii, du hast es dir ganz genau angeguckt. Ist das was, was wir bald im Rocket Beans Shop finden? Ich bin mir, wir waren sehr sicher am Ende, es war eine sehr, sehr, sehr spontane Antwort. Oh. Natürlich misst man damit die Dichte von Edelgas. Also die Gasspeicher sind ja voll, ja, werden wieder gleich rangehen und ein bisschen was ablassen, um das zu testen. Was sagt denn Game 2? Gibt's das im Möbelhaus? Wir haben gesagt, man misst Alkoholgehalt von diesem Wodka, der da auf dem Tisch steht. Oh, lecker, stimmt. Da steht dazu präsent, das ist Deko. Man, da ist eine Lampe drin. Ihr macht alles sehr bewusst und wir haben das gespottet und haben geraten. Andere konkurrierende Ideen, was man damit machen kann. Ja. Lars. Naja. Pass mal auf. Naja, wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir die Sendung crashen und dann wurde es ja schon geklärt, dass es nicht stimmt. Wir dachten vielleicht pH-Wert und dann steckt ihr das dann nochmal in eure Gläser rein. Jetzt sind die Gläser schon abgedeckt, das heißt wahrscheinlich stimmt das nicht. Aber wir dachten auch erst vielleicht Luftdruck, dann meintest du aber, dass der Wert noch nicht angezeigt wird. Und der würde ja schon angezeigt werden, wenn es Blut, Luft wäre. Deswegen, Blutdruck. Oh, sind wir, oh. Ja, also nope. Barometer ist es nicht. Und Johanna, möchtest du uns einmal erlösen? Möchtest du sagen, was das ist und was man damit machen kann? Ich habe hier schon mal ein bisschen Urin eingefüllt. War ein Scherz, nein. Das hier. Das ist basischer Urin. Ja. So würde der aussehen. Nee, das Ding gehört tatsächlich so rum. Hier unten ist Blei drin. Damit es beschwert, das kommt hier rein. Oh. Und heute lernen wir echt was. Dann wird hier angezeigt, denn ich sage euch jetzt, was hier drin ist. Hier ist Wein drin und man misst damit den Alkoholgehalt. Das ist komplett richtig. Und ihr seid das einzige Team, die das richtig haben. Können wir das sehen? Sehen wir da? Das können wir hier. Das auch nicht können, aber mit Alkohol kennen wir uns aus. So, nämlich. Ja, danke, danke. Also. Das können wir jetzt bei dem. Also für die Physiker hätte ich vielleicht auch gelten lassen, wenn man Dichte geschrieben hätte. Denn im Prinzip kann man damit ja auch die eigene Dichte quasi. Ah! Hat das noch wer? Nein. Game to Schlau für diese Welt ist das einzige Team, das das richtig hat. Stark. So passiert's. Gut. Können wir da was sehen? Schlägt das schon an? Oder ist hier können wir leider nichts sehen, weil das ein bisschen günstiges Modell ist, muss ich sagen. Aber ich dachte, ich wollte jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Aber es funktioniert trotzdem. Ja. Das ist ein Alkoholmessgerät, ein Vinometer, um genau zu sein. Okay, wir schauen da mal, ob da noch ein bisschen Alkohol reinkommt. Nutzt man hauptsächlich, wenn man zu Hause selbst für einen privaten Zweck ein bisschen Wein herstellt, Mosten, daher. Ja, inzwischen unverantwortlich, irgendwas zu trinken ohne vorher ein Vinometer. Parat zu haben. So, wir sind durch mit der ersten Runde und deswegen fragen wir und schauen wir mal auf die Punkte. 1, 2, 3, 4,5 Punkte sind das hier bei den Games, Freunden. Dann haben wir bei Game to Schlau für diese Welt 1, 2, 3,5 Punkte. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte für Wissen, es macht Spaß. 1, 2, 3, 4,5 für Ultimate Quiz Machine. Und, ach nee, hier ist erst Wissen, es macht Spaß, sorry, Prost dabei, so gut. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
für Business macht Spaß. Wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung. Nee. Aber heftig. De facto führen sie. So, ich würde sagen, machen wir gleich weiter, oder? Machen wir direkt weiter. Machen wir direkt weiter mit Runde Nummer 2. Also, Johanna teilt aus. Auch für diese Runde gibt es Arbeitsblätter. 7 von 10 Punkten. So, es gibt frische Arbeitsblätter. 6 für Post Hawaii. 4,5 für Games Freunde Ultimate Quiz Machine. 3,5 für Game Too Schlau. Nee. So, liebe Regie, könnt ihr noch einmal testen, ob ich euch hören kann? Ja. Müssen wir noch was machen, liebe Regie? Hier, Lisa, ich habe hier den Öffner. Gucke mal. Ah ja. Na also. Sonst gerne bei der 11 schon mal oder so. Oder bei der 12 schon mal. So, versorgt euch mit Snacks. Es geht weiter. Unser Zettel 1. Ja. Tagemacher. Das war euer Zettel. Nee, nein, geht direkt weiter. Was passiert da genau? Achso, nee, du warst gar nicht im Spotlight. Ja. Und wir haben aufgeschrieben, schnarchen, pupsen. Der Pupsen ist nicht dabei. Pups war nicht dabei? Nee. Na dann. Nee, alles gut. Dann pupst euch doch. Alright. So, jetzt aber Frage Nummer 11. So. Oh, da müssen wir noch was vorbereiten. Warte, was ist denn Frage Nummer 11? Herrje. Ja. Gar nicht hinterher. Oh, Eieiei, das Sekunde. Könnte Social Media Buzz, sage ich mal, auslösen. Oder es ist super einfach und alle Teams werden es gleich haben. Aber wir müssen noch ein bisschen was vorbereiten. Oh. Auch hier sehen wir wieder, an Johannas Bar wird heute, da wird fleißig nachgeschenkt. Ja, aber eigentlich bin ich hier in meinem Element, weil ich bin eigentlich ein Bargirl. Du bist ein Bargirl, man weiß auch nicht so richtig, wo der Urin jetzt verschwunden ist. Ist er nicht vielleicht noch ich trinke hier alles irgendwo aus. Ja, also ein zweites Glas, das wir dort sehen für Frage Nummer 11. Und ich brauche nochmal den Vogel hier. Drittes. Ah, hier wird richtig schön gezapft heute. Wirklich? Richtig schön. Das ist eine Bar und an der wird gezapft. So ist es. Also 3 Getränke. Dann sag uns doch mal, was hast du mitgebracht? So, also ich habe heute für euch mitgebracht ein schönes Glas Milch. Ist ja wohl klar, sieht jeder easy peasy. Das hier ist ein Kölsch. Das hier ist köstlicher Tomatensaft. Ja. Mehr wollten wir gar nicht. Einfach nur mal 3 Getränke mitbringen. Aber es gibt natürlich noch eine Frage dazu, denn, ich sag das so leichtfertig, Getränk. Aber laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, ist was davon kein Getränk? Tomatensaft? Kölsch. Milch. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist was kein Getränk? Tja. Zeit läuft. Ja. Auf den ersten Blick könnte er meinen, dass es alle Getränke sind, ne? Also das ist ja so ein bisschen auch das Irreführende, weil man denkt ja, hä? Ja, ja, stimmt. Stimmt. Möchtest du einen Schluck? Und anhand des leisen Tuschens höre ich schon, ich höre das auch zu Hause, das weiß nicht jeder. Nee, das weiß nicht jeder. Heute lernt man mal wieder was. Weißt du noch, als wir es getestet haben bei mir, ich war stark. Falsch. Du warst richtig. Komplett um Boden. 2 Tage zu Hause. Ja. Handy aus. Ja. Was ist kein Getränk? Oh, vielen Dank an fast 10.000 Leute, die gerade zuschauen. Was? Ja, das knacken wir doch noch. Danke, das ist ja Hammer. 10.000 Leute schauen zu. So muss das sein. Beim Kneipenquiz. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wirklich. Wegen dieser Dame seid ihr dabei. Aber wegen diesem Tomatensaft bleibt ihr. Okay. Es wird diskutiert, das ist eine tolle Frage. Ja. Aber leider ist die Zeit um. Zeit ist um und das war Frage Nummer 11. Milch, Kölsch. Ja. Ja, Milch, Kölsch. Schreibt einfach bitte so das Wort hin. Mach nicht ABC. Ja. Schreibt hin Milch, Kölsch oder Milch. Tomatensaft. Genau.
Milch, Kölsch. Ich hab mich nur nach vorne geholt. Sehr gut, nochmal der Hinweis an alle Teams. Das steht ABC, aber schreibt ruhig das Getränk nochmal hin, damit wir es richtig haben. Ja, habt ihr gerne. Games-Freunde auch. Ihr habt ein Getränk auch hingeschrieben. Nicht nur ABC, nur dass wir safe sind. Haben wir gehört. Super. Ach, das haben jetzt viele alle gehört. Na gut. Dann machen wir weiter. Mit Frage Nummer 12. Frage Nummer 12. Okay. Wer hat da sein Handy noch? Alles klar. Wir machen weiter mit Frage Nummer 12. Cirrus, Stratus und Cumulus sind allesamt. Da. Bitte was? Cirrus, Stratus und Cumulus sind allesamt. Ja, ihr braucht ja auch mal ein paar Punkte. Oder? Nee, das sind Katzen. Eindeutig, schreibt das auf, Nils. Katzen. Die ja, Katzen. Zumindest könnt mir nicht den Gegenbeweis erbringen, Tobi. Aber ich denn hier sind sie, so eine kleine Rasselbande von. Oh, so eine kleine Katze, ja, einen kleinen Catwalk. So ein Schweinewurf. Oh. Das sind nämlich Zirrusstrafen. Oh. Okay. Im Hamburger Zoo geboren. Ja. Wie alle toll drei wär's. Sind leider todkrank. Hat sich das umgedreht? Nee. Ja. Das vernachlässigen wir immer stiefmütterlich. Ja, oder? Eine Minute kann auch ewig dauern, merke ich jetzt auch wieder. Möchtest du einen Schluck Tomatensaft haben? Weil ich so viel Druck auf den Ohren habe, meinst du? Du fliegst für mich ganz schön hoch wieder. Ich bin hierher geflogen heute zur Sendung. Cirrus, Stratus und Cumulus sind allesamt. Das ist schwierig. Gut, dann machen wir doch einfach weiter. Weil ich so schlecht kann, bimmel ich nochmal. Für Frage Nummer 13 haben wir uns was Kleines überlegt. Ihr bekommt einen Text, Johanna Matthias. Horror. Denn in diesem Text, der mühevoll von unseren Redaktionspoeten geschrieben wurde, verbergen sich 8 Ortsnamen. Nochmal der Hinweis, bitte nur 8 Worte auch markieren. In dem Text, den ihr jetzt ausbeteilt bekommt, sind 8 Ortsnamen. Es kann alles Mögliche sein, Substantive und die anderen Worte, alles möglich. In diesem Text verstecken sich 8 Ortsnamen. Markiert sie, bitteschön. Kreist sie ein. Nur 8 Dinge markieren. Nur 8 Dinge markieren. Genau so ist es. Und für die Zuschauer gerne auch einmal einblenden, genau. Dann jetzt schnell abpausten. Ja. Abpausen, wie heißt das? Blaspausen heißt es. Ja. Ich habe eine Frage. Nö. Nee, nur Wörter. Ja. Mhm. Nee, nee, achso, nee, nee. Nein! Nein. Aber Smart Hinweis, Lars steht, das sehen wir bei Wissen, es macht Spaß, die stehen heute. Wirklich? Hier. Also ich würde überlegen, ob wir nächste Mal überhaupt noch so viele Bänke brauchen. Nee, wir machen oder? Schön. Ein Barhocker pro Team reicht. Maximal. Aber wenn es still ist, dann ist wirklich die Gehirne arbeiten. Ja, und das sind sie nicht gewohnt, diese Arbeit. Ja. Zeit läuft auch nicht, aber... Nicht. Ja, ist auch ein langer Text, muss man sagen. Langer ist nicht Text. So leicht. Ist naja, also, ne, lesen, also da gab es ja früher die Kampagnen, das kennen viele hier noch, gegen Analphabetismus. Ne? Ich weiß gar nicht, wer lesen kann. Ist für mich inzwischen nicht mehr. Ja? Lars hat eine Frage. Lars hat noch mal. Nimm mal hier dein Keulein ins Mund. Frage. Also gerade war ja meine Frage, ob man quasi von dem einen Wort zum anderen gehen kann. Habt ihr das beneint? Und die gleiche Antwort gilt wahrscheinlich für, wenn jetzt ein zusammengesetztes Wort da steht, dann kann es nicht nur das erste Wort des zusammengesetzten Wortes sein. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Hab ich den Text noch mal kurz? Ja. Ich habe die Frage nicht verstanden von Lars. Was? Erst wenn sich das geklärt hat. Aber es sind immer einzelne Worte, tut mir leid. Das ist jetzt wirklich eine wichtige Frage gerade. Nee, es sind eigentlich nur 8 Wörter markieren. Sagen wir mal, wenn da jetzt zum Beispiel Lebertran steht, ob jetzt Leber auch zählen könnte. Oder super simpel. So gemein sind einzelne ganz simpel. Worte. Danke nochmal für die Aufklärung. Umbrüche oder so. Auch für euch, ja. Klar. Ja. Ehrenlast, klar. Ja, das stimmt. Fürs einfache Volk. Nochmal für alle. Können wir den Text nochmal einblenden für die Zuschauer zu Hause? Ach, das so, haben die so unbekannte Städte dann genommen? Worte. Wie gesagt, kann alles Mögliche sein. Jede Wortform, Substantiv, Verb, Adjektiv, Interjektion kann es auch sein. Alles Mögliche. Mhm. Ihr habt alle ein Arbeitsblatt.
Stimmt, zu Hause, wenn ihr einmal jetzt auf dem Fernseher das am besten markieren. Ja. Gar nicht schlimm, einfach euren Tablet-Stift nehmen und das da markieren. Ja. Wir blenden das nachher exakt wieder so ein für die Auflösung. Gut. Ja. Stimmt. Frage Nummer. Wie ist das mit der Regelung? Wenn man muss, also kriegt man nur Punkte, wenn man alle 8 hat? Weiß ich nicht. Es gibt einen halben Punkt für 4 richtige. Also, okay, das heißt. 4 oder 8. Okay. 4 oder 8. Ja. Und nur 8 Worte einkreisen. Gut, ich gebe euch schon mal die nächste Frage an die Hand. Ihr könnt da ja zurückspringen. Habt den Text ja vor euch, aber eine Multiple-Choice-Frage habe ich noch im Gepäck. Einer der engen Verwandten des berühmten Aztekenherrschers Montezuma hieß Cuatlahuac, was frei übersetzt so viel heißt wie kleiner Haufen Scheiße, Loch am Arsch, Sohn einer Prostituierten. Einer der engen Verwandten des berühmten Aztekenherrschers Montezuma hieß frei übersetzt A, kleiner Haufen Scheiße, B, Loch am Arsch, C, Sohn einer Prostituierten. Das ist wirklich Andreas' Lieblingsfrage. Also, wie hat ein Vater seinen Sohn genannt? Cuatlahuac. Ja, also C-U-I-T. Wie nochmal? C-U-I-T-L-A-H-U-A-C. Also, Chemnitz, Unna, Ingelsheim, Tübingen, Leipzig, Aachen, Hildes, nee, Hamburg wahrscheinlich, Unna und A, C. Ja, C, Chemnitz natürlich, klar. Ist auch eine Lars-Frage, sei ehrlich. Gut. Also, Sarah, jetzt bleib. Es tut mir leid, diese Frage. Oh Gott. Gut. Ich wollte einen Gag machen. Ach so, Zeit ist irrelevant. Oh. Wir leben hier in einer anderen Ebene. Ja, das war eine Minute. Ich will noch mal eine ordentliche Glocke hier abliefern. Das war bis jetzt alles nur richtig dahin geglockt. Also, wenn wir was haben bei Rocket Beans, dann auf jeden Fall Sanduhren. Ich habe hier alleine 3 ich Sanduhren. Leg noch mal eine halbe Minute drauf. Halbe Minute? Ich kann noch mal 2 Minuten draufpacken. Alles voller Sanduhren bei Rocket Beans. Wir haben nicht alles, aber wir haben Zeit. Das stimmt. Heute Abend, die Zeit nehmen wir uns auch gerne. Ja, für 10.000 Zuschauer, ja, nehme ich mir extra Zeit. Sind wir bei 10 wenigstens? 9.893. Jetzt sagt doch noch ein paar Freunden Bescheid. Muss nicht sein. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und man muss ja auch sagen, viele quizzen zusammen vor dem Rechner. Ja, habe auch schon ein paar Tweets das gesehen. Das ist schlecht. Machen wir auf dem Handy noch. Ja. Quatsch. Gut. Schön. Das war Frage Nummer 14. Frage Nummer 15. Was hat der Biber Butzemann in seinem Säcklein? Okay. Was hat der Biber Butzemann in seinem Säcklein? Da einige der Väter schreiben sofort, wird das noch gesungen, Zeit läuft, was willst du haben? Komm, eine Minute gebe ich dir. Was hat der Biber Butzemann in seinem Säcklein? Und ist es noch... Wird er gecancelt an dieser Frage, den Biber Butzemann? Was hat er denn da drin? Ja, was hat er drin? Wir wissen natürlich, wo tanzt er rum? In unserem Häuslein, ja. Sag mal. In unserem Kreis nicht einfach? Häuslein? Biber Butzemann, in unserem Haus herum. Fiedebum? Tanzt dein Biber. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säcklein hinter sich. Aber was hat er denn da drin im Säcklein? Er hat den Knaben wohl im Arm. Ja, ja. Vom Eise befreit, der Biber Butzemann. Richtig. Das war die Geschichte. Eine Sache. Kennst du noch mehr Strophen? Also, ein Wort. 2, 3 ausgedacht. Suche ich. Ein Wort brauche ich, was er drin hat. Hat er mehr drin? Nee. Nur eine Sache. Eine Sache. Nur eine Sache drin. Wichtiger Hinweis, nur eine Sache ist da drin. Vielleicht hat er von der einen Sache mehrere, aber es ist eine Sache, die wir suchen. Ein Begriff nur. Er hat jetzt nicht Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl da drin. Der hat eine Sache. Alte Wunde, alte Kneipenquiz-Wunde. Backe, backe, Kuchen. Gut. Frage Nummer 16. Schön. Richtig schön. Denn ich möchte Folgendes von euch wissen. Warum haben diesen Hügel schon 1 Milliarde Menschen gesehen? Frage Nummer 16. Warum
haben diesen Hügel schon 1 Milliarde Menschen gesehen. Einige wissen es. Andere haben eine Epiphanie. Oh, das ist ja super smart. Eine Milliarde Menschen. Können wir sagen, wo das ist? Nein. Nein. Das geht auf keinen Fall. Aber die Teams scheinen recht zuversichtlich zu sein. Ja, einige wissen es, andere sind erzürnt, dass sie es nicht wissen. Das sind die 2 Stimmungen gerade. Also, 1 Milliarde Menschen. Das ist viel. Stimmt. Das ist ein Achtel der Weltbevölkerung oder sind wir bei 9 Milliarden schon? Nein, wir sind bei 8 noch. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist die nächste Frage, deswegen weiß ich es. Hört nicht so genau hin. Nächstes Mal im Kneipenquiz fragen wir es. Du hast jetzt endlich mal 2 Fragen Ruhe, habe ich das Gefühl, ne? Wirklich, ich muss erst mal durchatmen. Aber bei der Frage schienen sich Teams gerade recht sicher zu sein. Ich habe da so ein paar Mal, wie bei Vicky, so wirklich so einen Clou aufblitzen sehen über deren kleinen, feisten Gesichter. Da wurde Leuten gedankt, guck mal, das ist entspanntes Lachen bei Business, macht Spaß. Bisschen noch wegen der Frage mit dem Sohn. Ja. So sehen Gewinner aus. So sehen Gewinner aus. Wir machen weiter mit Frage Nummer 17. Welche deutschen Sehenswürdigkeiten wurden hier mit 1-Stern-Rezensionen abgestraft? Welche deutschen Sehenswürdigkeiten wurden hier mit 1-Stern-Rezensionen abgestraft? Grüße an die Game2-Kollegen mit dem Review-Quiz. Wir machen es mit deutschen Sehenswürdigkeiten und folgende Reviews haben wir rausgesucht. Ja, von Pizmies machen wir uns das vor. Hier haben wir die ersten beiden. Sieht toll aus, aber nicht mein Verein. So viel Reichtum und so viele arme Menschen haben nichts zu essen. Ich könnte ein Buch drüber schreiben. Sieht aus, als hätte man den gründlich mit Taubenkot eingerieben. Sehr unzufrieden. Ansonsten ist die Architektur hinreichend. Die sind beide zu einem. Die beide gehören zu einer Location. Mila und Nathanael Löwenhardt haben hier Grüße. Kurz was abgeschickt. Mila ist auch hier heute. Und dann haben wir noch eine zweite Location für euch mit folgenden Reviews. In Anbetracht der Historie müsste die Stadt Berlin hier mehr draus machen. Besuchstag war Wochentag. Naja, so eine kleine Hütte, 100.000 Menschen, die davor stehen und überteuerte Touri-Läden. Alleine das Panorama-Kack-Ding, 11 Euro Eintritt für 5 Minuten Bilder schauen. Ja, würde ich so sagen. Vernichtend. Hat auch eine andere Person noch so gesehen. Oder hat es selber mit einem anderen Account geliked. Welche 2 Sites, Touri-Hotspots, architektonische Meisterwerke, was auch immer sich dahinter verbirgt. Welche 2 Orte suchen wir? Deutschland. Können auch nochmal die ersten beiden Reviews uns anschauen. Die beide zu einer Location. Ja, das ist ich glaube, das ist richtig. Und dann gucken wir nochmal auf die anderen beiden Reviews. Was sagst du? Johnny Flash habe ich auch abonniert. So, ich würde sagen, entweder man hat eine Idee oder nicht. Ich meine, da länger drauf starren bringt ja auch nicht viel, oder? Doch, schon. Ja? Würdest du sagen, ja? Na, dann lass uns noch ein bisschen Also, es gibt schon noch so ein Detail. Also, gerade finde ich, bei diesen gibt es ja einige Hinweise, die versteckt sind sogar in den Reviews. Da kann man schon ein bisschen überlegen. Mhm. Statt Berlin lese ich da, aber das heißt natürlich erstmal noch nichts. Berlin hat ja auch viele Sehenswürdigkeiten, ne? Na, nicht so viel. Ich war jetzt erst wieder da. Nee. Es beschränkt sich schon. Hast du eine böse Bewertung dagelassen auch? Ich bin Johnny Flash, ja. Local Guide. 150 Rezensionen, man schätzt mich. 150, jeweils 1 Stern. Deswegen, das machst du den ganzen Tag. Ja. Mhm. Das deutsche Sehenswürdigkeiten. Ja, alles in Deutschland. Gut, ihr habt bestimmt was. Wir machen weiter mit Frage Nummer 18. Nennt 3 Länder außer den USA, deren Währung Dollar ist. Und nein, Markus, Poke-Dollar zählen nicht, kann ich schon mal sagen. Wir reden von echten Ländern. Also, wo gibt's noch Dollar außer in den USA? Ach so, außer den USA. Zeit läuft. Also 3, ne? Außer USA? Ja. Deswegen nennt 3 Länder außer den USA. Ist das ein Land? Ja.
Das sind unsere Globetrotter. Ja, die stimmen aber, ne? Ja, ja, die stimmen. Da können wir nochmal ein paar Snacks holen. Können wir ein bisschen reinlauschen? Denkt ihr daran, die Leute mitzunehmen? Habt ihr die Keulen in der Hand? Hey, wir liegen da. Was? Deutschland ist falsch, ne? Ja. Ja, unsere Währung heißt wie, Anton? Anton hat gerade gefragt, ob Deutschland falsch ist. Und ich weiß nicht so ganz, ob er uns verkackt. Ihr wolltet, dass wir die Leute mitnehmen. Da kommt halt auch nicht nur Qualitatives bei rum. Och Gott. Dann lieber die Keule wieder hinlegen. Ja, du hast recht. Bei eurem Team ganz weit weg. Ja. Können wir auch mehrere nennen und dann sind eben drei gute dabei? Nein. Nur drei. Ja, wie viele wisst das ihr? Das muss ich jetzt schon adaptieren. Nur drei Länder nennen, die müssen alle stimmen. Neun Stück kann nennen. Nein, das stimmt nicht. Ja, das stimmt. Klar, das hat die Frage ja auch eingereicht. Danke nochmal. Also. Frage Nummer 18 war das. Frage Nummer 19. Wie schreibt man dilettantisch? Wie schreibt man dilettantisch? Mag die Blicke der Leute, die nochmal gucken wollen, wie steht's denn da? Muss ich es vielleicht nur abschreiben? Ja! Wie schreibt man dilettantisch? Es wird nicht eingeblendet, Lisa. Das kann ich vorwegnehmen. Wie schreibt man dilettantisch? Genau. Dilettantisch. Brauchen wir? Und ich bereite mich jetzt schon mal ein bisschen vor. Ich habe gelernt aus eben, weil hier ist einiges zu kontrollieren. Ey, ich habe das unterschätzt. Hier ist wir haben jetzt tun. Hier schon ja, mal die Seiten auf, ey. Yeah. Naja. Das wird weird aussehen. Das ist aber egal. So. Liebe. Wie schreibt man? Das ist ein dilettantischer Blick da von Lydia, glaube ich zumindest. Keine Ahnung. Müssen wir gleich nochmal gucken, was das heißt. Was das heißt. Sind wir schon bereit gleich? Neue Zeit ist noch da. Für die nächste Frage. Liebe Regie, ja, ne? Ja, es gibt verschiedene Stolperfallen bei dem Wort, könnte man sagen, oder? Da sind ein paar. Ja, eigentlich nur eine, die Rechtschreibung. Ja. Man kann an mehreren Stellen falsch abbiegen, so wie Game 2 bei den Autobahnen. Also beziehungsweise ja. Nicht gefahren ist. Ja, ja, eigentlich ist sie ausgestiegen aus dem Auto. Ja, am Rast, an der ersten Rastplatzhaltestelle raus. Ja, ohne Warndreieck. Ja. Oh, wir waren zu hören, glaube ich. Probieren eben, ne? Gut. Ich mach nochmal den hier. Frage Nummer 19. Ich hab ein Rätsel geschrieben. Was ist das denn? Was ist das? Was sind das für Vogelgeräusche jetzt hier? Warte, das reicht mir jetzt. Wo kommt haben wir hier einen drin? Den müssen wir rauslassen. Das ist doch blöd. Kommt das von euch? Wo kommen denn diese Vogelgeräusche her? Ach, na dann kommen Sie doch rein. Herzlich willkommen. Kommen Sie einmal durch. Einmal Platz geben. Ach, ich habe mich schon gewundert. Helmut Wolverstätte ist da. Großen Applaus. Hallo. Sind Sie das, der da draußen für, also der da, also diese Geräusche, kommen die von Ihnen? Ja, das bin ich. Denn Sie machen was? Ich kann Vogelstimmen imitieren. Sie können Vogelstimmen? Ja. Nicht nur das, sondern Sie sind auch Europameister gewesen im Vogelzwitschern sozusagen. Sie haben uns hier über die Sendung schon, haben wir ein bisschen immer mal das Zwitschern gehört. Werden ja gleich noch ein bisschen drüber reden. Wie lange machen Sie das schon? Ich habe das als kleiner Junge schon begonnen, mit 10, 11 Jahren. Habe das normale Pfeifen zuerst gemacht, wie sie die meisten können. Und dann habe ich eine Technik entwickelt und die geht so, du musst ein bisschen auf die Zunge beißen und die Zungenspitze nach hinten ziehen, dann entsteht ein kleines Loch und dann kann man durchpfeifen. Also gerne zum Mitmachen. Und Eddie, probier mal, ja. Ja. Eddie, ja. Ja. Kann ich mal sehen. Und durch das, dass ich mit Zunge und Zähne pfeife, habe ich die Lippen übrig und die kann ich dann zum Trillern hernehmen und dann kann man nahezu jeden Singvogel nachmachen.
Also ganz einfach. Wahnsinn. Also. Extra aus Bayern heute angereist und das natürlich nicht grundlos, denn du hast uns ein paar Vögel mitgebracht, die unsere Teams hier erraten müssen. Hoffentlich Vögel, die wir alle mal hören, wenn das Fenster offen ist, wenn wir draußen sind in der Natur. Deswegen bitte einmal die Lauscher gespitzt für Vogel Nummer 1. Achtung! Ja, Moment. Also, liebe Teams, welcher Vogel war das? Das ist der erste. Hört erstmal vielleicht noch einmal den ersten und dann bitte einmal den Tipp aufschreiben. Das war ein Vogel. Das war nur einer, ne? Oder einer, das war, das war einer. Verschiedene Gesänge. Hört man doch. Bitte noch einmal den ersten Vogel. Ersten Vogel bitte nochmal. Und, also, ich hoffe, ihr habt alle einen Vogel notiert. Helmut, du hast noch einen zweiten für uns dabei. Auch den geht es zu erraten. Bitteschön. Wahnsinn. Also, das waren die beiden, die es für euch zu erraten gilt, liebe Teams. Helmut, wir reden gleich noch ein bisschen. Ja, gerne. Die Teams haben jetzt die Chance, einmal ein bisschen sich durch ihre Vogelkenntnisse durchzuwühlen. Ob sie die beiden erraten, finden wir gleich raus. Vorher einmal durchatmen, einmal ein Zwitschern gehen. Dann sind wir gleich zurück beim Kneipenquiz mit der Auflösung und mit Helmut. Bis gleich. Unglaublich. Wenn ihr euch fragt, wer ist denn das an meiner Seite? Das ist Johanna, die heute hier Sidekick ist und die Fragen sich anguckt gerade, die unsere Teams beantwortet haben. Aber natürlich ist auch Helmut Wolfertstätter heute da, Europameister im Vogelzwitschern. Extra aus dem Süden gekommen. Zwei Vögel hast du uns gerade vorgemacht und die Teams sollten raten, um welche Vögel es sich denn handelt. Und ich bin super gespannt. Prost Hawaii. Mich würde einmal interessieren, welche Vögel glaubt ihr gehört oder erkannt zu haben? Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Also Rotkehlchen und Meise. Genau. Rotkehlchen und Meise. Wir sammeln erstmal. Wir sammeln. Helmuts Gesicht tells the story. Wir sammeln erstmal. Wissen, es macht Spaß. Lisa. Wir haben Amsel und Spatz. Amsel und Spatz, Game 2. Also die Amsel haben wir auch erkannt, aber der Spatz ist ja zu klein. Deswegen waren wir mehr bei der Drossel. Amsel und Drossel. Aber Amsel die Games-Freunde. Ich wusste das ganz genau. Ich bin für meinen schlechten Schlafrhythmus bekannt. Ich kenne sie alle morgens. Es ist natürlich der Spatz und die Meise. Spatz und Meise. Liebe Regie, einmal den Monitor. Den brauchen wir hier vorne wieder. Ultimate Quiz Machine hat was gedacht? Wir wissen natürlich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, jetzt können wir es ja sagen. Du bist ein ganz romantischer Typ. Und wie oft haben wir Romeo und Julia zusammen geguckt? 7, 8 Mal. Es ist natürlich die Nachtigall und die Lerche.
Nachtigall und die Lerche. Helmut, wir haben viel gehört jetzt hier an Vögeln. Klär uns doch mal auf. Also es hatte keiner alles richtig. Okay, klär uns mal auf. Das ist gut. Also das erste war die Amsel. Und das zweite war die Nachtigall. Das zweite war die Nachtigall. Wir haben hier ein paar andere. Also Spatz geht gar nicht. Wie geht denn ein Spatz? Ja, Spatz, der schimpft ja mehr. Der mal. Also der ist nichts melodisch beim Spatz. Und das Rotkehlchen? Was haben wir noch gehört? Genau, Rotkehlchen. Ist auch melodisch, aber nicht ganz so fein und nicht ganz so schön wie die Nachtigall. Hören wir das noch? Oder? Rotkehlchen. Nachtigall ist melodischer. Komplett anders. Lerche macht. Aber. Herr Gade, ja. Ist eine Frage. Ja? Können Sie auch die Taube? Mache ich so? Das ist die Taube? Was? Ja. Ja, das ist die Taube. Und wie ist die Eule? Ähnlich, der Waldkauz. Das ist der Waldkauz. Alle? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie viele Vögel befinden sich denn so in deinem Repertoire? Kannst du das überhaupt sagen? Ja, es sind circa 40, die ich sehr gut nachmachen kann. Mhm. Aber natürlich klingen dann sehr viele Vögel wieder ähnlich. Zum Beispiel Goldammer, Blaumeise machen den ähnlichen Ruf. Bei Meise war auch dabei. Meise macht ganz anders. Blaumeise macht eher den höheren Ruf. Die tut so. Und zum Vergleich dazu, die Kohlmeise ist ein ganz typischer Frühlingsbote. Wenn der Winter vorbei ist, der erste wärmende Sonnenstrahl ist kommt. Kohlmeise ist der erste Vogel, den man hört im Jahr. Frühling, Frühling, Frühling. Alex. Alex. Steckt da auch eine Botschaft drin? Also haben die sich jetzt lustig gemacht über unsere Unkenntnis? Steckt da was anderes noch dahinter? Oder? Nein, es ist so, beruflich bedingt bin ich viel in der Natur draußen und habe auch Interesse an dem, was man hört. Und dann habe ich mir mit den Vögeln ein bisschen abgegeben und habe das dann tatsächlich so erlernt. Und macht Spaß, wenn man das dann so hört. Am schönsten ist ja im Frühjahr, März, April, wenn die Vögel zum Balzen, also die Vogelmännchen zum Balzen beginnen. Die wollen ja laut und energisch und ja, also mit Gehabe den Frauen imponieren und pfeifen dann besonders schön und ich stelle mich da gern mal dazu und mache genau dasselbe. Und das funktioniert tatsächlich, also diese Vögel reagieren darauf, also ist tatsächlich so. Also ich kann mich da tatsächlich unterhalten. Was, also Wahnsinn. Das ist faszinierend. Wenn alle Jungs früher zum Bolzplatz gegangen sind, bist du zum Balzplatz. Ja. Ja. Aber wie läuft denn so eine Europameisterschaft ab? Ist es so, dass man vielleicht wirklich sich in den Wald stellt und guckt, welches Weibchen vielleicht kommt auf den Ruf? Oder sind das ganz viele unterschiedliche Typen, die von der Jury vorfallen? Diese Europameisterschaft, die war in Österreich und da sitzt eine fachkundige Jury. Mhm. Und die schreibt dir die Vögel vor, die du nachpfeifen musst. Da war unter anderem der Fichtenkreuz-Schnabel zum Nachpfeifen. Kennt ihr jeder? Fichtenkreuz-Schnabel, ja. Amsel war dabei, ja. Der Buchfink war dabei. Buchfink ist sehr schwierig zum Nachpfeifen. Warum? Weil der Buchfink besteht aus drei Sätzen. Der erste ist leicht, der macht es. Aber der zweite ist. Und der dritte Satz dann. Also zusammen dann. Wahnsinn. Also ist schwierig. Wahnsinn. Eine Frage, und zwar, ich bringe gerade einem befreundeten Kind bring ich bei, dass wenn sie einen Specht sieht, mache ich immer drrrr als Specht. Wie macht der Specht eigentlich? Perfekt, das war perfekt. Aber kann der auch quietschen? Nee. Ach, der macht nur drrrr. Ja gut, dann perfekt.
Bei allem Lachen in Österreich, du hast es gesagt, ist es ja tatsächlich auch eine Sache, die häufiger genutzt wird, um Vögel anzulocken. Ist genau. Das so? Es ist tatsächlich, in Österreich ist es noch Brauch und Sitte, dass ein Singvogel im Herbst gefangen wird, über den Winter gehalten wird und im Frühjahr wieder auslassen wird. Ist ja eigentlich verboten grundsätzlich, darf man nicht, aber in Österreich ist es noch erlaubt, im Salzkammergut. Und die wollen ja diese Vögel praktisch anlocken und müssen es anlocken und da haben sie sich daraus einen Spaß gemacht und haben geschaut, wer das am besten kann von denen. Dann haben sie eine Europameisterschaft gemacht und ich habe das mitgekriegt und bin da hingefahren und habe das auch mitgemacht. Moment mal, das kann ich doch. Und dann Wahnsinn. Sehr gut. Nils, Nachtigall erkannt, warum? Ist das was, was du ständig draußen hörst oder ist das der Melancholiker in dir, ja, der das erkannt hat? Ich muss die Credits weiterreichen an Antje. Die hat aber erzählt, weshalb das ist. Also weshalb du das wusstest, hast du uns ja eben erzählt. Ja, ich habe geraten. Nein, das ist okay. Stimmt nicht. Aber wir sind uns alle einig, das war ja eine unfassbar schwierige Aufgabenstellung. Es gibt tausende Vögel und wenn man da alleine einen erraten hat, gibt es natürlich einen halben Punkt. Vielen Dank. Ja. Vorher sage ich aber noch vielen, vielen Dank an Helmut. Schön, dass du da warst. Ja. Ja, ich hätte noch was zum Abschluss. Gerne. Mache ich ganz gern an Silvester. Ich kann so Silvesterraketen nachmachen. Ich sage, weil das ist das ökologischste Feuerwerk, das es gibt. Heute habe ich eine Rakete mitgenommen, die zünde ich jetzt an zum Abschluss. Tschüss. Wow. Leute, Fernsehen ist nicht tot, es lebt hier weiter auf Rocket Beans TV. 10.000 Leute schauen zu und haben dieses Meisterwerk gerade gesehen. Also Helmut Wolfertstädter, vielen, vielen Dank nochmal. Und Nils hat natürlich recht, wie immer ist er hier das Moratorium, die Stimme des Volkes, Vox Populi. Und dieser Ansicht teile ich aufgrund der Schwierigkeit. Ja. Fun Fact, Helmut hat gesagt, das ist viel zu leicht. Ja. Ich bin nicht Lachtiger. Wir hatten ganz andere Vögel am Anfang noch, wie gesagt, ja. Der funktioniert nicht. Good luck with the Buchfink. Ich würde sagen, ja, es gibt einen halben Punkt pro erratenem Vogel. Welche Teams betrifft das dann? Offensichtlich Ultimate Quiz Machine. Richtig, ja. Sonst hätten wir dieses Plädoyer hier nicht gehört. Ultimate Quiz Machine kriegt einen halben Punkt. Game Too Schlau für diese Welt kriegt einen halben Punkt. Und Teamwissen, es macht Spaß, kriegt auch einen halben Punkt. Denn da stand die Amsel, bei euch stand die Lerche, die Nachtigall. Game 2, ne? Game 2, ja, hatte die Amsel. Und Games-Freunde? Nee, wissen, es macht Spaß. Also die Games-Freunde gehen wirklich nicht in den Wald. Also da geht's nichts zu holen. Und Ost-Hawaii auch nicht. Nee. Dabei sind das so bunte Vögel. Nee, Rotkehlchen und Meise sehe ich hier. Okay. Naja, macht nichts. War schwer. Das ist schwer. Gut. Übrigens, danke nochmal an unsere Partner von World of Sweets. Haben die auch Meisenknödel eigentlich im Angebot? Würde mich mal interessieren. Ist ja jetzt wieder die Zeit, ne? Gut. Ach, ich hätte hier so ein bisschen, so ein paar Vogelfutter. Nein. Haben wir noch was? Ja, wir haben eigentlich noch ein bisschen. Ja, lass mal noch ein bisschen auflösen. Naja, jetzt geht's nach dem Höhepunkt noch 2 Stunden weiter, liebe Zuschauer. Gar kein Problem. Wir lösen auf Frage Nummer 11. Cirrus. Ach nee, Frage Nummer 11. Hui. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, ist was? Kein Getränk. Warst du das inzwischen? Oder ja, das? Ich finde auch gut. Gut, er kommt nochmal rein. Was ist kein Getränk? Tja, da habe ich hier in leere Gesichter geblickt. Das ist an sich nichts Neues, hatte aber in dem Fall mit der Frage zu tun. Anton, was hast du gedacht? Wir haben hart diskutiert hier im Team. Sehr, sehr stark. Es gab eine Argumentationslinie natürlich auch betreffend die Tomate, die dann weiterverarbeitet wird zu Tomatensaft. Aber am Ende haben wir in einer... flüssiges Mousse. Quasi, genau. Also Apfelmus würde man auch nicht als Getränk einstufen. Aber in einem alternativen, hochwissenschaftlichen Entscheidungsprozess, Schnick, Schnack, Schnuck, sind wir zu dem Entschluss Milch gelangt. Milch ist kein Getränk. Milch. Okay. Milch. Andere Entwürfe, Gegenstimmen, Zustimmendes. Game 2? Lars. Business macht Spaß. Nee, wir wollen nichts sagen. Ja, also das ist Multiple Choice. Nein, ja. ich fand Milch relativ eindeutig, also nicht eindeutig, sondern so naheliegend, weil das ja irgendwie auch ein Molkereiprodukt ist und dass man da vielleicht nicht Drink dazu sagt. Aber uns hat auf jeden Fall auch gewundert, dass ihr Kölsch
geschrieben habt und nicht Bier. Da hat Florentin auf jeden Fall, da ging sein Alarmglocken an, weil sonst hätte ich einfach Bier schreiben können. Kölsch ist auch schwer zu kriegen. Ja. Kölsch ist kein Bier. Und das, alle kleiner Zuschauer jetzt gerade. Deswegen, ja, wir waren uns uneins, haben auch Milch dann gesagt, aber mit so ein bisschen Blick auf Kölsch. Ja, der Florentin hat ja manchmal einen Riecher. Gibt es noch andere Stimmen? Gab es noch ein anderes Meinungsspektrum? Nö. Also, nö. Tomatensaft, viele von uns kennen das, eigentlich, ich kenne es nur vom Fliegen. Ich wusste gar nicht, dass man das auf der Erde auch trinkt. Aber offensichtlich trinken wir das ja auch. Tomatensaft auf der Erde. Auf dem Mars. So, Kölsch, wissen wir, hat sehr, sehr viele, ich habe das eben ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber es sind natürlich sehr viele Patrioten, die dieses Getränk eben auch zu mehr machen als vielleicht nur einem Getränk und das deswegen auch anmelden, ist aber nicht relevant für die Frage, denn Milch erhält aufgrund ihres sehr hohen Nährgehaltes zählt es quasi zu den Nahrungsmitteln und nicht als Getränk. Ja. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Gespräche in den deutschen Zimmern, wenn es heißt, willst du noch ein Glas Milch trinken und dann... Es heißt nicht trinken. Ja, man sagt also, ich Andreas glaube, sagt... laut deutscher Gesellschaft für... Ja. Ja. Also, wir haben aber alle richtig, außer Game 2 für Schlaufe, zu Schlaufe. Game 2 Schlaufe ist schwer. Well. So, das ist nämlich das Problem. Nicht die Autobahn, die Milch ist es am Ende. Das war eine Protestwahl für die Autobahn. Möchte jemand ein bisschen Tomatensaft trinken an der Stelle? Aber dann muss ich euch wirklich mal in Schutz nehmen, weil ich habe gesagt, ich halte die Redaktion nicht für klug genug, dass sie Kölsch als Finte quasi anbauen. Doch, das war nur als Finte da. Und deswegen muss ich sagen, ihr seid wirklich klug. Sowieso mal ein kleiner Applaus hier für die Redaktion. Ihr seid Wochen, da arbeitet dran. Grüße gehen auch in die Regie, da sitzt noch der andere. Das stimmt. Vielen Dank an die Kollegen und auch an die Requisite. Das kann man ja machen, wenn wir schon die Runde drehen für das ganze Set hier. Bildmischer, Tonleute. Und holt euch weiter Snacks. Wir sind noch sehr viele da. Holt euch weiter Snacks. 2 €. Wir gehen runter auf 1,50. Ja, heute ist alles raus. 1,50, alle Snacks gehen hier heute noch raus. Ich will die mir am Montag nicht alle wieder einpacken. Also schön essen. Alle Snacks müssen gegessen werden. Ihr habt es jetzt als Buffet verstanden. Wir machen weiter mit Frage Nummer 12. Cirrus, Stratus und Cumulus sind, liebes Prostawei-Team, natürlich... Wolken. Und das haben auch... Alle. Na bitte, auch mal einen Punkt holen, oder? Wie, jetzt fliegen hier die Punkte rein. Ja. Ja, natürlich, easy peasy. Frage Nummer 13, da hört es schon wieder auf mit den Punkten. In diesem Text verstecken sich 8 Ortsnamen. Markiert sie. Ach, das war wieder... Also ein paar sind natürlich auch gerne mal so, dass sie durch die Presse gehen. Ein paar Orte... sind eine Finte von dieser genialen Redaktion gewesen. Wer, ich frag mal, hat jemand wirklich alle 8 Orte? Na klar. Nein. Nein, das war ein bisschen schwer vielleicht. War schwer? Ja. Das war schwer. Das war schwer. Dann hilf uns doch mal. Ich habe eine Frage, Andreas. Aber wie ist denn jetzt? Also, weil es gibt ja unfassbar viele Ortschaften, die teil. Also, habt ihr wirklich. Wir haben einen Gegencheck gemacht. Aber wie? Wir haben alle anderen Sachen auf Ortschaften hin gegoogelt. Wir haben auch zu den 8, die wir gleich haben, jeweils das Ortsschild dabei. Und ja, das war genau die erste Frage in der Recherche. Hast du gegengecheckt, dass es alle anderen Ortschaften nicht gibt? Aber auch sowas wie N? Was? ENN gibt's doch bestimmt irgendwo. Aber das war ja kein Wort, das in dem Text vorkam. Wir haben gesagt, keine Wörter durchteilen, keine Absplittung. Das wurde zweimal gefragt. Hier steht jetzt, hier wird jetzt schon wieder, ich sehe das doch hier schon, hier werden Wörter in der Mitte getrennt. Hier wird nur ein Wortteil, so geht's nicht. Die Hälfte der Frage waren Diskussionen mit Lars Pausen, wie genau hier Wortumbrüche wahrgenommen. Wenn ich jetzt schon das Wort habe, möchte ich sagen, dass eine gewisse Wettbewerbsverzerrung auch existiert. Weil ich folge ja einigen Leuten hier auf Instagram tatsächlich und ich weiß, dass zum Beispiel einige von Game
aktuelle und ehemalige Mitarbeiter irgendeinen Sommertrip gemacht haben, Bastian, Adrian und so, die genau bei solchen Orten da immer so Fotos geschossen haben. Also da seid ihr sicherlich auch auf die Idee gekommen. Nee. Deswegen, ihr müsstet wahrscheinlich alle Punkte haben, richtig? Naja, also wahrscheinlich nicht. Das hat ja Johanna bereits verkündet. Aber du folgst ihm ja genauso auf Instagram, Lars, wie du gerade zugegeben hast. Also insofern würde ich sagen, ist der Vorteil verschwindend gering. Ich spreche nicht mit denen. Also Naja, ich kann aber noch kurz sagen, hier wurde auch versucht, natürlich ein bisschen zu tricksen, denn na klar steckt in dem Wort Schabernack auch Bern, aber das wollten wir überhaupt nicht wissen. So doch nicht. Ja, aber das gibt doch auf Wer ist das? Schabernack. Links. Nee. Ich möchte mal jetzt für Bern eine Lanze brechen. So, weil. Wir stellen Bern nicht in Frage. Wenn mehrere Leute. Also wir hatten in Runde 1 dieses Kommunikationsproblem damit, dass man einfach alle Worte aufschreiben darf, die einem einfallen, und wenn 4 dabei sind, die auf dieser ominösen Liste stehen, dann gehen wir. Das ist kommunikativ bei mehreren Tischen nicht angekommen und auch während wir ganz hart und Also an deinem Tisch ist es angekommen, dass ich in den Augen von Flo hart Er hat eben nochmal gesagt. Ja, also aber der hat auch nicht mitgerätselt, der saß da und hat gepopelt und hat mich ja nur... Ich will mich nur umhören wollen. Aber Bern ist halt auch keine deutsche Stadt. Also das ist eine Ortschaft. Auch über Wo steht Deutsch? Drüber, das stand in der Frage. Deutsch? Hier, aber sehr wohl. Nimm's zurück. Nee. Nochmal. Tut mir leid, das lassen wir nicht durchgehen. Ich habe nur gesagt, das ist ganz komischerweise bei denen über die drüber nicht angekommen, aber hier halt schon. Ja, also Kommunikationsproblem heißt übersetzt eigentlich nicht zugehört in dem Fall. Da sind wir streng. Wollen wir uns einmal den Text angucken und schauen, was da für Ortschaften versteckt waren. Wir haben, glaube ich, einmal auch die Auflösung da, meine ich. Dann schauen wir doch mal drauf. Also, schön, es gibt keine Ortschaft namens Ach, namens Sommer, die schön wäre es nur, sondern. Aber es gibt eine Ortschaft namens Ohne, namens Sommerloch, namens Regenmantel, Feucht, das hat man schon mal gehört, Lieblos, Schabernack, Hach und Drogen. Wir haben einmal einen rasenden Reporter losgeschickt, um alle Sachen aus dem Internet rauszuziehen. Alle Ortsschilder einmal in Reih und Glied, bitteschön. Hier sehen wir es mal. Diese Orte gibt's. Und jeder Markt. Kennt doch. Genau, Markt ist eher im bayerischen Raum für eine Ortschaft, Ortsteil. Das weiß der Helmut, der kommt aus Marktfeucht. Drogen haben wir hier alle. Ortsteil Hach. Jeder kennt so Orte bei sich in der Umgebung. Ich weiß, in der Nähe von Dresden gibt es das Oberhässlich zum Beispiel, ist immer ein Riesenrenner. Oder ich habe mal beim Radio gearbeitet, da gab es in der Nähe einen Ort namens Pissen. Also das hat man schon mal vielleicht gehört. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wo die halbe Game2-Redaktion hinreist. Aber das kann man wissen. Betriebsausflug. Doch nochmal eine Rückfrage hier an der Stelle. Sekunde, wer hat wie viel? Gibt es jemanden? Wo stehen wir? Also es hat niemand alles richtig. Aber? Aber Game 2 war am besten. Die haben 6 von 8 richtig und das ist stark. Vorsicht. Aber es hieß doch, bei dir gibt es einen halben. So, 5. Ja, da können wir mal einen halben machen. 5 von 8 haben die Games-Freunde gefunden. War gut. 5 von 8, warum nicht? Klar. Also, wer 4 gefunden hat, kriegt hier einen halben Punkt. Ja, okay. Wer 4 gefunden hat, kriegt einen halben Punkt. Und das wäre dann noch Prost Hawaii. Und das war's. Die anderen haben 3 oder 2 von 8. Sorry. In der zweiten Reihe hier, jawoll. Prost Hawaii, okay. Game 2 auch? Ja, Game 2, Games-Freunde, Prost dabei, kriegen ihr kleines Pünktchen. Lars. Kleine Rückfrage an der Stelle. Ach ja, sorry. Haben die Leute Punkte bekommen für Hach? Nur so. Für was? Für Hach? Für Hach. Hach war dabei, ja? Hach ist. Nee, aber gab es Punkte auch? Haben die das jeweils angekreuzt? Nee, was ist denn Hach? Ach so, ja, Hach, hier unten. Frage ich euch nämlich, wenn wir nämlich jetzt nochmal auf das Bild schauen, bitte ganz kurz. Und schauen ganz kurz. Ortsteil Hach, aha, okay. War nicht nach Orten gefragt? Erstaunlich schnell. Also ist Hach jetzt ein Ort oder ein Ortsteil? Ich weiß nicht, ich stelle nur die Frage. Ja, ist es, und das haben diese Teams gefunden und ihr leider nicht, darum tut es mir leid. Hach, Lars. Ach, Lars. Die Frage wurde noch nicht beantwortet. Altona ist auch ein Ort, oder was? Willst du nur wissen? Naja, früher war es zu Dänemark, klar. Schnell weiter mit der nächsten Frage, würde ich sagen, höre ich. Die Regie sagt, schnell weiter. Frage Nummer 14, niemand sagt mir das. Alle sind so, keiner ist mehr da, glaube ich, in der Regie. Frage Nummer 14, Lars, dann bleiben wir doch gleich bei dir. Einer der engen Verwandten des berühmten Aztekenherrschers Montezuma, da ist natürlich der zweite gemeint, hieß Cuitlahuac, was frei übersetzt so viel heißt wie?
Das ist eine Florentin-Frage. Ja, wir dachten halt so, was ergibt am meisten Sinn, ja. Und dann irgendwie so Loch im Sinne von Verwundung, Verletzung irgendwie am Arsch. Deswegen haben wir gesagt, Loch am Arsch. Also, jetzt haben wir auch ein Soundbite, wo Florentin Loch am Arsch sagt. Das hat sich also schon gelohnt. Hat jemand was anderes? Also, wir haben uns für das kleine Stückchen Scheiße entschieden. Also es war auch mehr eine 50-50-Entscheidung. Wir haben aber uns was habt ihr geantwortet? Ja, weil wir hier arbeiten. Doch, komm, kann man nochmal. Okay. Um diese Uhrzeit kann man das durchgehen lassen. Nein, wir hatten eine C, haben wir auf jeden Fall ausgeschlossen, weil wir dachten so, ja, okay, Huren, bezahlter Sex bei Montezuma. Ich glaube nicht, dass das damals schon, nee. Ja, wobei wir hatten ja einmal den ältesten Deine-Mutter-Witz damals auf der babylonischen Schrifttafel, wer sich da noch erinnert. Würdet, also das war durchaus schon ein Gedankengang, der ins. Ja, Star-Star- aber wir reden ja von Montezuma, der war ja schon weiter oben und der muss sich nichts kaufen. Also der nennt auch dann nicht sein Kind nach jemandem, also das ist ja dann so weit voneinander entfernt. Das du meinst also, Eltern nennen ihr Kind kleiner Haufen Scheiße? Macht mehr Sinn, ja. Ja, machen sie in der Tat. So? Ganz genau übersetzt wäre es getrockneter Haufen Kot tatsächlich gewesen. Also A an der Stelle richtig. Das haben die Games-Freunde. Games-Freunde haben es. Ja. Game to Schlaufe diese Welt, Games-Freunde und Ultimate Quiz Machine haben das richtig. Ultimate, das ist richtig. Das sind die wichtigen Punkte. Ja. Und was war noch? Noch einer? Game to Schlau, Ultimate Quiz Machine und Games-Freunde. Die drei. Okay. Wissen, es macht Spaß, hat's nicht und Poster war jetzt auch nicht. Frage Nummer 15. Was hat der Biber Butzemann in seinem Säcklein? Oh ja, was hat er da drinne? Also, Eltern klar im Vorteil. Nils, ist das was du mit deinen Kindern, wird das noch gesungen? Wird Biber Butzemann, wird das noch gesungen? Von ja, also wir haben alle Kindermärchen und Lieder, die Kinder richtig Angst machen. Ja, ist einfach so. Das ist, ich habe Slenderman. Ja, nein, ja. Das Ding ist, ich kann das nicht. Ich, jedes Mal, wenn ich versuche, meinem Sohn Angst zu machen, habe ich schlechtes Gewissen und ich kann das einfach nicht mehr. Mhm. Aber wenn man diese alten Lieder so, man trellert die so unschuldig vor sich hin und denkt, das funktioniert ja seit 2000 Jahren. Und dann kriegen die richtig Angst und man hat selbst das Gefühl, ich war das nicht. Das war das Lied und so kann man sich da schön rauswinden. Mhm. Auch Strubbelpeter ist super. Biber Butzemann, ist das auch was gesungen wird? Ja. Ja, auf jeden Morgen. Am Tisch halten wir uns die Hände und singen das Lied. Okay, dann stelle ich dich nochmal kurz zurück. Hat jemand anders da eine Ahnung, was im Säcklein sein könnte? Also, das Eddie. Lied geht ja folgendermaßen. Ja. Es tanzt der Biber Butzemann in unserem Kreis herum. Didi-dum. Er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft sein Säckchen hinter sich und hat im Säckchen dann wahrscheinlich ein Kind. Er hat wahrscheinlich ein Kind geklaut und geht damit raus. Er ist ein Entführer, ist der erste große Entführer, der Biber Butzemann. True Crime. Ja. Netflix bald. Ist das Netflix, genau. Season One, ist die neue Netflix-Serie. Making of. Ja, die Antwort hat ein anderes Team auch noch gegeben und ich frage mich, wurde da abgehorcht oder ist das... Ich wäre auf jeden Fall Bjarne Mädel als Biber Butzemann in der Netflix-Doku. Wer hat das denn noch? Busserwei. Ja, dann ist das absichtlich gehört, auf jeden Fall. Habt klar. Ihr gedacht, ihr habt also, eine gute Antwort abgecasht? Habt ihr eine bessere Erklärung? Ich glaube nicht. Jetzt die Frage, wer es von wem gehört hat. Ach so. Ah ja. Gut. Ja. Liebe Johanna, möchtest du es nochmal komplett singen? Oder hast du, hat's denn... Nein, nee. Das machen wir nicht. Aber ich habe den Text, der ist nämlich relativ lang, kennt auch wieder keiner. Letztes Mal hatten wir alle meine Entchen, keiner kennt zweite, dritte Strophe. Lieber Butzemann genauso. Wir schauen mal hier drauf. Also, nee, wir machen das jetzt nicht. Hier ist der ganze Text vom Biber Butzemann. So. Ja, was ist denn in seinem Säcklein drin, wird hier gefragt. Und hier unten sehen wir es, die Äpfel, die im Säcklein sind. Aber fairerweise, er bringt die Äpfel dem Kind. Es kann nicht komplett ausgeschlossen werden, dass historisch gesehen vielleicht mal Apfel und Kind. Aber ich will können wir das nochmal sehen, bitte? Ja, vielleicht gibt es eine neue Kind Strophe. Das Kind von Gwyneth Paltrow heißt Apple. Ja. Wegen Biber Butzemann? No. Biber Butzemann. Biber Butzemann. Adamsapfel, das ist auch so symbolisch zu sehen. Da ist ein Kind drin mit einem Adamsapfel. Stimmt. Symbolisch. Halber Punkt. Nee. Können wir den Text nochmal sehen? Genau, hier steht, er bringt zur Nacht dem guten Aber Kind. Aber steht denn da, he brings the night the good child?
Also, ja, weil oh! Ja, nee. He brings at night the good child, the apples in the bag. Nee. Was ist das denn? Ja. Der Satz geht weiter. Scheiße. Ich hab nur Child. Nee. Ja. Nee. Also normalerweise sind wir es in der Redaktion, die nicht weiterlesen als ein Unternehmen, aber in dem Fall. Gut, das heißt, hat's niemand, hier wurde noch als Antwort gegeben, Kohle, Knüppel und Knüppel aus dem Sack, finde ich aber eigentlich süß, ja. Oder? Gamefreunde Süßigkeiten, klar. Der Biber Butzemann ist ein schreckhafter Typ, aber vielleicht hat er ein bisschen Candy dabei. Hey, Äpfel sind sehr süß, muss man sagen. Äpfel waren gibt's ja quasi in, die Süßigkeiten in diesem zu der Zeit, dass das Kinder die rauskamen. Irgendwie, als ist das da? Nee. Der Biber Butzemann hat bei World of Sweets einen gekauft. Hat bei World of Sweets dem Kind Äpfel gegeben. Ja, gut, also. Nee, leider niemand richtig. Naja. Ist auch tricky. Aber jetzt wissen es alle, das ist der Vorteil. Das stimmt. Und fangen wir nächstes Mal nochmal. Ja. Spätestens nach Eddies Performance weiß ich jetzt, wie sich die Leute im ZDF-Fernsehgarten fühlen. Wie wir hier alle gekratscht haben. Also das würde ich gerne nochmal machen. Ja. Frage Nummer 16. Warum haben diesen Hügel schon 1 Milliarde Menschen gesehen? Bei einigen ist der Groschen sofort gefallen. Florentin als jemand, der natürlich ja, mit Bits und Bytes sich auskennt. Ja. Der zwischen 1 und 0 ja förmlich lebt. Du hast was deinem Team gesagt? Als Bill Gates damals nach Locations gesucht hat, habe ich ihm diesen kleinen Hügel in Holland empfohlen für das Windows-Hintergrundbild. Ja, von welchen denn? Na, von dem Windows. Ach so. Oh. Gutes ja. Von dem Betriebssystem Windows. Ich bin Apple-User, ich kenne mich damit nicht genau. Ich bin der Butzemann Apple-User. Aber was? Nee. Was? Nee. Da fangen wir es nicht an. Da fangen wir es nicht an damit. Kreativpunkt. Das ist nicht 95, 8000. Also ich kann sie jetzt noch reinrufen, das ist XP. Ja, jede... Wir schauen mal auf das Ikonische, was wir hier gerade suchen. Einmal auf die Auflösung. Aber das ist nicht euer Ernst. Es ist doch nicht irgendein Betriebssystem. Es ist doch nicht 98, 95, 2000. Aber seitdem bei jedem Windows. Nein, das stimmt. In den späteren Versionen ist es genauso drin. In den späteren Versionen namens... Ist es auch XP. Hey, und wenn man jetzt nur Windows 10 geschrieben hat, ist es falsch? Windows 10. Nein, stopp, natürlich Andreas, nicht. Was willst du jetzt hier hören von den Leuten? Alle, die Windows da sehen wir es erstmal, das ist der XP-Hügel. Wer hatte das denn richtig? Ja, eben. Ja, ja. Also Windows, komm jetzt, Andreas. Ja, wer hat es denn? Offensichtlich die lautesten Teams haben es. Nein, natürlich haben alle Windows... Games-Freunde. Ja. Ja, natürlich. Also jede Windows-Version zeichnet sich natürlich auch im Marketing mit ihrem individuellen Wallpaper aus. Und das war natürlich bei XP dieser Hügel mit dieser merkwürdigen Kante, wo ich schon immer dachte, was hat Photoshop Philipp denn da verkackt? Oh. Rosawei hat was gedacht, was dieser Hügel vielleicht sein könnte? Windows. Auch wenn man, also wenn man den Desktop-Hintergrund... Ich möchte mal einen Präzedenzfall an dieser Stelle aufrufen, um dieses Argument zu beenden. Ich erinnere mich vor langer Zeit, da gab es die Frage, hey, was hat diese Bonnie da in ihrem Leben Spektakuläres vollbracht? Und da gab es ein Team, das alte mit Quiz Machine, die hat gesagt, sie ist in einem fast Niagara-Fälle runtergerollt. Ja. Und dann gab es ein anderes Team, welches wir jetzt hier nicht näher nennen wollen, die haben gesagt, die ist mit einem Fass in Wasserfall runter. Und es gab für beide dieselbe Punktzahl, obwohl das eine Team gesagt hat, das waren die Niagara-Fälle und die anderen haben gesagt, das war irgendein beliebiger Wasserfall. Aber bei Windows... Es gab safe nicht dieselbe Punktzahl für beide. Es gab dieselbe... Oh, außer wir haben es abgestimmt. Moment mal. Problem. Das kann nur passiert sein, indem wir den Chat befragt haben und abgestimmt haben. Stimmt. Ja, aber come on. Könnt ihr zu 100% ausschließen, dass dieser Hintergrund ausschließlich bei Windows XP vorkam? Oder kam der später vielleicht in den späteren Versionen? Naja, aber also es ist ich weit. Ich kann hatte das den auch noch bei meiner späteren Windows-Version drin. Also ich habe so häufig Windows in meinem Leben neu installiert, verschiedene Windows-Unterversionen, dass ich es ausschließen kann. Was ausschließen kannst? Wir können die Suchmaschinen bemühen. Ich sag euch, das also kommt dabei heraus. Safe. Ich habe hier bei allen Teams Windows-Bildschirm-Hintergrund, Windows-Bild, Windows-Hintergrund-Bild. Bei allen Teams. Und nur bei dem Games-Freunden Windows in Klammern ganz klein XP-Hintergrund. Also.
Ja. Steht aber da, steht aber da. Ja, was heißt das? Aber es steht fast da. Es steht und Ultimate Quiz Machine hat offensichtlich Windows XP geschrieben. Ultimate Quiz Machine hat nur Windows Bild geschrieben. Es ist ja auch ein Windows Bild. Ihr dann gerade? Hier haben wir das winzig einfach kleine noch gesagt, bevor es klar war. Weil wir haben es einfach relativ allgemein gefasst, weil wir wussten es natürlich, das wollte ich damit ausdrücken. Ja, da kriegen doch alle Teams einen Punkt. Da kriegen doch wirklich alle Teams einen Punkt. Ihr wollt den auch nicht? Hä? Wieso? Was hat denn, was haben denn die Games-Freunde? Ja, die haben Windows XP als einzige. Ach so. Hier steht ein ganz kleines XP. Ja, also. Es steht halt da, da hat man einmal was richtig und dann kriegt man hier den Punkt nicht, oder was? Ja, die Frage ist aber nur, warum haben diesen Hügel 1 Milliarde Leute gesehen? Das ist nicht explizit nur wegen XP, wenn man es so rumlöst. Ja. Alter, sondern weil sie müssen den geben, klar. Und PC-Frage. Das kann man noch challengen. Ach, oder? Also Moment, wenn wir alle Windows-Versionen zusammenrechnen, dann müssen es ja viel mehr Leute sein, die das gesehen haben, dieses Hintergrundbild. Das heißt, bei 1 Milliarde Menschen, die sich durch XP diesen Hintergrund angeschaut haben, ist deine Fragestellung nur auf dieses eine Betriebssystem zugeschnitten. Oder verstehe ich die Frage falsch? Wie viele Windows XP-Nutzer gibt's? Da müssen wir mal schnell ran. Gab's. Wie oft? Keine Ahnung, was. Ich meine, wo kommt die Zahl denn sonst her? Was es mir bringt? Es ist albern. Wo kommt denn die Zahl sonst her? Das wird ein Bumerang. Ihr werdet diesen Event nicht gewinnen. Das wie viele ist, Nutzer gab es von Windows XP? Das kann man so nicht machen lassen. Das wird nicht eine Milliarde sein. Das ist nicht eine Milliarde. Legt man Microsofts Rechnungen zugrunde, dass weltweit bereits 1,3 Milliarden Rechner mit Windows 10 laufen und damit 78% Marktanteil ausmachen, entspricht der von 12 Millionen Systeme. Nee, so können wir das nicht. Einfach Windows XP einmal googeln, Windows XP Nutzerzahlen. Also, die haben es doch sogar selber in Klammern geschrieben. Ich habe gelernt, wenn man was in Klammern schreibt, dann soll der Satz auch ohne die Klammer funktionieren. Auch süß, das ist ja mal eine süße Argumentation. Aber ist doch so. Das finde ich niedlich. Ich habe auch den Eindruck, da zwei Antworten gegeben eigentlich, anstelle von einer. Und man war nicht mutig genug, sich für eine zu entscheiden. So nämlich. Ja. Das meint ihr, die alle... Können wir das rausfinden, liebe Regie? Wollen wir jetzt erzählen, wenn die gesagt haben, es ist Windows 8, 9... Quasi Lizenzen von Windows XP? Gesagt haben, das stand ja nur in Klammern, Windows stimmt ja. Jawohl! So nämlich. So nämlich! Das hat gestimmt! Also. Können wir an der Stelle mal ganz kurz den Chat vielleicht dann doch mit einziehen? Ich habe jetzt hier Nutzerzahlen Windows 7 überhält Windows XP. Aber XP. Das sind keine, das kriege ich jetzt. Können wir das in der Regie einmal fix recherchieren? Aber es gibt für alle Teams einen Punkt. Alle Teams kriegen Punkte. Frage Nummer 17. Frage Nummer 17. Welche deutschen Sehenswürdigkeiten wurden hier mit 1-Stern-Rezension abgestraft? Was hat mir jetzt gesagt? Prost Hawaii. Max, Katar, Alex, wart ihr in Deutschland unterwegs? Haben euch diese Rezensionen was gesagt? Ich musste mich gerade beim Team nochmal versichern, was die richtige Antwort war. Das war die Allianz Arena, selbstverständlich. Die wurde mit Taubenkacke eingerieben. Ah. Was war das? Und der Reichstag. Der Stadion Reichstag. Vom FC Bayern, allseits beliebte Reichstag. Fragt uns bitte nicht, wie wir drauf gekommen sind. Was war das zweite? Schweineteuer. Was war das zweite? Der Reichstag. Bundestag steht hier, genau, ja. Bundestag. Mhm. Andere Tipps? Jetzt? Also ich glaube, mit Verein sind auf jeden Fall Kirchen gemeint. Und deswegen handelt es sich um eine Kirche. Und die größte Kirche ist Kölner Dom. Außerdem ist sie wirklich mit Kacke eingerieben. Ich war da schon mal. Und bei dem zweiten haben wir so lange rumdiskutiert. Wir haben gesagt, es könnte der Fernsehturm in Berlin sein, es könnte der Reichstag in Berlin sein. Aber es gab verschiedene Argumente und dann haben wir uns für Checkpoint Charlie entschieden, weil es eine kleine Hütte ist, weil da Souvenirabteilungen sind und weil es historisch relevant ist. Aber vielen Dank, den nehmen wir mit. Ist komplett richtig. Checkpoint Charlie war gesucht. Haben wir da sogar eine Auflösung dazu? Nee, ne? Also, genau so ist es. Checkpoint Charlie in Berlin und der Kölner Dom in Köln.
Genau, da sehen wir es sogar. Einmal Checkpoint Charlie. Die kleine Hütte. Stimmt. Aber Lars mit einem Erfahrungsbericht, glaube ich. Das hat nichts mit der Frage zu tun, oder? Einfach so. Ja, Florentin und ich haben da ja gewohnt. Ja. Checkpoint Charlie. Und wir sind uns einig, ne? Da haben nicht. Nie standen mehr 100.000 Leute. Also, das ist komplett der Quatsch. Das ist eine Verzerrung, das ist falsch. Wollt ihr die Flash jetzt gelohnt? Der Leute oder was? Flash, ne? Panorama habe ich auch nicht verstanden. Also, hier ist Johnny Flash, der das Ganze nochmal aufbauen wird. Der auch zwitschern wird. Das kann ich mal sagen. Hatte das denn irgendein Team richtig, offensichtlich ja Ultimate Quiz Machine. Das stimmt und Game 2 Schlau für diese Welt hatte das auch richtig. Game 2. Und Team Business macht Spaß hatte eins davon richtig und die anderen waren ganz falsch. Die waren nämlich ganz woanders. Oh shit, ich habe eins vergessen abzudingsen, glaube ich. Kann ich dir nachträglich sagen? Ich habe vergessen das. Kein Problem. Nee, das war Frage 17. Games Freunde haben es nicht? Nein. Was habt ihr denn gedacht? Brandenburger Tor. Grenzmuseumsding mit dem kleinen Streifen, der noch übrig bleibt. Das ist auch, da sind nur drei Bilder hängen da. Und das andere? Dom hatte die aber. Nee. Ja. Nein, Brandenburger Tor steht hier. Drei Leute maximal. Brandenburger Tor, nicht Kölner Dom. Vielleicht ein bisschen verschrieben, aber das meiste. Brandenburger Dom, Kölner Burg Tor. Brandenburger Dom. So, Frage Nummer 18 nennt drei Länder außer den USA. Nein. Deren Währung Dollar heißt. Lars. War schon auf dran. Travel Lars. Esther, du kommst da auch viel rum. Drei Länder, Dollar außer USA, was habt ihr? Also wir hatten Australien, Kanada und Neuseeland. Ja, es sind drei Länder. Dankeschön. Das kann man nicht anders sagen. Lars, hattest du noch andere Globetrotter-Länder? Neuseeland hast du wahrscheinlich auch gehabt oder Eddie? Was habt ihr noch für Länder, wo der Dollar ist außer USA? Also wir haben Hongkong-Dollar noch. HKD, kanadischen Dollar. Ja, schon gehört. Ja. CAD und den australischen AUD. Ja. Richtig. Haben wir alles schon gehört? Danke. Hongkong-Dollar war neu, ja? Hongkong-Dollar ist allerdings neu. Alex, dich sehe ich doch in der Karibik. Wie zahlt man denn da? Naja, es ist sehr warm, aber ich möchte den Singapur-Dollar reinwerfen. Ah, Singapur-Dollar, ja. Barbados, unter anderem auch Dollar, ganz viele karibische Inseln. Unnötig. Mich hätte noch interessiert, ob ihr hättet den Cuban-Dollar zielen lassen. Weil das ja, glaube ich, so ein bisschen so eine Touri. Es gibt da in Kuba gibt es so zwei Währungen und eins davon ist für die Touris und eins ist für die Einheimischen. Hättet ihr das zählen lassen oder hätten wir jetzt nochmal eine Recherche? Das hätten wir sowas von googeln müssen, das sage ich. Okay. Ja, ich sag mal so. Ich orientiere mich natürlich an der Liste der Dollarwährungen auf Wikipedia. Da steht es nicht dabei. Da aber das sieht doch gut diskutieren können. Aber es macht nichts, denn hier rieselt es richtig Punkte, denn alle haben das richtig, alle haben drei genannt und deswegen gibt es Punkte. Klar. Schön. Ja. Das ist versöhnlich, ja, das ist wichtig. Genau. Dann vergessen Belohnendes Sie den Ärger. System. Wie schreibt man denn dilettantisch? Oh ja. Habe ich euch gefragt. Liebe Lisa, ich hoffe, du kannst die Klasse würdig vertreten. Nee, tatsächlich hatte ich was anderes vermutet, als wir dann eingetragen haben. Oh, was habt ihr denn eingetragen? Buchstabier mal. Eingetragen haben wir ein L-Doppel-T. Mhm. Und ich wäre für ein L, ein T war ich. Mhm. Okay. Wo ist Hawaii? Alle gucken, keiner will drankommen offensichtlich. Wir waren auch zwischen ein L, ein T und oder zwei L und ein T und haben uns dann für zwei L und ein T entschieden. Möchte ich distanzieren? Es war keine einstimmige Entscheidung. Also, wer hat das denn richtig, liebe Johanna? Zwei Teams haben das richtig, und zwar die Games-Freunde. Soll ich schon auflösen? Ja. Nö, sehen wir ja gleich. Die Games-Freunde haben es richtig und Team Wissen, es macht Spaß. Ja. Hat auch richtig, denn es ist tatsächlich ein L und zwei T. So steht's im Duden, könnt ihr euch anschauen. So schreibt man dilettantisch. Ja. Bei den anderen Teams hat es tatsächlich an der L- und T-Ecke gehangen, also ja. Wer hat's, die Games-Freunde und Wissen, es macht Spaß, ja. Und was heißt es? Wer weiß noch, was es heißt? Wer, Synonym? Ja. Naja, das heißt sowas wie, ja, unwissend. Stümperhaft oder sowas in der Art.
Weiß ich nicht, müsste ich selber googeln. Keine Ahnung. Sehr gut, also zweiter Block liegt hier unter uns. Wir gucken einmal auf die Punkte. Bei den Games vorhin sind 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 Punkte dazu. Sind 11 Punkte, korrigiert mich, liebe Games-Freunde, aber das ist ordentlich. Game-Tischlauf für diese Welt, 3,5. Hier machen wir den vierten, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5 Punkte. Prost, Hawaii. Hat nochmal 1, 2, 3, 4,5 Punkte, sind 10,5 Punkte. Ultimate Quiz Machine kam von 4,5, hat jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 gemacht, ist also bei 22. 6 plus 4 sind auch 11 Punkte für Team Ultimate Quiz Machine, sonst... Und Wissen, es macht Spaß, kam von 7 Punkten, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5 Punkte. Toll. Okay. Aber hier ist natürlich noch alles drin, denn 10 Fragen kommen noch auf uns zu, das heißt nochmal... Nochmal 10 gute 10 Fragen, ihr müsst dranbleiben, also wirklich, wir machen ja zwar nochmal eine ganz kurze Werbung, aber bleibt auf jeden Fall dran. Bleibt nochmal hier, kommt noch was. Tschüss. Kneipenquiz. Willkommen zurück beim Kneipenquiz. Oktober 2022. Ein paar kleine Kontroversen, ja, das stimmt, aber auch ein Feel-Good-Moment mit dem Helmut, der uns hier eingezwitschert hat. Das gehört dazu. Hashtag Kneipenquiz könnt ihr natürlich interagieren mit der ganzen Sache. Und wenn ihr jetzt gerade im VOD seid und sagt, ey, Rocket Beans machen schon geilen Scheiß, dann drückt doch gerne mal auf Abonnieren. Die 600.000 müssen wir ja wohl voll machen, weil sonst mache ich mich voll. So. Da seht ihr es, Rocket Beans TV, ein Kanal. Nochmal folgen, wir sind zurück mit den letzten drei, den letzten 10 Fragen. Wir gucken noch einmal auf den Punktestand. Das ist super eng, das ist mir eben gar nicht so bewusst geworden. 11 Punkte für Ultimate Quiz Machine und die Games, Freunde, Game 2 leicht hinten dran. Aber naja, ich sag mal, so ein halber Punkt bei Autobahn hätte gut getan. 9,5 haben wir hier, 10,5 für Prost Hawaii und 12,5. Wir wissen, es macht Spaß. Hier ist noch alles drin, hier ist wirklich alles drin. Zum Beispiel bei Runde 3. So, die letzten 10 Fragen erwarten unsere Kandidaten und Kandidatinnen, unsere Quizleute. Abgestanden? Das will ich keine Milch. Das ist Muttermilch, glaube ich. Also, die letzten 10 Fragen, das wisst ihr, die sind immer besonders kontrovers. Da hört dann irgendwann die Recherche auf und da geht es nur noch um die fetten Punkte hinten. Ach, Gott. So, ich habe das nächste schon, ich habe das nächste schon ausgeteilt, deswegen müssen wir schnell weitermachen mit der nächsten Frage. Die Leute sind schon dran. Frage Nummer 21 ist ein kleines Falträtsel. Haben wir hier noch ein Blatt davon da? Dann zeige ich das unseren Zuschauern. Stimmt, mal. Eigentlich hatten wir noch eins. Wenn ich wüsste, wo denn ihr solltet eine Schere vor euch haben. Hat jemand zwei Würfeldinger da von euch? Oh, hat jemand zwei Würfeldinger von euch? Nein. Sonst muss ich mal gucken, ob ich noch eins habe. Ich hatte 6. Denn, ach ja, ich habe noch eins. Ach, sogar. Da ist es schon. Ja. Alles klar. So, also, ein Falträtsel erwartet euch. Ihr seht vor euch einen Würfel, den ihr falten könnt, den ihr zu einem Würfel falten könnt. Und ihr seht 5 Möglichkeiten, wie man diesen Würfel falten kann. Eine davon ist aber gar nicht möglich. Also es ist nicht möglich, den Würfel so zu formen, dass eins der 5 Muster hier rauskommt. Ihr macht das natürlich am besten, indem ihr die Würfelvorlage hier ausschneidet und den Würfel dann formt. A, B, C, D oder E. Einer der fünf, den werdet ihr nicht herstellen können mit der Faltmasse. Gut.
Das ist Frage Nummer 21. Welchen Würfel kann man nicht falten? Kannst du knicken, welcher dieser Würfel lässt sich nicht aus der Vorlage falten? Hey Lars, ich könnte dir noch einen Tomatensaft anbieten. Urin? Eine Milch oder ein bisschen Urin. Würdest du es erkennen, ob Urin oder Kölsch, Lars? Würdest du das zutrauen? Ja. Ja. 21, Zeit läuft, haben wir früher mal gemacht, heute nicht mehr. Ihr könnt falten. Ich gebe euch schon mal die nächste Frage, während ihr das Ganze ausschneidet. Frage Nummer 22. Hier nochmal, wollen wir es nochmal einmal, wir zeigen es noch einmal für die Zuschauer, genau. Haben wir es noch einmal drauf. Zu Hause A, B, C, D oder E. Einen werdet ihr nicht falten können. Das ist knifflig. Aus diesem Muster. Holt die Schere, die abgerundete zu Hause und dann einmal ausschneiden. Frage Nummer 22. Welcher Bedienfehler des Kommandanten sorgte 1945 mutmaßlich für den Untergang des U-Boots U-1206? A. Er drehte am vermeintlichen Gashahn beim Kochen. B. Er betätigte den falschen Lichtschalter beim Schlafengehen. C. Er zog den falschen Hebel beim Toilettenspülen. Welcher Bedienfehler des Kommandanten sorgte 1945 mutmaßlich für den Untergang seines U-Boots? A. Er drehte am vermeintlichen Gashahn beim Kochen. B. Er betätigte den falschen Lichtschalter beim Schlafengehen. C. Er zog den falschen Hebel beim Toilettespülen. Zeit läuft. A, B oder C. Möchtest du was snacken, Andreas? Möchtest du einen Snack? Nicht viel, mal aber hier. So ein... Hast du das gesehen? Die Bud Spencer Nacho Kombi. Ah, cool. Gibt's alles online zu bestellen. Hammer. Ja. Ja, so ein kleine... So ein KitKat vielleicht. Nee, so die kriegt man ja wieder nicht aus dem... Oder das ist auch geil hier. Ich nehme so eins um. Um meinen Arm. Kennst du die noch? Oh ja. Geil. Es ist 7:30 bei mir. Das ist Zähneputzzeit, glaube ich. Das ist früher so geil. Gut. Frage 22. Zeit ist... Sorry. Abgelaufen. Die Zeit ist abgelaufen. Braucht jemand noch eine Uhr von euch? Oh, Kamelle! Bisschen früh, aber ja, es ist soweit. Frage 22 schließen wir rigoros und machen weiter mit Frage Nummer 23. Folgendes. Liebe Autofahrer und Vielflieger und Radfahrer. Wenn es in Hamburg genau 22 Uhr ist, ja, schon ein bisschen später, dann ist es in London, Madrid, Kiew und Athen jeweils wie spät. Kiew ist falsch geschrieben. Wenn es in Hamburg genau 22 Uhr ist, dann ist es in London, Madrid, Kiew und Athen jeweils wie spät. Also, Zeitzonen ist ein Ding, muss man sagen. Ist ein Ding. Ist wieder ein Ding, ist ein Kommen. Und war bei uns in der Recherche, fand ich auch wieder überraschend. Weil man denkt so, man weiß grob, aber dann ist da nochmal ein Linchen. Ja, das ist, das hat man nicht im Blick. Da zahlt sich natürlich aus, wie weit fahren hier unsere Kandidaten, Kandidatinnen. Machen die solche Strecken nach Kiew im Auto, im Panzer? Mhm. Was ist da gerade der Weg? Was muss man da einmal an die Uhr ran? Muss man da was umstellen? Mhm. Wenn ja, wie viele? Urlaub. Ja, absolut. Ist immer ein Thema. So fängst du an, deine Uhr umzustellen? Das Handy macht's automatisch. Jetlag. Weiß man, wo London liegt? Leute, ja. Was ist das? Nicht mehr in der EU. Was bedeutet das für die Zeit in London? Richtig. Zeit von Liz Truss ist abgelaufen, das wissen wir. Ja. Ja. So aktuell sind wir. Falls Sie das einordnen, falls Sie es in 10 Jahren gucken, warte nochmal bitte Liz Truss. Ja. London, Madrid, Kiew, Athen. Ja. London, Madrid, Kiew und Athen. Da, wie spät? Andreas. Madrid,
Sebastian? Hallo? Nein, können wir leider nicht zulassen. Können wir leider nicht zulassen, aber wir müssen noch so lange warten, bis die Kameras das eingefangen haben. Hey! Helmut, greif ihn! Habt ihr diesen Manipulationsversuch hier mitbekommen? Jetzt versucht er mich hier mit Pringles zu bestechen. Hallo! Disziplin bitte! Pringles von unserem Partner Box of Sweets. Der da. World of Sweets, Entschuldigung. Schmeiß den raus! Ich bin nicht der Schiedsrichter. Aber ja, bin ich. Er hat nichts gesehen. Ey, das ist mal ganz kurz. Okay, ich würde sagen, warte, wir machen eine. Also, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Keiner von uns hat ein Handy am Tisch. Nicht aus dem Grund, weil Handys verboten sind und Strahlung aussenden, sondern damit man sich keine Informationen holt, ja, außerhalb seines eigenen Kopfes und der Köpfe seiner Teammitglieder. Sich hier irgendwas zu suchen, was einem eine Antwort liefern kann, ist Cheaten und wird deswegen natürlich im Regelwerk mit einem Minuspunkt bestraft. Dazu zählt auch dieser Globus. Also, zwei Dinge dazu. Wir prüfen das, ob sie es überhaupt richtig haben. Und zweitens, doch, die Strahlung ist uns schon wichtig, wenn wir die Handys einsammeln. Da geht es primär um Strahlung eigentlich. Dass ihr da was googeln könntet, ist aber interessant. Hatte ich gar nicht. Ich erinnere mich an die Frage damals. Jetzt werden hier die alten Kamellen rausgezogen. Naja, wir sind ja schon ein paar Jahre mit dabei. Wie die Farben von Windows waren. Nee, wie die Farben von Google waren. Und da haben auch einige Leute versucht, irgendwo zu suchen, wo gibt es das Google-Symbol. Insofern möchte ich das zurückziehen, was Nils gerade gesagt hat. Er möchte es zurückziehen. Können wir bitte diese Niagara-Fall-Nummer nochmal auflösen? Das war ein Chat-Voting. In der Regie, also das war doch, das war ein Chat-Voting. Ja. Das habe ich so nicht entschieden. Ich finde es raus. Das ist die Stimme des Volkes gewesen. Gut, mach mal so hier. Haben wir heute noch gar nicht gehört in der dritten Runde. Frage Nummer 24. Harvey Ball wurde mit seinem Lachen berühmt. Was hat er erfunden? Frage 24. Harvey Ball wurde mit seinem Lachen berühmt. Was hat er erfunden? Oh. Matthias. Das ist eine Louis Define-Frage. Ja. Das ist einfach wichtig. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Furzkissen. Was hat er erfunden? Ja, so witzig. Dann wäre es, wenn dann eine Lachs. Ich gebe euch die Gänsefüßchen noch frei Haus. Was hat er erfunden? Bei mir? Mehr kann ich nicht sagen. Habt ihr alle vernommen? Ja. Gut. Ja, halt erstmal. Zeit läuft. Also. Harvey Ball wurde mit seinem Lachen berühmt. Was hat er erfunden? Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 25. Jetzt wird's still. Jetzt geht's hier natürlich auch um alles. Das wird noch hitzig diskutiert werden hier alles. Macht euch da mal keine falschen Hoffnungen. Frage Nummer 25. Was wurde früher als Lockmittel bei der Jagd verwendet? A. Bibergeil. B. Mäusespitz. C. Elchlust. Was wurde früher als Lockmittel bei der Jagd verwendet? A. Bibergeil. B. Mäusespitz. C. Elchlust. Multiple Choice. A, B oder C. Was wurde früher bei der Jagd benutzt? Bist du ein Jägertyp, Andreas? Ja, eigentlich. Du bist auf der Jagd. Ja, doch. Ich bin gerne im Wald draußen, lausche Helmut. Genau. Bin ich schlecht, und, ja? Tja. Die alten Blattschuss-Link-Zeiten sind Gott sei Dank lange vorbei. Andreas Blattschuss-Link. Ich gucke hier gerade parallel, suche ich die Fassnummer raus, wo ein Riesenfass aufgemacht wurde. Ja, also das finde ich super, weil das interessiert mich. Das habe ich so nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war Safe Chatvote. Der Chat weiß das doch sicherlich. Die sind, oft wissen sie doch mehr als wir. Ich muss das nur finden. Niagara-Fälle. Das kann man doch in der Regie, kann man doch mal kurz checken, welche Frage das war vielleicht.
Hitchcock, weiß nicht. Das ist so eine 18er-Frage gefühlt. Ja? Weiß ich nicht. Was wurde früher als Lockmittel bei der Jagd verwendet? Biber geil, Mäuse spitz oder Echlus? Zeit ist abgelaufen. Frage Nummer 26. Unter welchem Namen ist folgende Stadt besser bekannt? Krungtep, Mahanakon, Amon, Ratanakusin, Mahintara, Ayutara, Mahadilok, Pop, Noparat, Ratchathani, Burirom, Udom, Ratchanivet, Mahasatan, Amon, Piman, Avatan, Satit, Sakatahaya, Witzanunekom, Prasit. Hinten raus wurde es ein bisschen schwierig, ja, aber ihr wisst. Kein Problem, war gut. Unter welchem Namen ist diese Stadt besser bekannt? Ich werde es nicht nochmal wiederholen, ihr seht's. Ihr könnt es sehen. Wo war das denn? Ja. Mhm. Eine Stadt, ja. So. Ich finde es nicht. Liebe Regie, ich hoffe, ihr sucht fleißig. Ich möchte diese Niagara-Nummer heute nochmal geklärt haben. Kneipenquiz, Frage, nee, Folge 10. Ich, ja, genau. Guck mal im Trello unter in den Fragenarchiven, welche Frage das war. Das dann kann ich hier. Das lassen die auf mir sitzen, Leute. Das ist wichtiger als die heutige Sendung an sich. Wir schauen uns, wir machen Reaction-Video auf die alte Sendung, ja, einfach das nächste Mal. Heutige Sendung. Warum machen wir uns so viel Stress eigentlich mit den Fragen? Schmuckloses Beiwerk heute, was, ja, wir hier produzieren. Ich würde das jetzt nochmal aufnehmen. Das war ein Chatvote. Hundertprozentig war das, ja, ein Chatvote. Wir können, konnten Business das überhaupt nicht entscheiden. Ja. Ja. Safe. Könntest du noch einmal einblenden? Denn hier geht's ja heute auch nochmal. Welche Stadt verbirgt sich hier? Unter welchem Namen kennen wir diese Stadt besser? Sonst fragt Helmut mal. Vielleicht hat er die Folge gesehen. Vielleicht kann er es euch zwitschern. Vielleicht kann er das Geräusch nachmachen, wie es klingt, wenn jemand in die Niagara-Fälle springt. Was gibt's da für Vögel? Da gibt es auch so Finken. Rotbauchfliegenschnäpper. Irgendwie so. So was. Komm. Frage Nummer 27. Man weiß es oder man weiß es. Ui, Spielfrage. Oh. Hi. So. Oh Gott. Nächste Aktion für heute. Frage Nummer 27. Was, ihr seid 25 Jahre alt, habt 130 Euro und braucht Perso, Reisepass, Geburts- und Sterbeurkunde. Was kostet wie viel? Teilt auf. Bitteschön. Bundesweit einheitlich. Ihr seid 25, deswegen der kleine Klemmer, denn einige Dokumente kosten ein bisschen weniger, wenn man jünger ist. So, und ihr habt ein bisschen Spiegel. Zeigt uns doch das mal, was die Teams haben. Also 130 Euro. Und es geht jetzt, diese Summe richtig aufzuteilen. Warte, noch nicht. Ich muss hier kurz gucken, nicht spoilern. Es gibt... Naja, es gibt nur x Möglichkeiten, das aufzuteilen. Ihr, ja, habt das Spielgeld, das ist, sind die 130 Euro. So, so. Zeig das mal, was wir hier, alle, haben. Alle Teams haben Geldscheine, verschiedene Höhe, genau, verschiedene Anzahl. Nämlich, wie, was genau, was haben es sie? Es gibt einen 50er, es gibt zwei 20er, es gibt drei 10er und zwei 5er. Und mit diesem Geld braucht ihr einen neuen Personalausweis, aha, einen neuen Reisepass und eine Geburts- und Sterbeurkunde. Die beantragt man ja eigentlich nicht selbst, aber bezahlt werden wollen sie trotzdem. Deswegen, was, weiß ich gar, kostet das? Kann man das, die prämortal schon beantragen, Sterbeurkunde? Man könnte schon mal den Preis, den wir suchen, zur Seite legen eigentlich. Das, also deswegen sind wir auch eine Service-Sendung. Und das, ja. Ist das, ich beantrage jetzt also meine Sterbeurkunde. Ja, ja. Wie mache ich das jetzt im so? Im Rahmen dieser, ja, Quizshow ist es ein fiktives Beispiel, was du so nicht machen könntest, aber für den Zweck dieser Sendung, also ein, machst du das also einmal. Also ich kann das nicht die korrekte Antwort. Nee. Nein, genau, nein, nein. Ihr macht das alle, ihr müsst das Geld verteilen. Genau, ihr tut, genau, ihr legt einfach, legt das Geld da drauf, wo es hin muss, legt, Sarah, es da rein, klemmt, ja, es drum. Genau, ne? Einmal. Teilt das zu.
Haben Sie Klammern oder wie? Ach so. Nee, und schreibt gerne auf, zum Beispiel schreibt ihr auf Perso, Euro, Reisepass, Euro, Geburtsurkunde, so und so viel, Sterbe, so und so viel. Aber macht mir auch noch mal kleine Häufchen. Dann macht Johanna kleine Häufchen. Suche ich das zusammen, genau. Wir haben die Beträge leicht gerundet, muss man sagen. Es gibt ganz, ganz eine richtige Punkt. Antwort. Alle Teams, ganz kurz, damit es nachher nicht wird. Alle Teams einmal ganz kurz. Zwei der Sachen sind leicht gerundet. Damit ihr die mit 5ern, 20ern, 10ern abbilden könnt, haben wir die leicht gerundet. Das nur, und zwar beides aufgerundet. Das nur für euren Hinterkopf. Alex. Das ist eine Schätzfrage. Ihr erwartet von uns den richtigen Betrag. Das sind bundesweit einheitliche Preise, die ihr damit mit 130 Euro alles bewerkstelligen könnt. Das stimmt. Wenn ihr morgen zum Amt geht und all diese drei Dinge haben wollt, braucht ihr auf jeden Fall 130 Euro. Es sind natürlich alle im Vorteil, die gestern ihr Portemonnaie verloren haben. Ja. Und an die Frage richtet an die Leute richtet sich die Frage auch viel mehr, muss man sagen. Das stimmt. Ja, ich habe auch neulich erst einen neuen Reisepass beantragt. Daher kommt die Nummer. Ja, du brauchst auch einen neuen Perso, weil du erst 25 geworden bist, oder? Stimmt. Oh Gott. Cute Date Idea. Au, oh, apropos, weil ich das hier gerade gesehen habe. Monika? Hat mir Erika? Auch schon im Kneipenquiz. Wir haben, glaube ich, gefragt, welchen Job sie hat oder welchen Rang sie hat. Nee, das weißt du, was das war? Ausweis, oder? Das war das Finale der Google-Show. Das war Suchmaschinen. Das war Suchmaschinen-Finale. Finale Suchmaschinen. Das, genau, ich habe es nämlich genau. Stimmt. Nicht gegen Gunnar, ich war gegen Gunnar dran und wir mussten herausfinden, welchen Dienstgrad hat welchen Monika Dienst? Mustermann. Stimmt. Nee, Erika Mustermann. Ach, krass. Komm, wir machen mal hier. Wird zu viel gequizt auf dem Sender. Aber ist noch tolle Frage. Gib denen mal noch ein bisschen. Da können sie jetzt mal diskutieren. Das ist die letzte große Diskussionsfrage. Ja, okay. Glaube ich. Ja. Also, das sind die Dinge, die wir wollen. Gimme that cash. Mal, wie sieht denn, ist das wirklich eine Original? Das sind meine originale Sterbeurkunde ist das und meine originale Geburtsurkunde. Nein, aber genau so sehen die aus. Also auch das Format, das stimmt schon. Schon interessant. Also, bra. Das ist im Wesentlichen das Leben in der Nutshell, ne? Ja. Das ist Deutschland, alles behördlich geregelt. Ja. Du bist aufgeschmissen, wenn du sie nicht hast und brauchst sie manchmal. Und meine ist übrigens vor ein paar Jahren in der Post verloren gegangen. Deine Sterbeurkunde? Meine Geburtsurkunde. Und das ist, glaube ich, gar nicht so gut, denn damit kann man neue Ausweisdokumente beantragen. Vielleicht gibt es viele Leute, die, stimmt. Unter meiner Identität rumlaufen. Ich dachte, du fragst gerade, ob jemand sagt, also wenn ihr die gefunden habt. Ja, das auch, wenn sie in eurem Briefkasten gelandet ist, vielleicht, klar. Gut, also, komm, hier so. Wie machen wir das? Sammeln wir das direkt ein? Nee, oder lassen es die Leute jetzt erstmal noch? Ich glaube, man legt sich fest, ich mach's nachher. Alles klar, dann machen wir weiter mit Frage Nummer 28. Aufgrund einer Krankheit war die Familie Fugate aus Kentucky A. gelb wie die Simpsons, B. blau wie die Schlümpfe, C. grün wie die Turtles. Aufgrund einer Krankheit war Familie Fugate aus Kentucky A. gelb wie die Simpsons, B. blau wie die Schlümpfe, C. grün wie die Turtles. A, B oder C? Es klingt wie ein Scherz, aber für diese Familie war es traurige Realität. Was wie eine Multiple-Choice-Frage aus einem launischen Quiz klingt. Haben wir die Niagara-Fall-Frage? Liebe Regie, nee, noch nicht. Haben wir Familie Fugate heute hier, dachte ich, sagst du. Nur wenn sie aus den Niagara-Fallen springt. Ich habe das Video offen, aber ich finde noch nicht... Wenn jemand glaubt, er geht heute nach Hause, bevor wir diesen Skandal aus der vorvorletzten Folge aufgeklärt haben. Pass auf, ich kenne auch genau die Folge. Ich habe doch den Teaser geschnitten. Ich weiß doch, hier war Aufregung. Aber Regie müsste es im Trello finden, im Fragentrello. Ich weiß, für die Zuschauer nur medium interessant. Aber wir müssen diesen Skandal heute aufklären, denn sonst vergesse ich es. Ja, gut. Was wird die wohl sein? Gelb wie die Simpsons, blau wie die Schlümpfe, grün wie die Scholz. Naja, A, B oder C halt, ne? Fugate. So. Reicht. Reicht. Komm, ich mach mal hier den hier. A, B, C ist schnell. Ist schnell, ne? Ankreuzen geht in der Regel schnell. Frage Nummer 29.
Wahnwitziger Kugelhagel. Worauf wollten laut einer Facebook-Gruppe 2017 knapp 30.000 US-Amerikaner schießen? Au! Mehr ist nicht dran. Wahnwitziger Kugelhagel. Worauf wollten laut einer Facebook-Gruppe 2017 knapp 30.000 US-Amerikaner schießen? Nee. Also. Uneinigkeit sehe ich in den Teams, aber komm, Team. Ja, viele überlegen wahrscheinlich, was darf ich schreiben? Was könnte problematisch werden als Antwort? Es geht hier wirklich um einen konkreten Inzident. Ja. Das kann man sagen. Da reicht auch ein Wort, kann ich soweit sagen auch. Ein Wort, ein Ding, ein Name. Ja. Ja. Raus damit. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Das macht den Jäger. Ich, das ist auch Sarah und Marc. Also wir haben doch das eingeblendet. Ich weiß doch, hier war Aufruhr. War das überhaupt die letzte Folge? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es die letzte Folge war. Hör auf jetzt, da bin ich ja komplett falsch. Das ist ein Sideplot. Ja, das ist dann, es ist Folge 9. Könnte sein. Oh. Na, kein Problem. Ja, da sehe ich doch schon die dummen Gesichter. Regie lässt sie auch komplett hängen, by the way. Kein Problem. Das Schöne ist, die Leute zu Hause lassen uns nicht hängen. Das war nicht letzte Folge, sagt die Regie. So weit sind wir. Das glaube ich auch nicht. War nicht letzte Folge. Ich gehe jetzt in die vorletzte Folge. Da war die Dinos sind geschlüpft. Und wir sagen nochmal, danke, dass so viele Leute zu Hause dran sind. Das ist Hammer. Wie viele sind es denn? 9.700 Leute. Richtig schön. Ja, also die 10.000. Leute, ihr kennt doch noch 300 Leute. Oder? Mal bei den Nachbarn klingeln. Mal mit dem Kuchen vorbeigehen und sagen, Entschuldigung. Ist jetzt bald auch Halloween. Wie der Zensus. Ich wollte einmal fragen, ob Sie das Kneipenquiz zufällig schauen, weil der Moderator hat dazu aufgerufen. Frage Nummer 30. Dran. Allerletzte Frage. Mehr gibt's nicht zu tun. Das ist die allerletzte Frage. Und sie lautet wie folgt. Tierisch gendern. Welche weibliche Form steht nicht im Duden? A. Rettin. B. Äffin. C. Kätzin. Oh, die Stimmung ist wirklich zum Schneiden. Also kannst du hier weiß schneiden. Nicht. Wissen das alle? Oh, ich hab's. Äffin, Kätzin. Zwei von drei sind im Duden. Eine wird diskriminiert, muss man sagen. Ich hab's, Andreas. Die sind blöd. So. Danke. Aber bauen die Auflösung. Braucht die Auflösung? Auch, ne? Wir haben Zeit. Wann haben wir denn da ein Chat-Voting gemacht, mein muss Gott? Was sein, was in dem Jahr? Raumstation ist ja irgendwann in die Welt geflogen. Hier. Nee, dann wäre es gerundet richtig. Genau, genauso wie hier. Nein. Dann wären auch zwei gerundet. Also, ja. Ich bin mal gespannt. Niemand ist da so ganz geflogen ins Weltall, ne? Zwei von drei sind im Duden, eine ist dort nicht zu finden. Hab's. Hier ist die Abstimmung. Okay. Hier ist die Frage, gibt es einen Punkt, wir wissen, es macht Spaß, ja oder nein, und das ist die Frage. Das waren 30 Fragen, die wir hatten und wir schauen noch einmal, denn dieser Vorwurf, na klar, ein Vorwurf von Nils Bromhoff, der nimmt mich natürlich mit, emotional, dass ich hier wirklich hätte Willkür walten lassen in einer vergangenen Folge. Möchte nochmal das zurückweisen, dass es die Stimme des Volkes war, die gesprochen hat. Und wer bin ich, dem zu widersprechen? Können wir noch einmal reinschauen? Sehen wir das zufällig? Können wir in die Vergangenheit Nils und die Vergangenheit nochmal sehen? Danke. Also, sorry. Das kann man auch wissen. Sagt das plus ganz sogar wichtig, wenn man nicht unglaublich dumm ist. Ja. Ganz wichtig, sie ist bestimmt Chat vorher zum Training auch mal andere runtergefahren. Wurde sie durch den Niagara-Fälle diskutiert. Sie würde sonst noch mit Namen aus. Chatvoting läuft, bitteschön. Hallo. Punkt oder halber Punkt. Punkt für ja, halber Punkt nein. Also, halben Punkt kriegen Sie natürlich. So, dann zeig uns einmal das Ergebnis. Haben Sie richtig? Kommt jetzt. Sehen wir das live? Ja. Das Voting? Es kommt rein. Stille. Es ist ein Skandal, aber in welche Richtung? So,
Es gab einen Punkt für den Wasserfall. Entscheidet. Ein ganz. Ja, das ist wiederum traurig. Das ist traurig. Das ist traurig. Das ist traurig. Aber die Frage ist doch, warum wurde das Volk diesmal nicht gefragt, wenn es um Klammerregelung geht? Warum geht es Volk? Du kannst ja nicht jeden Tag Bundestagswahl machen. Ja, ist auch gut. Aber der Chat kann hier noch heute nichts sagen. Also, ich weiß das ganz genau. Also, erstens würden die Briten dir widersprechen. Man kann das schon recht häufig machen. Das zu machen. Gut, aber das nur noch mal. Gut, die letzten 10 Fragen wurden gestellt und erfahrungsgemäß ist es voller Kontroverse. Wir gucken, denn es geht hier noch um den Sieg. Wer wird die Hetzeleuchte hier am Ende mitnehmen? Welches der 5 Teams wird es holen? Wir müssen einmal auswerten und dann geht's hier gleich weiter beim Kneipenquiz. Dranbleiben, hallo. Bis gleich. Kneipenquiz. Willkommen zurück zum Kneipenquiz 2022. Das absolute Stimmungsfeuerwerk, das ist die Rakete, die Helmut vorhin gezündet hat, die hier noch rumgeistert und es geht um alles. Ja, die Stimmung ist ausgelassen, aber das wird sich in den nächsten 20 Minuten hier komplett um 180 Grad nochmal drehen, denn jetzt wird's verbissen. Jetzt geht's hier um den Sieg heute bei Ausgabe 11 vom Kneipenquiz. Vielen Dank schon fürs Zuschauen. Ganzen Abend über seid ihr fleißig dabei. Quizt natürlich mit, regt euch mit euren Teams auf. 10 Fragen hatten wir noch, um hier zu entscheiden, wer heute mit der Hetzenleuchte als Siegerteam davon geht. Ist es vielleicht Team Wissen, es macht Spaß mit dem 6. Erfolg? Ist es vielleicht Ultimate Quiz Machine mit dem 2. Erfolg? Und da haben wir ja auch einen Tobi, der mit Team Heiden auch 3-mal hier die Krone geholt hat. Also viele Titelträger, die hier unter uns sind. Wer wird es am Ende reißen? Frage 21. Da wollte ich euch ein bisschen falten lassen. Die Frage war nämlich, welchen Würfel, den wir dort gesehen haben, konnte man nicht erfalten? Habe ich das sogar noch da? Fragezeichen für Frage 21. Hast du dein Würfelchen noch? Nö. Doch, müsstest du. Ja, müsste ich eigentlich. Team Business macht Spaß. Wo ist das hin? Keine Ahnung. Falträtsel mit dem Würfel. Was, wie seid ihr da rangegangen? Was habt ihr da als Lösung? Jetzt habe ich es auch. Also der liebe Herr Gade hat das erstmal sehr vorsichtig und sorgfältig sicher ausgeschnitten und wirklich sehr präzise. Man kann das dann, ja, zusammen und Sicherheit. Ganz kurz, warte mal, ganz kurz. Das ist, Sekunde, das interessiert mich, weil als Linkshänder ist es nicht so einfach. Es war keine Linkshänderschere vorhanden. Das musstest du mit einer Erwachsenenschere machen. Extra Punkt. Extra! Oh. Ja, ja. So, und dann kann man das von hier mal zeigen. Wir haben das Ganze dann mal nachgebaut und versucht, diese alle hier nachzukonstruieren. Ja. Und da gibt es hier die Lösung D. Wenn man hier sich den 5er und den 6er so nebeneinander anguckt, sieht man, obendrauf, da ist nicht die 3, sondern die 2 und nicht die 3, wie es hier steht. Und damit haben wir Lösung D angegeben als den, den man nicht darstellen kann. Ja, zeig uns mal alle anderen, die wir darstellen können, dass wir das einmal gesehen haben. Genau. Zeig uns mal A zum Beispiel, gefaltet. Geht es? Ach, das kann doch kein Mensch verstehen gerade. Danke, Lars, für den Kommentar. Jetzt bin ich dafür. Ja. Ah. Jetzt zeig mal, was du kannst. So, hier, 3 seitlich, zack. Wunderbar. B. Na, zeig doch mal. Hier, 3, 4, 1. C, 2. 2, 6, 1, 2, 6, 1 und E mit 5, 4, 2, die sind alle darstellbar, nur die D nicht, also D ist die Antwort. Also, falsifiziert auch noch von Florentin, das kennen wir aus der Mathematik, oft ist der Gegenbeweis, ja, der Beweis und das stimmt alles richtig, D. Wer hat das denn auch? Und wo habe ich meinen Stift? Hier habe ich ihn. Und wo habe ich meine Hose? Das haben alle richtig. Das haben alle richtig. Natürlich, hier. Ja. Halber Punkt für alle. So, das gibt hier nochmal Punkt. Das sollte euch nochmal ein bisschen motivieren und aber, euch davon ablassen.
wirklich schwierig wäre es ja gewesen, wenn man es nicht hätte ausschneiden dürfen. Sondern ja, aber ihr sollt auch mal ein bisschen was in der Hand haben, mal einen Punkt sammeln. Hm? Wir müssen das schon mal kurz nochmal sagen, weil es kam bei Sarah einfach aus der Pistole geschossen, sofort D. Da hat der Kopf schneller agiert, als jede Schere schneiden kann. Die Schere noch nicht angesetzt. So, das muss hier einfach nochmal kurz fürs Protokoll erwähnt werden, das ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man doch mal klatschen. Ja. Das ist einfach komplett unangenehm, aber danke. Frage Nummer 22. Das war unserem Kommandanten bestimmt unangenehm, als er folgenden Funkspruch sagen musste. SOS. Denn 1945 ging ein U-Boot mutmaßlich unter. Aus welchem Grund? A. Er drehte am vermeintlichen Gashahn beim Kochen. B. Er betätigte den falschen Lichtschalter beim Schlafengehen. C. Er zog den falschen Hebel beim Toilettespülen. Eddie. Jemand, der lange abgetaucht war. Ja, ich weiß das tatsächlich, weil wir das im Podcast hatten. Podcast UFO. Ja, kenne ich. Das ist ein guter Podcast. Hilarious, ja. Und da hatten wir diese Frage tatsächlich. Oh. Und daher weiß ich, dass es das, was C, Klo, ist. Das tut mir leid, ich höre das halt nicht. Deswegen wusste ich das nicht. Ist C richtig, Johanna? Ja. Es ist, wir hatten schon mal eine Frage, die wir im Podcast hatten. Die habe ich falsch gemacht und da habe ich schon Anschiss gekriegt. Das stimmt. Die gemeint, ja. Bist du dumm, da ging es um diese Barbie-Frage, ne? Das war die Barbie-Frage. Ja. Stimmt. Ja, die Barbie-Frage. Wie sie eigentlich heißt. Barbara ja. Irgendwas. Aber da habe ich mich dran erinnert tatsächlich, weil es so ein unglaublicher Frage ist. Ich weiß, ihr guckt enttäuscht. Es tut mir leid. Was soll ich machen? Ich wusste es halt. Ja, wir müssen auf jeden Fall anfangen, diesen Podcast zu hören. Und die Redaktion muss aufhören, da die Fragen zu klauen, offenbar. Ja, vielleicht. Rattenkönige. Super Podcast. Guter Podcast. Also ich sag mal, die Lösung hätte auch straight aus dem Rattenkönige-Podcast sein können. Ist aber in der Tat, C war also richtig. Man muss sagen, mutmaßlich. Es gibt auch Theorien, dass sich das U-Boot einfach ergeben wollte und deswegen vielleicht dafür gesorgt hat, dass es dazu kommt. Aber das sind böse Gerüchte, das werden wir hier an der Stelle nicht klären. Aber vielleicht in der nächsten Welt-Doku zu diesem U-Boot wird man das nochmal sehen. C ist richtig und das hatten auch... Team Wissen, es macht Spaß an das richtig und Team Prost, Hawaii, haben's richtig. Die anderen dachten, B. Top. Sehr gut. Doch, Prost, Hawaii noch. Sehr gut. Frage Nummer 23. Und ja, die Cheat-Vorwürfe sind natürlich im Raum, wenn wir versuchen aufzulösen. Wenn es in Hamburg genau 22 Uhr ist, dann ist es in London, Madrid, Kiew und Athen jeweils wie spät. Game 2. Ihr kommt viel rum. Ihr seid normalerweise in Sommerloch und Co. Seid ihr auch in Europa unterwegs? Also ich weiß, dass ich kenne mich in Portugal aus so ein bisschen und ich weiß, dass sie halt eine Stunde früher sind. Deswegen dachte ich mir so, ja okay, Madrid ist bestimmt auch da. Athen ist genau selbe Zeit wie wir. Und Kiew dachte ich mir, weil es ein bisschen weiter weg ist, ist halt noch eine Stunde plus. Mhm. Achso, London, ja klar, ist eine Stunde weniger. Außer jetzt, ich meine, wir wissen ja halt nicht, ob es mit der Sommerzeit zusammenhängt. Wussten wir jetzt nicht? Ja, das war noch eine Frage. Naja, es ist schon die Frage, wenn es in Hamburg 22 Uhr ist. Wir sind da in der Realzeit. Aber was haben denn die Games-Freunde? Oh, gar nichts. Wenn wir das noch wüssten. Ich kann es euch sagen. Wir haben auf jeden Fall mal gesagt, dass London ja bei Greenwich liegt. Und deswegen ist das eine Stunde vor uns, weil wir sind plus eins von dieser zentralen Blahzeit, keine Ahnung. Ja. Ja. So nennt man sie im Volksmund. Und ich war in Griechenland und da hatten wir eine Stunde später, ich war nur nicht in Athen. Wo warst du? Mm. Auf Kos. Oh, das auch. Ja. Genau. Und Kiew haben wir dann noch ein bisschen östlicher als Griechenland eingeordnet und dementsprechend noch eine Stunde. Nee, haben wir noch eine Stunde drauf? Wir haben es gleich gesetzt. Ich behaupte, es wäre ungefähr auf einer Linie. Ja. Ich habe behauptet, es wäre ungefähr auf einer Linie, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Also, Eddies Griff zum Globus war natürlich nicht von ungefähr. Denn meistens, wenn wir uns die Weltkarte vorstellen, sehen wir das natürlich so auf einer Ebene eigentlich. Das macht es ein bisschen tricky, genau zu verorten, wo sind Zeitzonen und wo sind die ganzen Städte. Deswegen haben wir hier diese Grafik, die euch mal ein bisschen zeigt, wie das Ganze aufzulösen ist. Bitteschön. Beziehungsweise vielleicht muss ich das einfach mir rausgoogeln. Ah, Johanna hat es auf dem Laptop. Sorry, Johanna hat es auf dem Laptop. Da sehen wir nochmal die Zeitzonen, in die das eingeteilt ist. Wenn wir jetzt einen Punkt bekommen, dann
Welche nehmen wir denn? Sekunde. Boah, eine, wo wir es gut sehen, wo wir die Städte sehen. Stimmt, dachte, da haben wir eine Auflösung. Aber Johanna, an sich guter Job. Nehmen wir die hier vielleicht? Man muss dazu sagen, da ist nichts dahinter, ne? Also da ist nur eine kleine Schreibmaschine und dann faxt sie das raus an die Regie. Naja, hier kann man so ein bisschen sehen. Schauen wir mal hier. Keine Ahnung, was wir da jetzt sehen. Naja, man sieht zumindest, wo wir starten. Man sieht, wo London ist. Man sieht, wo Madrid ist. Ja. Also, wenn es in Hamburg 22 Uhr ist, dann ist es in London wie spät? In London ist es 21 Uhr, das stimmt. London ist es 21 Uhr. Ja. In Madrid ist es 22 Uhr, genau. Also genau London dasselbe minus 1, Madrid genau. Keine Zeitverschiebung, genauso spät. Genau. Miro hat es gesagt, Portugal ist ein bisschen anders, aber Madrid ist noch in derselben Zeitzone wie wir. Kiew ist es wie spät, wenn es hier 22 Uhr ist? 23 Uhr, eine Stunde. Nach Kiew ist es eine It's Stunde not that plus eins. Far. Und Athen, wer hat es gesagt, Sarah, auch plus eins. Ja. Tatsächlich, nach Griechenland. Eine Stunde Athen, eine Stunde plus Kiew, London minus eins. Das heißt, London 21 Uhr, Madrid genau 22 Uhr, Kiew und Athen jeweils 23 Uhr. Tricky, weil das hat man so nicht unbedingt im Kopf, wo die enden. Hatte es trotzdem ein Team. Richtig. Ja, es hatte ein Team komplett richtig und das zeigt ja, dass es machbar ist. Und das sind die Games-Freunde und die kriegen hier ihren Punkt. Stark. Das ist stark. Das ist stark. Bei den anderen manchmal wirklich nur eine falsch, aber... Stark. Also, ja. Punkt für die Games-Freunde. Stark, muss man mal sagen. Boden gut gemacht. Frage Nummer 24. Harvey Ball wurde mit seinem Lachen berühmt. Was hat er erfunden? Ohne es zu sagen. Hat das irgendein Team richtig? Ohne ja. zu sagen. Hat ja. jemand richtig? Dann will ich mal ein bisschen hören. Wissen, es macht Spaß. Was glaubtet ihr? Warte, frag mal erst Prost Hawaii. ja, ich. Prost Hawaii, was habt ihr denn? Ja, wir haben natürlich die Ballsche Zahnspange. Ja. Ja, sehr gut. Game 2 schlau. Game 2. Game 2? Markus sagt, oh, das ist kindisch. Warum? Nein, Kinderschokolade ist gerade seine neue Theorie. Oh. Aufgeschrieben haben wir allerdings Goofy, weil der auch ein sehr eindeutiges Lachen hat. Okay. Die Games-Freunde, eben noch im Höhenflug. Ja, bitte erklären, ich verstehe nämlich eure Antworten nicht. Ja, es gibt ja, was ihr meint. Okay, das spricht natürlich dafür, dass sie komplett richtig ist. Wir haben überlegt, ob die Love-Track-Maschine, die wir in jeder Sitcom hören, eventuell von diesem fantastischen Menschen erfunden worden ist. Okay. Da fehlt ein Wort, deswegen. Richtig gute Antworten. Ich würde sagen, wir zeigen es euch. Ja. Zeigen es euch, was er erfunden hat. Bitteschön. Haben wir ein bisschen... Okay, also, so, malen wir mal hier ein bisschen, malen wir das mal ein bisschen auf. Naja, wissen können wir ja nicht wissen, was da passiert. So, das dauert jetzt, ich male das noch Die Mona Lisa größer. Wird jetzt gemalt. Ich mach da gemalt. Noch eine zweite Schicht. So. Das soll Goofy werden. Ja, so. Das wo ist Fabian Krane? Ich hab gar kein Wasser. Doch, das hier. Nee, da trinkst du drauf, nein, das ist meins. Du hast kein Wasser. Mach einfach dann mach ich's in den Urin hier drüben. So, dann machen wir das noch ein bisschen. Jetzt dauert wird's noch, ist nicht leider nicht sauber geworden. Mach da jetzt einfach rein, du kannst auch mit heller in die dunklere Farbe, mein Gott. Ist es die Teletubbiesonne? Da ist er! Und ja, dieser Mann... Zitat, mit dieser Erfindung wollte er den Menschen Freude bringen, die er wahrscheinlich selber nicht so im Leben hatte. $45 hat er damit nur verdient. Das ist die traurige Wahrheit des Lizenzierens in den 40ern. Hat gerade 50-jähriges Jubiläum gefeiert, übrigens das Smiley. Mit Blick auf das Foto würde ich schätzen, er ist nicht mehr am Leben. Aber vielleicht ist er irgendwo eingefroren. Trotzdem, seine Erfindung, die nutzen wir natürlich fast jeden Tag in abgewandelter Form. Inzwischen natürlich nicht mehr wegzudenken, war damals ein Auftrag von einer Werbeagentur.
Also, wertet das denn richtig? Wissen, es macht Spaß, offensichtlich. Ja. Und Team Ultimate Quiz Machine, natürlich, klar. Wow. Schönen Dank. Mal, weil, mal gelesen oder gewusst. Also wir haben natürlich an Forrest Gump gedacht. Da ist das ja auch quasi einmal in so einer Szene, dass er der Erfinder des Smileys ist. Da hattest du ja auch so ein bisschen so Erfinder, so das ist... sind wir schon ein bisschen von Erfindung abgerückt. Und dann haben wir uns gedacht, ey, es muss eigentlich der Smiley sein. Also es macht einfach Sinn. Schack. Und natürlich wussten wir das auch. Hier stand vorher noch Lachgas, aber habt ihr euch dagegen entschieden, ne? Ach so, Lachgas stand davor. Gut. Ach nee, ich bin komplett wahnsinnig. Gamesfreunde haben es nicht. Nee. Kein Problem. Das ist der Autobahn. Werde ich gleich nicht mehr wissen, müsst ihr mir helfen. Game 2 hat es auch nicht. Nee. Poster war ja leider auch nicht, obwohl ich Zahnspange natürlich süß finde. So, aber die beiden Top-Teams... Zumindest macht sich das jetzt langsam bemerkbar. So, 25. Was wurde früher als Lockmittel bei der Jagd verwendet? A, Bibergeil, B, Mäusespitz, C, Elchlust. Die Games-Freunde, ihr seid Jäger, ihr seid in Videospielen zumindest Jäger. Offensichtlich hatten wir auch hier gute Intuition im Team. Sam hat Folgendes gesagt. Bibergeil. Ist ja wohl klar. Danke. Das war ehrlich gesagt das Erste, was ich schon mal gehört habe. Das andere habe ich noch nie gehört, deswegen muss es nur dieses Wort geben. Wenn es das jetzt nicht ist, dann will ich aber wissen, in welchem Kontext du das gehört hast. Kann ich dir sagen. Es klingt auf jeden Fall wie das Jugendwort des Jahres in irgendeiner Form. 1970. Ja, ich habe es auf TikTok gesehen. Auf Social Media aufgeschnappt. Das ist Oberaffenbibergeil. Ja, aber das Lachen bleibt euch im Halse steckt. Das wird gewonnen, indem man Bibern die Hoden abknüppelt. Nein. Naja, ist mittlerweile, mittlerweile wird es den auch... rausmastiert, auf eine nette Art und Weise. Also machen wir heute auch nicht mehr, aber so steht's da drin. Also, Bibergeil, in der Tat die richtige Antwort. Die anderen Sachen, Erfindungen unserer schelmischen Redaktion. Hatten alle auch, richtig. Hatten alle richtig. Ja. Sehr schön. Ja. Oma auf dem Bibergeil. Wird auch in der Parfümerie viel verwendet, ganz viel im Parfum, Lockduft, logischerweise. Aromastoff in Vanilleeis, Erdbeereis. Ach. Ja. Gut, dann machen wir einmal den Zwischenstand, da wir jetzt hier in die heiße Phase einkommen. 11 Punkte, 12, 13, 14 Punkte. Nochmal 3 Punkte mitgenommen. Hier sind wir bei 9,5, 10, 11,5. Dann haben wir hier bei Prost Hawaii 11, 12, 13,5. Dann bei Ultimate Quiz Machine kommen 3 Punkte dazu, sind 14. Und bei Wissen ist macht Spaß, kommen nochmal 4 Punkte dazu, 16,5 Punkte. Aber 5 sind noch drin. Hier ist noch alles möglich. Das haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Selbst hier geht's rechnerisch zumindest noch in den Gleichstand für Game Two Schlau für diese Welt. Also der Sieg ist irgendwie vielleicht noch drin. Also keine Ahnung. Frage Nummer 26. Ja, wollten wir wissen, unter welchem Namen ist diese Stadt besser bekannt? Lese ich nicht noch mal vor. Wer hatte den richtigen Riecher? Game Two zum Beispiel. Also in der Tat, ist ganz lustig, weil es mit so einer anderen Frage aus der zweiten Runde zusammenhängt, wo dieser Hügel war, war mein erster Gedanke, ach, das könnte dieser Hügel sein in Neuseeland mit dem längsten Ortsnamen, bei dem ich nämlich war. Aber da dachte ich mir eine Milliarde nicht, deswegen hatte ich es wieder weggeschoben. Aber in dem Zusammenhang habe ich es oft gegoogelt und es sollte sich herausstellen, das ist der längste Ortsname, aber der längste Städtename, der, wir gerade auf der Tafel gesehen haben, gehört in der Tat zu Bangkok. Ja. Für Lars ist wirklich die Stadt gemeint, nicht der Stadtteil Bangkok. Aber richtige Antwort, Bangkok an der Stelle. Ja. Wer hatte das denn noch? Ja, das hatte natürlich einmal Game 2, ja. Game 2 Schlau für diese Welt hatte Bangkok. Team Ultimate Quiz Machine hatte das, nachdem sie sich wirklich sehr oft umentschieden haben. Also wirklich, euer Antwortbogen ist Kraut und Ruben. Aufgeschrieben und uns dann für den entschieden. Genau, Bangkok stimmt, steht da, ist auch als einziges noch da. Lass ich durchgehen. Und wer hat es noch richtig? Wissen es macht Spaß, haben es nicht? Nee. Naja. Die haben Tibet. Prost Hawaii auch nicht? Nee, die haben Delhi. Ja, ist aber nicht. Und die Games-Freunde haben gedacht? Delhi oder Kathmandu. Delhi hatten wir. Delhi. Ja. Schade, strategisch wichtiger telefoniert bis Lars Pausen. So schreibt man es in der Heimat, in der Sprache. Frage Nummer 27. Ah, da sehen wir es nochmal in Thai aufgeschrieben. Für die Leute zu Hause an dem Bildschirm. Lars, hättest du gewusst gewesen. Frage Nummer 27. Jetzt bin ich gespannt.
Ihr seid 25, habt 130 Euro und braucht Perso, Reisepass, Geburts- und Sterbeurkunde. Das macht nicht Spaß. Behördengänge machen auch im Kneipenquiz keinen Spaß. Ja. Manchmal gibt's Willkommensgeschenke, manchmal gibt's ein Messer, manchmal gibt's ein Perso. Wie teuer ist das Ganze? Eigentlich wollte ich wissen, wer hat zuletzt sein Portemonnaie verloren mit dieser Frage. Prost Hawaii, wie habt ihr euch das zusammengebaut und gebastelt? Was waren eure Gedanken? Also natürlich war da ein Fehler in der Frage. Ja, also ein absichtlicher Fehler, den ihr platziert habt. Wolltet uns in die Irre führen? Und okay, zwar mit 25 kaufe ich mir keine Sterbeurkunde. Die kauft, das ist das Problem von jemandem, der sich darum kümmern muss, von dem ich dann nichts mehr weiß. Nicht gesagt, dass es für dich selbst ist. Stimmt. Das stimmt, aber es lasse ich trotzdem so stehen. Ja, aber das lassen wir trotzdem so nicht gelten. Das ist falsch, nee. Aber go on. Würde ich an der Stelle jetzt aufhören zu gehen. Ansonsten würde ich noch kurz sagen, wir haben den Perso mit 30 Euro beziffert, wir haben den Reisepass mit 90 und die Geburtsurkunde. 90? Ja. Ja, da, hallo, Entschuldigung. Da ist immerhin das meiste Papier und der ist gebunden. Ne? Gebunden. Gebundene Bücher sind auch teurer. Und du meinst, für einen Fünfer bringt man dich in Deutschland unter den? Nee, wie gesagt, die Sterbeurkunde haben wir sein lassen und wir haben alles in die Geburtsurkunde gesteckt. Nulli, Sterben Zehner. Ist kostenlos, dachtest du in Deutschland. Nulli steht hier. Ich bin nach wie vor der Meinung, kaufen wir nicht. Mhm. So. Okay. Wer kauft es der Verstorbene oder wer kauft? Ganz genau. Lars, sehr richtig. Entschuldigung, nein, der Nachfolger. Nämlich mit wie? Also der 25-Jährige, meinst du? Nein, der 26-Jährige, der mich überlebt. So, die Geburtsurkunde auf jeden Fall mit 10 Euro. Und wie auch immer ihr die Sterbeurkunde verteilen wollt, die kostet nichts. Verstehe. Ja, okay, es war natürlich tricky. Game 2, schlau für diese Welt. Das würde mich nochmal ein anderes Rechenbeispiel interessieren. Also, außer das Falsche, was ich gerade gehört habe. Wir haben sehr, sehr lange und sehr oft irgendwelche Scheine hin und her überlegt. Wir sind letztendlich so ein bisschen darauf gegangen, was wie häufig geholt wird. Wir hatten ziemlich sicher den Reisepass für 35 Euro im Kopf und hatten die dann so festgelegt. Den Fuffi haben wir dann aber zwischen Sterbeurkunde und Geburtsurkunde sehr oft hin und her geschoben, dachten aber dann, die Geburtsurkunde wird häufiger ausgestellt, Sterbeurkunde gibt's nicht unbedingt, die kostet bestimmt ordentlich. Mhm. Den Fuffi darüber, Perso wieder ein bisschen günstiger, weil die gibt's häufiger und ich weiß nicht mehr, welche Zahlen wir genau genommen haben, aber so ungefähr haben wir uns das hergeleitet. Safe hat niemand das richtig. Sehr spannend. Sehr spannende Ansätze. Wie sieht es bei der Ultimate Quiz Machine aus? Verdächtig ruhig. Das heißt natürlich, dass ich nachfragen muss. Nee, wir haben einfach geguckt, was sieht schön aus von den Scheinen her. Sie haben uns da diese schönen Scheine gegeben und dann haben wir irgendwie 50 dahin gepackt, dann 35 da, dann 20 nochmal dahin. Aber das meiste Personal, also Personalausweis als zweitmeistes und das meiste Reisepass, das ist einfach das wertigste Dokument. Und so eine Sterbeurkunde und Geburtsurkunde, die können die da hinrotzen, die drucken die aus und da schreibt das da jemand. Und entsprechend, ja. Ja, sind zumindest richtige Gedankengänge dabei. Ich will noch gar nicht wissen, ob es jemand richtig hat. Johanna, willst du uns mal zeigen von der Verteilung, wie das Ganze aussieht? Du hast alle Dokumente zufällig bei dir. Ich kann einmal kurz sagen, es gibt zwei Teams, die haben es komplett falsch. Es gibt zwei Teams, die haben Hälfte, Hälfte richtig. Es gibt ein Team, das hat es richtig. Wow! Und Alex, du hast es vorhin schon richtig gesagt, Reisepass 90 Euro stimmt, aber wir haben natürlich nicht nach dem Expressreisepass gefragt, sondern nach einem normalen Reisepass und der kostet 60 Euro. Nein. 60, das bedeutet was für die anderen? Reisepass 60 Euro. Das bedeutet 60 Euro. Ich kann euch... Genau, wenn ihr... Was machen wir jetzt als nächstes? Ja. Perso. Perso kostet in Deutschland neu, wenn du 25 Jahre alt bist, ein 40. 40 Euro hast du einen neuen Perso, nicht schlecht. Und geboren werden und sterben kostet das Gleiche. Kostet das Gleiche und zwar 15 freche Euro. Ja, und es gibt ein Team, das hat das komplett richtig. Ich hab eine Ahnung, warte mal. Und das sind die kleinen Hasen da vorne. Ja. Amt. Ich glaube, das sind die ersten Amt-Amt-Rufe, die wir beim Kneipenquiz haben.
Die Leute lieben ihre Bürokratie. Aber halber Punkt für die, die es nee, so 50-50 haben. Namen, weil ihr alles verteilen musstet. Nein. Aber man muss sagen, es gab ja natürlich Tausende. Ihr musstet alles verteilen. Ein bisschen. Oder? Aber Andreas, man muss natürlich sagen, es gibt natürlich Tausende Kombinationsmöglichkeiten. Ist auf meiner Seite oder nicht? Ja. So viele gibt es nicht mit denen. Nee, aber die anderen haben natürlich auch jeweils Sterbe und. Nee. Ach. Also, Frage Nummer 28. Aufgrund einer Krankheit war Familie Fugate aus Kentucky. A. Gelb wie die Simpsons. B. Blau wie die Schlümpfe. C. Grün wie die Turtles. Games-Freunde, da vielleicht nochmal einen Punkt geholt. Da habe ich gerade irgendwas anderes gemacht. Mein Team hat fleißig überlegt. Deswegen, was habt ihr überlegt, Sam? Wir haben Blau genommen und zwar weil... Also es gibt jemanden, den ich kenne, der hat eine Herzkrankheit und der nimmt Medikamente dagegen. Und sobald er in die Sonne kommt, der muss sich ganz doll vor der Sonne schützen, weil er sonst blau wird und das nicht weggeht. Und Herzkrankheit, das wird immer beim Arzt abgefragt, ob das irgendwie in der Familie liegt. Und ich dachte, dann nehmen die alle Medikamente. Und aber so wie du guckst, ist das auf jeden Fall falsch, Andreas. Gibt's andere Entwicklungen? Wissen, es macht Spaß. Was habt ihr denn gedacht? Ich meine, es ist multiple choice. Wir haben gelb genommen. Warum? Es gibt ja mehrere, so Gelbsucht. Wenn man leberkrank ist, wird man gelb. Solche Dinge. Zu viele Möhren. Hat jemand grün? Möhren essen. Hat jemand grün? Kann ich mir kaum vorstellen, dass irgendjemand grün, also. Schade, wenn das keiner hat. Wir schauen mal auf die Auflösung. Ich glaube, wir haben ein Bild. Da, nee? Nee. Dann bitte googeln. Ja, ich habe das gegoogelt. Wir sind im Wikipedia-Artikel. Das Ding ist, die Familie Fugate aus Kentucky. Zeigen, erst, ich will es erst sehen. 1820 haben wir nicht so viele geile Fotos vorliegen. Aber es gibt... Das, was du meinst, ist ein Fake gewesen, haben wir natürlich investigativ rausgerecherchiert. Denn es gibt noch andere Möglichkeiten, um diese Farbe anzunehmen durch Medikamente. Das stimmt auch. Aber das, was wir gesucht haben... Sind diese Herren, das ist nachbearbeitet, das stimmt natürlich nicht ganz, aber... Wow, okay. Nee, wir wollen hier ran, ans Gesicht. Das ist ein seltener Gendefekt. Stopp! Das ist ein Gemälde. Das ist ein Gemälde, es gibt kein Foto. Es ist ein bisschen kompliziert, mein Gott. Stopp, weg mit dem Foto. Nein. Ihr könnt das nachrecherchieren. Die haben seit einem Gendefekt, die haben einen abgeschiedenen Ort in Kentucky gewohnt. Das Problem war, es kam ein bisschen wenig neue Leute von außen rein. Und da wurde sich ein bisschen viel Gen untereinander gemischt. Und deswegen waren die alle blau. Und heute kennt man das als Avatar. Die Antwort auf die Frage, wann ihr mir sagen wolltet, dass dieses Foto, was ich im Kopf habe, ist genau. In der Sendung live. Okay? Das Foto, was du meinst, liegt daran, dass dieser Mann sehr viel... Maxi, haben wir das noch in der Regie? Haben wir das Foto noch von dem blauen Klaus? Das ist das Erste, was kommt. Ja, ich weiß. Gut. Ich suche das raus. Der Mann hat sehr viel Silbermedikamente genommen. Ja. Aber ist es euer Ernst jetzt gerade? Da, Andreas, du meinst den Buben hier, ne? Ja, ich will es zumindest einmal noch mal sehen. Ja, darauf das hier. Stützt die ganze Sendung, wenn wir ganz ehrlich sind, inhaltlich. Du meinst den hier? Ja, also bitte. Wenn das keine Frage ist, dann weiß ich es ja wohl auch nicht. Ja, es hat sich herausgestellt. Hey, der ist tätowiert. Nein! Der Mann hat leider... Der hat, ich glaube, was hat er genommen? Silber? Silber oder was? Nee, das meinte ich auch nicht. Ich meinte das unten links. Das war, ja, das meinte ich. Welches? Das. Was? Nee, weiter unten. Rechts jetzt. Was? Das, ja genau. Welches? Nein, Quatsch. Nein, alles gut. Nein, das war der Mann. Hör auf. Ihr könnt das stopp. Ihr könnt das alles nachrecherchieren. Stopp. Richtig ist blau. Ihr könnt das nachrecherchieren. Es gibt eine Doku darüber. Es gibt nur ein bisschen wenig Bildmaterial. Das haben wir ein bisschen spät rausgefunden. Also es gibt eine Video-Doku, aber daraus habt ihr keinen. Nein, nicht so. Mein Gott, dann googelt's doch zu Hause nach. Ach. Gut. Wir hatten das richtig offensichtlich. Die gelben Leute habt unter den Teppich fallen lassen. Also da waren mindestens die Hälfte drauf. Nein. Es sind aber nicht die Fugates, die gelb sind. Gehören nicht zur Familie. Und grün auch. Nee. Ich finde, da sollte jeder einen Punkt kriegen. So, wir hatten das richtig. Die Games-Freunde haben es richtig und Ultimate Quiz Machine haben es richtig. Ja, deswegen gut, sehr gut. Also bitte beruhigt euch, man kann das nachfinden. Hammer. Frage Nummer 29. War ein witziger Kugelhagel, worauf folgten laut einer Facebook-Gruppe 2017 knapp 30.000 Amerikaner schießen? Hat das jemand? Nee. Haben die Leute überhaupt was geantwortet? Ja.
Na, dann Antworten haben wir, aber leider. Macht Spaß. Du kannst jeden fragen. Bitte? Den Mond? Ja, also wir haben so ein bisschen überlegt, was war 2017 los, und wir dachten auch irgendwie Himmelskörper. Der Mond, ja. Passt gut, und dann haben wir uns daran erinnert, es gab ja diese Nummer, dass Trump irgendwie bei der Sonnenfinsternis in die Sonne geguckt hat und so, und dachten wir, ah, Trump 2017 passt. Mm. Da gab es eine Sonnenfinsternis und vielleicht fanden das Leute nicht so cool und waren stocksauer und haben sich dazu entschlossen, den Mond abzuschießen. Geil. Mein Segen haben sie, aber ja, deswegen haben wir gesagt Mond. Aber haben wir natürlich auch überlegt, irgendwie Meteorit, wollten die Erde verteidigen gegen irgendwie so ein Asteroid, Meteorit, Kometen. Aber das haben wir dann nicht gesagt am Ende. Vielleicht ist das ein Fehler gewesen. Es gibt ja Hashtag Shoot the Moon. Shoot the Moon. Es gibt ja dieses Sprichwort Shoot for the Moon, Aim for the Stars. Also vielleicht einfach das mal wörtlich genommen. Prost Hawaii. Wir haben irgendeinen Kometen. Den Halleschen. Also ich möchte da anknüpfen, wo Florentin aufgehört hat. Ja. Sie haben nämlich genau auf diesen Halleschen Kometen geschossen, der nicht immer, der so unregelmäßig vorbeikommt. Wir haben keine Ahnung, wann er immer kommt. Aber wir wissen, dass er nicht jedes Jahr kommt. Deswegen war 2017 so ein Ding, wo wir gedacht haben, ja, es könnte guter Zeitpunkt für den Halleschen Kometen gewesen sein. Und vielleicht haben sich da 30.000 Leute in Amerika gefunden, die draufgeschossen haben. Game 2. Wir schließen uns da auch der Mondtheorie an. Es war dann auch so ein bisschen Verschwörungstheorien, Mondlandung fake und so. Da schießt man doch mal drauf, ob das nicht vielleicht runterfällt. Games, Freunde. Also das ist natürlich alles kompletter Käse. Die haben sich gegenseitig mit Nerfguns abgeschossen. Anton ist unser Quiz. Und also mit Chris Machine kommt auch um diese Klamauk-Frage nicht drumherum. Auch wenn ich natürlich sehe, dass ihr euch gar nicht dieser Frage annehmen wollt. Naja, wir haben auch Komet. Ich habe gedacht, also die Kombination aus AmerikanerInnen und Facebook-Gruppe ist prädestiniert dafür, einen drohenden Kometenaufprall zu verhindern mit Shotguns. Es ist auch nicht komplett auszuschließen, dass beide Aktionen Mond und Kometen getroffen werden hätten können. Johanna, was ist wirklich passiert? Zeig uns die Facebook. Wir haben Auflösungsbilder da. 2017. Was war los in 2017? Ihr erinnert euch vielleicht noch, es war windig und die Leute haben sich dazu entschieden, auf einen Sturm zu schießen, nämlich auf Irma. Und die örtlichen Polizeibehörden haben noch getwittert und gesagt, Leute, bitte schießt nicht auf diesen Sturm, das ist saugefährlich. Deswegen seht ihr hier den Tweet noch vom Sheriff, der gesagt hat, please don't, das wird nix. Was hat der Sheriff gedingst? Don't? Ja, das ist natürlich, wenn 30.000 Leute in den Sturm schießen, könnte das böse ausgehen. Deswegen war das eine Schlagzeile. 2017 Irma. Heftig. Also, wer Irma noch im Kopf hat, man spricht ja von den sogenannten Schutzpatronen, in dem Fall, die da abgefeuert werden sollten. Ein inhaltlicher Beitrag von Nils Bohmer. Honorable Mentions erwähnen, dass Antje die Antwort richtig hatte. Bitte? Und wir haben uns aber, wie wir halt sind als Männer, einen Fall von Sexismus haben wir sie überstimmt. Aber sie hat es intuitiv erfüllt. Schwierig. Schwierig auf jeden Fall. Musst du aber mit nach Hause nehmen. Tobi, und bei den Games-Freunden gab es ja irgendwie auch eine Reaktion. Ganz kurz, also im Endeffekt, wenn die in einen Wirbelsturm schießen, dann kommt das ja zurück und die schießen im Endeffekt auf sich selber. Ja, das heißt, vom Prinzip her waren wir nah dran. Das wisst ihr genauso. Aber die waren in Klammern und Klammern gelten nicht. Die Klammern sind durchgestrichen. Klammern gelten nicht. Nee, die Klammern sind durchgestrichen. Darauf kannst du dich jetzt nicht mehr beziehen, Weitchen. Hier, das ist durchgestrichen. Jetzt plötzlich. Ja. Traurig. Gut, dass ich euch den Punkt damals nicht gegeben habe, was auch immer nochmal die Frage war. Frage Nummer 30. Tierisch. Achso, nee, Moment. Wer hat's denn? Niemand, nee. Ne? Komplett. Naja. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer 30. Tierisch, gendern. Eine Sache gibt's nicht im Duden. Retten, effen, ketzen. Business macht Spaß. Was glaubt ihr? Naja, also die offensichtliche Antwort, und wir hoffen auch die richtige, ist, dass es Kätzchen nicht gibt, weil es ja eine weibliche Bezeichnung dieses Tieres ist, Katze, und Kater ist die männliche Bezeichnung. Es sei denn, ihr habt halt irgendwie uns reinlegen wollen. Mhm. Die Ratte wird sich auf jeden Fall freuen. Prost Hawaii, was denkt ihr denn? Spannend. Wir sind uns ziemlich sicher, dass man Ratin spricht, aber wir haben uns für A entschieden. Für A. Game 2. Da gehen wir einmal rum. Game 2. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Effin gibt. Wir sind aber auch der Katzenlogik gefolgt und haben uns für C entschieden. Ich weiß jetzt nicht mal, was A war, aber wenn, dann wäre es ja dann, wenn dann noch die Rettin möglich gewesen. Aber nee, Kätzchen ergibt irgendwie nicht so wirklich Sinn für uns. Games, Freunde.
Also, es begab sich Folgendes. Wir haben das mit der Katze auch durchschaut, aber wir wären enttäuscht, wenn es das wäre, weil das doch bestimmt ein Hint von euch ist. Also irgend so ein kleiner Trick, so Katze, Kater, das weiß man. Deswegen haben wir die Rettung genommen. Und du guckst schon wieder so, Andreas. Ja, Ultimate Quiz Machine. Ey, wenn wir jetzt wirklich... Ja, alles drei steht nicht im Duden. Nee, wir haben uns auch tatsächlich entschieden für die Katze und die Kätzin. Ja, wir haben die... Alles klar, ich würde mal sagen, wir gehen mal einmal der Reihe nach mit dem ersten Wort, was drin steht. Bitte, Johanna. Genau, ihr seht es hier, das ist die Duden-Website. Genau, wir checken einmal bei... gib mal das erste ein. Genau, da sehen wir es. So, das also, gibt's. Äffin gibt's. Die. Genau. Äffin gibt's. Diesen Eintrag gibt's. Juck. Was haben wir hier? Noch niemand. Oh! Die Kätzin. Kätzin. Gibt die Kätzin gibt tatsächlich. Es. Tatsächlich. Und wir gucken mal. Oh, retten. Leider gibt es keinen Eintrag. Ja. Besonders ärgerlich für alle Günter Grass-Fans. Die retten natürlich einen Roman von Günter Grass, aber hat es nicht in den Duden geschafft. Äffin und Kätzin gibt's im Duden. Das stimmt. Und zwei Teams hatten das richtig. Ja, mich irritiert, dass die Games-Freunde gerade jubeln. Haben sie nicht gerade argumentiert, dass sie glauben, die Kätzin ist falsch, weil man weiß, dass Kater und Katze die... Nein. Sarah hat uns doppelt geprankt mit unserer doppelten noch, Logik. Dass ihr uns verarschen wollt. Ja. Ach so, okay. Weil das so einfach gewesen wäre. Doch. Wir kennen euch doch. Männliche Katze, Katze. Katze ist quasi der Begriff für alles. Kater, Kätzin. Ja. Gut, wer hatte das denn richtig? Also ja, retten. Die Games-Freunde hatten das und Prost Hawaii hatten das. Und das macht es nochmal spannend. Das heißt, wir schauen einmal auf die Punkte von Game Too Schlau für diese Welt. 11,5, 12,5 sind das für Team Game Too Schlau für diese Welt. 13,5 Punkte für Prost Hawaii, kommt noch einer dazu, sind 14,5 Punkte. Wow. Dann haben wir Games-Freunde, holen nochmal 2 Punkte, sind 16 Punkte. Wow. Für Ultimate Quiz Machine kommen nochmal 2 dazu, sind 16 Punkte. Und damit 1 Punkt haben sie nur gemacht. Nur 1 Punkt haben sie gemacht, aber das hat gereicht. 17,5 Punkte. Und das heißt... Zum 6. Mal holt sich hier Wissen, es macht Spaß. Die hellste Leuchte. Aber ja, in einem eng umfochtenen Kampf 16-16 für die Games-Freunde und Ultimate Quiz Machine und auch Game 2 und Prost Hawaii nicht weit abgeschlagen. Ja. Trotzdem, Sieger dieser heutigen Ausgabe ist Wissen ist Macht Spaß. So, und wie immer haben wir das Problem. Ihr Lieben, kommt mal nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. Der Sieg gebührt euch. Vorsicht. Wie immer kann die Lampe nicht wirken. Also, vielen, vielen Dank an alle Teams, die heute dabei waren. Die Sieger der 11. Ausgabe von Kneipen. Und Wissen ist Macht Spaß. Lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da. Danke an Johanna. Danke an Andreas. Danke an alle Teams. Vielen Dank an alle Teams. Vielen Dank, Helmut. Das war's mit Kneipenquiz. Bis zum nächsten Mal. Komm gut nach Hause. Kneipenquiz.